20 und sagen Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Na, ich will, es geht weiter mit meiner Kamera. Ja. Wie kommt das hin? Kamera defekt oder? Nö, das ist Technik. Mal geht sie, meine ich. Mal geht sie, okay. Ja, moin dann erstmal. Genau, wir spielen die Klinik. Ich weiß gar nicht, ob mein Thumbnail funktioniert oder falls ja, es hat wirklich ein Komplexitätsrating von 4,2. Ich bin schon sehr entspannt. Ja. Das hat Fluss vorbereitet. Sonst wüsstet ihr genau, wir sitzen jetzt hier 3 Stunden, lernen jetzt mit die Regeln. Das ist nicht der Fall. Ich habe 2 Solo-Partien gespielt. Das heißt aber natürlich trotzdem, wenn ihr Regelfehler seht, her damit. Denn die Regeln sind nicht ganz klein einfach. Das kann man immer sagen, hat man immer eine Entschuldigung. Richtig. Also zum Aufbau geht's weiter. Wir haben ja hier schon mal die ganzen Autos platziert auf dem Parkplatz. Wir haben hier schon mal die Hilfskräfte, die technischen Hilfskräfte, je nach Spieleranzahl. Dann darfst du gerne mal nach Spieleranzahl hier diese Assistenten, also Assistenzärzte und Ärztinnen oder Pflegerinnen und Pfleger quasi hier 2 Reihen voll machen. Mhm. Ne, nach 2 Spielern. Also in jeder, wir spielen ja insgesamt 6 Runden, in jeder Runde quasi gibt es die da. Und genau, du kannst gucken, ob du sie hingestellt bekommst. Ich glaube, sie müssten eigentlich stehen bleiben. Ich habe schon anderes gehört, aber das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube es auch nicht. So, bei 2 Spielern haben wir 3 verschiedene Klinikbereiche, mit denen wir uns beschäftigen. Und zwar einmal die Psychiatrie, die Kardiologie und die Augenheilkunde. Das sind die Bereiche. Das sind Pfleger, Assistenten, ne, die uns auf jeden Fall helfen bei unserer Arbeit. So. So, die Herzsachen, also wir spielen nicht mit allen Bereichen, ne? Hier die Herzgeschichte, die Karte. Das ist übrigens großartig, das 2. neue Spiel, das ich heute spiele, und ich habe bei keinem davon die Regel selbst gelesen. Sehr gut, was habt ihr vorher gespielt? Space Explorers. Ah ja. Das hatte Karl mit schon zum Lernen, ja? Nee, das hat einfach hier gelesen, wenn ich das Thumbnail vorbereitet habe und versucht habe, die Technik hinzubekommen. Ah ja. Das ist auch ein bisschen wie Splendor mit ein bisschen Spezial. Ah ja, wunderbar. Und wird nochmal auf den Tisch kommen? Ja, ich hatte eigentlich schon fast ein Video zu machen, aber. Aber war auf jeden Fall, war ganz rot. Das sind auch 2 Farben, ne? Das sind grün und rot tatsächlich. Ja, ein schönes grün und schönes rot. Ja. Aber ich kann das ja super easy auseinandersortieren. Die grünen kommen eh raus, mit denen spielen wir gar nicht. Streng. Die können schon wieder in einen anderen Beutel. Warum brauchen wir die grünen nicht? Die gibt es hierbei nicht. Das ist wieder eine Erweiterung. Es sind ja ein paar Erweiterungen hier mit drin. Achso. Also Feuerlöscher, eigene Erweiterung, Bluttropfen, eigene Erweiterung. Und, die Klinik, die Katastrophe. Ja. Genau. Ich würde dir mal ganz kurz hier dieses... Zu viel Feuer zwischen Oberarzt und Pflegerin. Irgendwie sowas. Oh Gott, da können wir ganz miese Seiten rufen. Ja. Ausdrehen. Du darfst gerne mal nach Spieleranzahl hier 2 rote Würfel reinpacken. Das sind die schlimmsten Patienten. Die sind also denen jetzt am dreckigsten. Okay, die sind schon blutüberströmt. Die sind gegen... Ja, genau. Jetzt kommen hier 8 orangene rein. Die kann ich mal von hier nehmen. Und dann kriege ich von dir 12. 12 gelbe. Genau, danke schön. Und dann 18 weiße. Die 18 weißen Patienten, die haben halt so einen leichten Schnupfen. Mhm. Ne, diesen leichten Satz. Den geht's noch. Genau. Die sogenannte Männergrippe haben die. 18 sagst du, ja? 18 bitte, genau. Sehr gut. So. Und alle anderen könnten wir jetzt quasi auch erstmal zur Seite packen. Sehr gut. Bussard, bleib auf jeden Fall dabei. Es kann aber sein, dass wir die trotzdem haben. Eins deiner Lieblingsspiele, ja, Wahnsinn, sehr gut. Ja, finde ich großartig. Ich finde es auch gut, aber ich habe ja, wie gesagt, auch erst 2 Solo-Partien gezockt, da habe ich noch Potenzial. Wenn du das sagst, ist eins deiner Lieblingsspiele, der hat bestimmt schon mindestens 5 gezockt. Das hoffe ich. So, also, wir haben diese 3 Bereiche hier, die es bereits gibt. Also die Psychiatrie ist das mit dem Kopf, das hier mit dem Herz ist... Das ist, glaube ich, die Kardiologie. Ich frage mich gerade, was das dann hier ist, weil das ja irgendwie auch ein Herz ist. Das ist nur, Entschuldigung, ja, das ist die Neurologie natürlich, ja. Und das andere ist die Augenheilkunde. Mhm. Genau. Und dann hätten wir noch die Orthopädie auch noch. Oh, die brauchen wir. Aber die sind auch raus. Wir haben jetzt bei 2 Spielern. Muss man unbedingt mal die neue Version hat noch die alte in der Pizzaschachtel. Auch schön. Muss man ab jetzt Regelwächter. So, jetzt, auf dem Notizblock seht ihr, welche Stationen bei welcher Spieleranzahl verfügbar sind. Ja, das ist das hier.
Notizblock ist diese Geschichte hier. Da sieht man bei zwei Spielern, aber ne, sind diese drei Stationen hier verfügbar. Oh, ich habe doch Knie. Da muss man noch ein bisschen warten. Müssen wir, bevor wir Knie haben. Legt die entsprechenden Stationszimmerplättchen nach Typ sortiert und verdeckt als Vorrat links. Also verdeckt. Ja, so. Und das. Voll das spielt für mich jetzt. Das kann ich endlich auch in meiner Freizeit spielen. Ja. Ja, Marcel. Marcel ist da? Ach, Marcel, mein Wahnsinn. Ja, großartig. Entweder wirst du dieses Spiel lieben, hassen oder die ganze Zeit unrealistisch schreien. Also wenn du damit die Leute in der Klinik nicht zum harten Eurogame bringst, so mit denn dann? Ja, genau. So, die beiden Stapel können schon mal weg hier, weil die sind halt nicht mit dabei. Die spielen nicht mit dabei. Dann würde ich arbeiten, ja. Dann kommt als nächstes kommen die Lagerplättchen und davon gibt es vier Stück, denn... Das sind mehr als vier. Ja. Kommt da noch. Das hier siehst du schon mal, das sind letztendlich immer die Stationen, die geben an, zu welchem Bereich quasi dieses ganze Areal dann gehört. Mhm. Ne? Und die können aber nicht außer die Patienten annehmen, was im Spiel nicht groß stattfindet. Du brauchst immer Behandlungszimmer und du brauchst, diese Behandlungszimmer müssen noch an ein Lager angrenzen. Okay. Ne? Weil in dem Lager befinden sich natürlich die ganzen Materialien, alles drin, was du dafür brauchst. So, und von diesen Lagerplättchen haben wir halt insgesamt 8 Stück, 4 pro Spieler. So, legt pro Spieler beliebig gestapelt als vor links neben, ja, kommt auch hier. Die kommen auch offen hin. Hallo Kerstin. Hallo Kerstin. So, legt eine Anzahl von Plättchen für sonstige Räume gemäß der folgenden Tabelle nach Art sortiert und verdeckt als Vorrat. Und zwar bei 2 Spielern 1 von jeder Art. So, das sind die besonderen Räume. Da gibt es Labore und Ambulanzen und einen Raum, der irgendwie die Bewegung verschnellert. Genau, dazu gibt es aber gleich mehr. Mhm. Achso, die sollen ja verdeckt hingelegt werden. Ja, wie hier. Thematisch würdest du sagen, ist das Spiel? Oh, das ist sehr thematisch. Ja? So, also so thematisch, wie ein Eurogame nur sein kann. Okay. Das ist ein Spiel, mit dem du es ungefähr vergleichen könntest. Vom Thematik. Nee, vom Spiel her. Vom Spiel her vergleichen. Naja, es ist erstmal ein Wirtschaftsspiel, das heißt, ich sag mal, die Fehlersorge, die man hat, also so diese. Ist das Spiel gelaufen, wenn ich einen Fehler mache? Das ist mit Food Chain zu vergleichen. Ich höre da von Food Chain. Ja, genau. Auf jeden Fall. Ansonsten ist es letztendlich ein Worker-Placement-Spiel, wo man Räume aufbaut. Was kann man damit vergleichen? Okay. Aber wir müssen erstmal ein bisschen reinkommen. Ich habe es ja auch noch nicht so gespielt. Naja, zweimal. Ne? Genau. Naja, aber. So, legt die folgenden Plättchen. Also, das haben wir hier gemacht. Das sind diese Sonderplättchen hier. Die kommen gleich verdeckt hin, aber wir haben die hier nur einmal. Dann führen wahrscheinlich hoffentlich 10 Worker, von denen nur 5 am Patienten arbeiten, die 5 anderen Management. Es wird sowieso großartig. Ich freue mich auch schon gleich, auf die mit der Erklärung starten zu können, aber ich will vorher hier noch so ein paar Sachen aufbauen. Das ist auch eine perfekte Darstellung der Krankenhausrealität. Am meisten Geld kriegt man, wenn man Kranke lange warten lässt. Ja, kranker genau. Lässt und man das, die erst dann heilt. Absolut, genau. Das ist ja sehr hart. Also das klingt nach meinem letzten Krankenhaus. Ja? Halt. Also laut Ärzten war ich länger da, als ich hätte sein müssen. Okay. Wobei man hört ja auch mal, dass eigentlich immer die Betten wieder freikriegen. Naja, deswegen habe ich das ein bisschen gewundert. Das sind Eingänge, dann haben wir noch hier Hubschrauber-Landeplätze. Wir legen die mal alle hin. Das ist ja das Klinikum in Göttingen. Wir brauchen die quasi nicht alle, aber. So, dann haben wir Parkplätze jede Menge. Ja, die brauchen wir auch nicht alle. Wie gesagt, das Spiel ist ja für ein paar mehr Spieler eigentlich gedacht. Vergleichen ist echt schwer, aber hauptsächlich würde ich es als Worker Placement mit Zeitmanagement beschreiben. Also, ja. Also Village. Eher so ein bisschen. Naja, es hat ein bisschen diesen Australia-Zeitmanagement-Geschichte, nur dass du da halt dann irgendwann fertig bist und hier musst du halt Siegpunkte dafür abgeben. Dann. Ja. Wenn man das Spiel nicht in der ersten Runde verlieren kann, wie soll man es dann spielen? Heavy Cardboard-Hymne. Ja. So, die letzte Geschichte sind noch die Behandlungsräume und dann haben wir es auch fast vom Aufbau fertig. So, und zwar die Behandlungsräume, das ist die 4, legt alle Behandlungsräume beliebig gestapelt als Vorrat links neben den. Also, okay. Die sind auch offen. Das heißt, das Einzige, was verdeckt ist, ist tatsächlich diese Geschichte da wahrscheinlich. Wir gucken das gleich nochmal an, ob die verdeckt sind, weil das war im Einzelspieler, war es vollkommen Wumpe. Mhm. Ja, ob man die jetzt verdeckt hatte oder ob sie offen waren. Aber ich glaube, das reicht auch im Behandlungsraum. Dann kriegst du noch, falls du auf einmal größenwahnsinnig wirst und in die Decke, in den Himmel bauen willst. Warum denn auch nicht? Ne? So,
Wir spielen auf der Anfängerseite. Das heißt, unser Spielbrett hat hier so ein 4x4 Raster. Ja. Ne? Sonst andere Seite wäre 3x3. Das wird dann ein bisschen enger. Ich habe aber 4x3. 4x3, Entschuldigung, 4x3, ja, ja, passt, 4x3, genau. So, Spielerbereich, Spielertableau hast du. Die drei Markierscheiben haben wir für bereits hingelegt. Jetzt nimmst du dir bitte 15 Dollar. Mhm. Und zwar genau, am besten packst du das irgendwo auf eine Seite, wo du sagst, das ist dein Sparbuch. Okay. Ja, weil das ganz, ganz wichtig ist. Mit dem Sparbuch kannst du keine Siegpunkte kaufen nachher. Okay. Ja. Dann ein Satz Aktionsplättchen hast du schon. Das sind diese hier. Darauf komme ich gleich zu sprechen. Genau. Ein 50er, 100er Chip hier. Den kannst du jetzt mal weit weglegen. Mhm. Also nicht du, sondern der generell. Dann kriegt jeder von uns Folgendes. Ein Stationszimmer für die Psychiatrie. Das sind dieses hier. Mhm. Man bekommt einen Behandlungsraum. Du bekommst ein Lager. Und du bekommst einen Eingang. So, das platzieren wir gleich schon mal. In der Expertenvariante kann man das selbst platzieren. Hier wird es einem vorgegeben. Okay. Dann bekommt man einen weißen Arzt und ein Auto. Ah, der Arzt ist also weiß. Mhm. Aber es gibt auch rote Ärzte. Ah, dann. So, da ist ein weißer Arzt und das Auto. Das kannst du erst nochmal zur Seite auch stellen. Das braucht man. Auto bekommen wir auch. Und dann sind wir schon damit durch. Jetzt kommen wir zu den Bonusplättchen, die ich hier hingelegt habe. Haben die echt alle die gleichen Karten? Die fahren alle die gleichen Autos. Das glaube ich, ist ja voll unrealistisch. Das auf jeden Fall. Am Anfang kriegt jeder ein Bonusplättchen noch. Damit unterscheiden sich ein bisschen die Startbedingungen. Auch natürlich. In der Anfängerversion. Ja, auch in der Anfängerversion, genau. Okay. Wenn du hier übrigens einen auspackst, dann Prost. So, und jetzt das Schöne. Ja. Bonusplättchen steht hier hin, also mische die Bonusplättchen, zieht eines mehr als Spieler teilnehmen, legt sie offen aus, in umgekehrter Spielreihenfolge nimmt sich jeder davon eins und wendet den Bonus sofort an, legt dann alle Bonusplättchen zurück in die Schachtel. Mhm. Hinweis, bekommst du eine Person, nimm sie aus der Reserve und nimm dir auch ein Auto. Ganz wichtig. So, diese Bonusplättchen sind aber nur so erklärt. Okay. Jetzt ist das hier eindeutig das Zeichen für einen Garten. Das heißt, man würde sich jetzt einen Garten nehmen. Ja. Ob ich den jetzt nehme oder ob ich den platziere, keine Ahnung. Okay. Genauso hier mit dem Parkplatz. Da weiß man wenigstens, dass es ein Parkplatz ist. Mhm. Ja. Aber was ist das? Komme ein Männchen in die Psychiatrie. Klinik hat Weight 4,2. Ja, ja. Psychiatrie, ja. Vielleicht ein weißer Patienten. Und was bedeuten dann diese drei Leute mit dem Pfeil darunter? Behandle sofort drei Personen. Das ist ja noch einer. Ist das nirgendwo erklärt? Es ist nirgendwo erklärt. Auf der Rückseite vielleicht? Da habe ich nämlich bei Jäger und Sammler nicht geguckt und da. Guck, es ist, yeah, guck, aber es, guck, ist, guck, es steht trotzdem nicht drauf. Doch, da steht es. Ja? Wo sind hier die drei Leute mit dem Brot? Warte, ich finde das. Die sind vielleicht auf der anderen Seite. Mhm. Da ist Zombies in der Klinik, ja. Workaholics, boah, Feuerlöscher, Bluttransfusor. Ja, das sind die grünen Würfel. Ich wollte es mir eigentlich als Highlight für nachher aufheben, aber das sind die Erweiterungen. Aha. So, dann werden hier die Räume erklärt. Mhm. Hier sind wir allein in der Klinik der Solo-Modus. Aha. Ende des Spiels. Ja, genau. Ich sehe diese Ikonografie sehe ich nirgendwo. Ja. Vielleicht vorher noch? Also, lieber Chat. Lieber Bus halt LP, du weißt das doch. Genau. Wo ist das erklärt? Wo sind die Bonus-Plättchen erklärt? Beziehungsweise wo bekomme ich mitgeteilt, was dieses Plättchen macht? Wo ist denn die andere Anleitung? Gab es da vielleicht noch mehr drin? Nicht in meiner Version. Du hast es, ja. Ich hab's original. Wobei, lustigerweise, ich war mir nicht ganz sicher. Also, es war ja noch eingepackt in Folie, dementsprechend war es klar. Aber dieses Ausschütten, was ich gerade hier gemacht habe, das war kein Spaß. Das war genauso hier drin. Das war wirklich einfach ja alles reingeschüttet. In den Wartebereich. In den Wartebereich, ein weißer Würfel. Okay. Wo ist denn die Ikonografie für den Wartebereich? Hier ist der Wartebereich, aber da sehe ich auch nicht, dass da irgendwie so ein. Aber Dankeschön. Aber wo ist halt. Nirgends, genau, nirgends ist es erklärt. Nirgends, ja, ah, sehr es gut. Ist nirgends erklärt. Sehr gut, genau. Sehr gut. Das mögen wir in solchen Spielen. Na, würde ich ja gleich mal abwerten, aber vielleicht ist es ja so gut, dass sich das gar nicht lohnt. Da kann man einfach drüber hinwegsehen. Ja. Also ja, das ist schon ein harter Fauxpas. Du fängst ja an hier in der Spielereihenfolge, haben wir ja festgelegt. Ne? Mhm. Dementsprechend darf ich mir als erstes hier von einem Plättchen aussuchen. Ach, deswegen hast du es. Und ich nehme einfach mal dieses nicht, weil ich das für sinnlos halte. Dann nehme ich das nämlich aus. Okay, ja, genau. Ich würde einfach, was weiß ich hier, ich nehme einfach so einen Parkplatz. Busan, was soll ich nehmen? Nimm mal den Garten, das ist gut. Eigentlich sollte man den Garten nehmen. Ich nehme den Garten. Ja.
So, dann kommen diese Dinger schnell weg. Ist echt nicht perfekt, aber das heißt, einen weißen Patienten in den Wartebereich. Das Spiel kommt höchstens mit einer OP-Schwester, die am Spiel neu die ganze Zeit fühlen, dass das halt fähig in der Kompetenz ist. So. Jetzt sind wir auch schon fast fertig, aber wir müssen ja nochmal gucken, wo wir diese Plättchen hier hinlegen. Die passen da gar nicht rein. Und darum wieder die Frage, dieses Bonusplättchen, musst du das jetzt gerade platzieren, was du bekommen hast, diesen Park oder diesen Parkplatz hier? Mhm. Weil wenn ja, ist es ja total kurios, dass wir gleich zufällig bestimmen, wie wir diese Orte hier hinlegen, nach so einem Schema. Mhm. Wenn ich das jetzt machen muss, dann ist es erstmal vielleicht dämlich. Also der Parkplatz ist egal, wo er ist, aber den Park, den musst du irgendwo anlegen, dass er was bringt. Im schlimmsten Fall legst du das aber dahin, wo dir das Schema sagt, dass du da jetzt diese Teile hinpacken sollst. Okay. Ja? Ich gehe also davon aus, dass wir ihn einfach später platzieren. Ja? Man weiß es nicht. So, jetzt nehmen wir von jeder Farbe hier einen Würfel. Das ist schon mit der weißen Corona 2020. Nee, ich glaube nicht, oder? Nee, ist nicht drin. Das war der Kickstarter gerade. Ja. So, wir würfeln jetzt mal eine Aufstellungsvariante aus. Weiß. So, dann darfst du das bitte einmal so aufbauen, wie es hier steht. Das heißt, die Psychiatrie kommt dahin. Na, so passt das so, ja. Ne, genau. Dann kommt das hier hin, das hier hin. Genau, und der Eingang da unten. Hier hin. Das kannst du drehen, also andersrum. Genau, dann passt das. Warum ist denn da ein Ball gegen hier? Genau. Ah. So, ich mach das gleich auch nochmal. Mhm. Und? Weiß. Gelb. Okay. Und den Garten, der passt ja denn woran? Doch, der würde ja hier zum Beispiel hin. Und der ist ja als Feld belegt. Ja, genau. Absolut. Vielleicht will ich auch einen Innenhof haben. Dann ist das Feld belegt. Ich erkläre dir auch vielleicht vorher das Spiel, bevor du den Garten platzierst, weil der Garten bringt nur was, wenn er neben dem Behandlungszimmer ist. Das letzte Mal war das S-Ding, oder? Das ist da, nee, das ist der Lager. Das Lager. Wo ist denn ein S dran? Ein S für Storage. Und T-Treatment. Ja, ah. Natürlich. Verstehe. So, das habe ich hier so und das. Ich bin hier wirklich gerade gespannt, ob das Spiel taugt. Also ich stelle mich nicht so an, wenn das nicht dem Days of Wonder Regelniveau entspricht. Hallo Zero E73. Boah, das ist ein albernes Spiel. Die erste Auflage vom Spiel hat der selber ausgeschnitten, eingetütet, in weißen Karton gepackt und selber einen Aufkleber draufklatscht, auf dem Klinik steht. So, dann müssen wir das Board noch kurz vorbereiten. Also auf die Universität, das ist der Bereich hier, da kommen unsere Ärzte hin. Mhm. Da ziehen wir jetzt mal kurz drei Ärzte, genau. Vollständigkeit ändert, wenn ich nichts mit Kleinflaggen Handarbeit zu tun, das stimmt tatsächlich. So, so und so, die werden nach der Farbskala hier oben einmal bitte sortiert. Oh, das ist genau meins. Das heißt, die voll ausgebildeten werden also am teuersten, genau. Lustig, sind die gleichfarbig? Ja. Lustig, dass wir noch keinen weißen genommen haben. Ja. Aber wir hatten weiße Ärzte hier reingefangen. Ja, oder? Ja, 18 Stück. Nee, das waren die Patienten. Ach so. Ich glaube, die hast du. Nee, die haben wir hier. Genau, und jetzt packen wir die Pflegeschule, haben wir schon aufgebaut. Jetzt kommen hier noch auf die Warteliste, kommen noch Patienten. Also zieht pro verfügbaren Standort einen Patienten. Und da, oh Gott, da ist gleich ein ganz, ganz schlimmer. Ein roter. Ein roter. Ja, das aber der bringt am meisten Geld? Ja, der bringt richtig Kohle. Also nimmt den gleich. Ja, das wird interessant. Okay, dann fange ich mit der Ringe mal an. Der stirbt aber auch schnell. Von einer mittelmäßigen Anleitung war beim Kickstarter für den Film Mio nicht die Rede. Ja, das stimmt. Wir sind abwechselnd dran. Ja. Und zwar, jeder hat drei Aktionen. In den sechs Runden. In den sechs Runden, das genau. Das ist Zügel, ja. Runden. Genau, richtig. Wenn wir dran sind... Eckig. Genau. Können wir andersrum machen. Das ist schon mal... Ja, stimmt. Wenn wir dran sind, machen wir Folgendes gleichzeitig. Wir nehmen uns geheim eins von unserem Plättchen. Ja. Das sind drei verschiedene Aktionsmöglichkeiten, die wir machen können. Die eine ist bauen, das ist dieser Bereich hier. Mhm. Ja, und zwar zwei Gebäudeteile bauen. Mhm. Dieses Plättchen hast du zweimal. Mhm. Dann gibt es die Aktion anheuern, damit kriegst du Ärzte oder Pflegepersonal und oder, weil du darfst immer einen Arzt nehmen und einen hiervon. Mhm. Das haben wir zweimal, das ist mit dem Handshake. Und dann haben wir zweimal das mit dem, wir bitten Patienten zu unserer Tür rein. Die Aufnahme. Ne? In die Aufnahme, genau. So, das heißt, wir fangen an und machen das geheim. Nimm eins oder drei? Eins oder drei? Eins nimmst du, ne, quasi, legst es dann einfach so vor dich hin, dann wird es aufgedeckt und dann handeln wir das in der Reihenfolge hier ab. Das heißt, wenn du bauen gelegt hast, fangen wir mit deinem an und dann kommt, ne, und dann das, so. Erster Schritt, dann legen wir diese Plättchen, wenn wir sie gemacht haben, hier unten drunter an die 1.
Dann kommt hier eine Reihe neuer Patienten hin, ne, in die nächste Reihe und der geht ein weiter. Jetzt sind wir wieder dran, jetzt machen wir das wieder geheim. Ne, so, legen wir da eins hin. Neue Patienten denken wir einfach am Anfang auf. Neue Patienten denken wir immer auch mal. Denken wir immer hier zwischen den Schritten. Okay. Ne? Also wir beide spielen einen Teil und dann wird das weitergemacht genau. Mit neuen Patienten. Okay, ja, genau. Okay. Und so hat quasi jeder die Möglichkeit, drei Aktionen zu spielen. Es kommen pro Runde kommen dreimal Patienten jeweils dazu. Wenn voll ist, dann voll. Da du jedes Teil nur zweimal hast, kannst du jede Aktion maximal zweimal machen. Okay. Was sind die Aktionen? Die Bauaktion ist schon mal einer der Kernbestandteile des Spiels. Du wählst aus zwischen einfach allen Sachen, die es gibt, die hier liegen und irgendwie aus Pappe sind. Und davon darfst du zwei Sachen bauen. Ja, und ich erzähle dir jetzt quasi, was kann und wie man es anlegen darf. Wir fangen erstmal mit den Bauregeln an. Erste Bauregel, du darfst nicht zwei gleiche Teile nebeneinander haben. Okay. Ja, keine doppelten Geschichten. Zweite Bauregel, wenn du ein höheres Stockwerk bauen möchtest, dann darfst du das nur, wenn da drunter bereits ein Raum liegt. Okay, die sind also wirklich auch übereinander. Genau, die sind übereinander. Und zwar heißt es dann auch wirklich hier... Da könnte ich bauen, aber den Garten nicht. Also du könntest quasi hier, du müsstest erstmal hier anfangen, ja, genau. Dann müsstest du quasi hier, wäre das erste Teil, und jetzt könntest du quasi hier eins hinlegen und hier eins hinlegen. Mhm. Genau. Über den Garten darfst du nur weitere Gartenteile drüberlegen. Okay. Ne? Und Gärten gelten genau... Balkon dann. Genau, ja, das ist aber der Baum, der hochwächst. Ja. Ne? Gärten kann man nur im Erdgeschoss bauen. Parkplätze kann man nur im Erdgeschoss bauen, Eingänge kann man nur im Erdgeschoss bauen, Hubschrauber-Landeplätze kann man nur oben drauf bauen, aber es muss quasi nicht das Höchste sein. Also es muss das Höchste bei dem Raum sein, aber es muss nicht das musst nicht in der 3 rein, die 3 reinbauen. Ja. So, diese Regel. Dann kannst du unterschiedliche Gebäude bauen. Du baust quasi einen Campus. Sobald du dir überlegt hast, dass du ein Gebäude baust, sagen wir jetzt, ne, das wird jetzt hier ein Gebäude. So, dann sind das jetzt zwei unterschiedliche Gebäude. Dann darfst du jetzt nicht mehr diese beiden Gebäude verbinden miteinander. Okay. Ja, also es wäre nicht erlaubt, jetzt einfach im Nachhinein das hier hinzusetzen. Macht das einfach irgendwelchen Sinn, das zu tun? Thematisch überhaupt nicht. Und inhaltlich? Ja. Ja, würde es dir dann geben, weil die Leute können dann zwischen den beiden Gebäudenteilen hin und her wechseln. Sonst brauchst du dieses Transportsystem oder sie müssen außenrum wieder gehen. Okay. Ne? Aber dazu kommen wir gleich. Also erste Regel... keine zwei gleich nebeneinander. Zweite Regel, aufeinander aufbauen, nur wo Räume sind. Dritte Regel, zwei Gebäude darf man im Nachhinein nicht mehr miteinander verbinden. Vierte Regel, du legst bei jedem Gebäude in jeder Stationsebene, legst du fest, was für eine Station sich dort befindet. Also hier ist es die Psychiatrie. Und das heißt, du kannst nicht in diesem gleichen Gebäude, in dieses gleiche Gebäude, in dieselbe Ebene noch die Kardiologie reinbauen. Weil? Weil das einfach das hier die Psychiatrie ist. Achso. Ne, das ist Gebäude, eine Ebene, nur ein Teil. Du dürftest ein neues Gebäude machen mit der Kardiologie oder im neuen Stockwerk die Kardiologie öffnen. Aber ich könnte da noch eine Psychiatrie hinbauen. Nee, wenn du sie. Ah, eine Psychiatrie. Eine Psychiatrie darfst du noch hinbauen. Ja, genau. Aber da nicht, weil. Genau, dürftest du hinbauen. Genau, ergibt aber keinen Sinn, man braucht es nicht zu machen, weil das einfach wirklich nur klassifiziert, was deine Ebene ist. Ansonsten hat das keinen anderen Vorteil. Okay. Ne? Man würde es einfach nicht machen. Okay. Das ist einfach nur die Benennung. Warum will ich so viele Gebäude? Viele, also will ich gar nicht. Davon willst du quasi, die willst du immer nur einmal haben pro Segment. Ne? Ich möchte wahrscheinlich von jedem nur eins haben oder ein Unterschied. Das nicht ganz, genau, dazu kommen wir jetzt gleich. Kommen wir zu den Dingen als erstes hier. Die kannst du eigentlich überall hinbauen, überall wie du möchtest, außer quasi natürlich, wo schon ein anderer ist, haben wir gerade erzählt. Ne? So, diese Teile. Dann haben wir die Behandlungsräume. Die Behandlungsräume müssen neben so einem Teil sein, damit sie funktionieren, also neben einer Aufnahme und neben einem Lager, damit sie funktionieren. Okay. Ne? Ansonsten funktioniert das Ding, der Raum einfach nicht. Kannst du nicht in Betrieb nehmen. Wo das Lager aber ist, letztendlich, das ist vollkommen egal. Also die Station muss auf derselben Ebene natürlich sein, die gilt immer nur in der Ebene. Aber das Lager könnte, so wie hier, jetzt daneben sein. Es könnte aber auch, du könntest auch das Lager von unter dir nutzen, wenn du jetzt also zum Beispiel so bauen würdest. Oder das Lager von über dir. Also 3D. Ne, genau, also wenn ich jetzt hier im Erdgeschoss letztendlich ein Behandlungszimmer habe, dann könnte direkt da drüber... Das wäre ja dann hier, könnte das Lager sein, darauf könnte ich zugreifen. Das ist übrigens auch mit diesem, dass man sie nicht aneinander zwei gleiche Teile legen darf, ist auch in die... Aber da hast du jetzt nichts drunter, oder? Moment, so muss es sein. Ja. Genau, schön. Genau, da kann man schon ein bisschen nach hinten kommen. Wenn du so ein Gebäude baust, bekommst du immer gleich... Kommen wir dann zum YouTube-Stream. Brettspielblog. youtube.de/Brettspielblog. Wenn du so ein Gebäude baust, bekommst du gleich ein Lager kostenlos dazu.
sieht man hier, wenn du einen Behandlungsraum bekommst, mhm. bekommt es sofort ein Lager dazu. Mhm. Ja. Gut. Okay. Das Lager ist nur dafür da, dass der versorgt ist letztendlich. Der ist dafür da, um die Station zu deklarieren. Hier wird drin behandelt, dass eigentlich der das ist aber ein allgemeines Lager. Das ist kein das ist ein allgemeines Lager. Genau. Also wenn ich darüber eine Kardiologie baue, dann versorgt das auch beides. Absolut. Genau, das funktioniert. Okay. Das ist kein Problem. So, dann gibt es Spezialräume, mhm. von denen du immer nur ein maximal pro Runde bauen darfst. Mhm. Und es gibt auch jeden Raum hier nur einmal. Mhm. Ne, wenn weg, dann weg. Fürs ganze Spiel oder für die fürs, Runde? Fürs ganze Spiel. Achso. Also wenn du ihn genommen hast, dann ist er weg. Okay. Ne? Generell gilt, dass diese Dinger ja verdeckt sind hier. Und diese sind verdeckt, genau. Und wenn der jetzt gebaut ist, dann ist er für die Runde, kann man den nicht mehr weiterbauen. Okay. Ne? Und bei anderen müssen wir gleich nochmal nachgucken, ob es da auch so ist. Mhm. Ne? Also nur einer von uns kann eine Kalorie pro Runde bauen. Genau. Richtig. Okay. Ne? Das ist aber auch in Ordnung so. Das Lager muss man aber nicht nehmen. Ah, muss man nicht. Nee, das Lager muss man nicht nehmen. Das kann man nehmen. Dementsprechend auch in Klammern. Mhm. Genau. So, das ist diese Raumsache erstmal hier. Mit den Teilen. Was kosten die das Sachen? Das hier sagt einfach nur, dass ich das Gleiche nicht oben drüber genau. nicht gleich nebeneinander genau. darf. Ja, mhm. genau. Ja. Das sagt, ich muss es ganz so übereinander verbauen. Mhm. Das genau. sagt irgendwas, was du mir gleich noch erklären willst. Mhm. Das sagt, nur einmal pro Runde darf man genau. das überhaupt bauen. Genau. Das sind Siegpunkte? Nee, das ist das Symbol für dieses Teil hier. Ich weiß auch nicht ganz genau, was das hier manchmal alles bedeuten okay. soll. Ne? Ich finde es nicht sehr eingängig. Mhm. Aber... Okay, dann das hier, das sind die sonstigen Sachen? Das sind die sonstigen Sachen, genau. Und die erkläre ich dir gleich inhaltlich, wenn wir weiter sind im Spiel. Mhm. Weil das ergibt dann mal Sinn. Wir kommen erstmal zu den anderen Sachen. Erstmal zu den Kosten. Denn das kostet auch mal, wenn du was kaufst. Mhm. Die Kosten sind je Stockwerk immer hier abgedruckt. Das heißt, im Erdgeschoss kostet dich alles 2 Dollar, bis auf das Lager, das kostet dich nichts. Mhm. Im ersten Stock ne, ist es unterschiedlich. Da kostet dich das Lager 1 Dollar, alles normal 3 Dollar und das Transportsystem 2 Dollar. Ganz schön teuer. Ne, und das geht halt so weit und es wird immer teurer. Genau. Was machen die anderen Sachen, die man bauen kann? Also du, am Anfang haben wir jetzt schon einen Eingang, aber später musst du halt Eingänge kaufen, wie bei Hotel. Mhm. Ne? Und du siehst es, du kannst die Eingänge quasi an allen drei Seiten bauen, nur nicht im Norden. Mhm. Das sind wegen Bauvorschriften, ist das so. Verstehe. Haben wir unterzeichnet, steht im Vertrag drin. Ja, gut, dann ist es so. Das, ist das so. Reicht für mich tatsächlich als Erklärung. Absolut. Und ein Gebäude kann halt über jeden Eingang betreten werden mhm. und von oben auch über den Heliport. Die kommen dann mit dem Privat. Die kommen dann mit dem Heliport an. Und genau. Die haben sogar noch jemanden, der ihnen das Auto vorbeibringt. Dazu erzähle ich gleich was. Okay. Ja, falls man aber du kannst quasi. Wir sind die Deluxe-Klinik tatsächlich. Absolut. Ich glaube, das ist die Deluxe-Klinik eigentlich. Genau. Ja, Heliport. Dann haben wir Parkplätze, Autos, erzähle ich gleich ein bisschen was zu, aber Autos kannst du überall bei dir hinbauen, wo so eine kleine Parkbucht ist. Wir sind übrigens gleich beim Chat, ich höre kurz die Regeln zu und dann kümmern wir uns wieder um euch. Also, absolut. Wir haben euch im Blick, aber... wenn du, Parkbucht wenn du ein Auto kommst, siehst du diese ganzen Parkbuchten, mhm. einen Raum baut so eine Parkbucht zu. Du siehst das ja, der Raum nimmt so eine Parkbucht quasi, macht da die Hälfte von kaputt. Das heißt, wo dann nur so eine Hälfte ist, da darfst du jetzt kein Auto mehr reinparken, zum Beispiel hier vorne. Ah, okay. Aber eine Parkanlage, die ist ja kleiner, die mhm. macht das nicht kaputt. Oh. Da darfst du zum Beispiel drumherum parken. Mhm. Und dann kann man zusätzlich noch Parkplätze bauen, die baut man in die Mitte einfach rein. Da mhm. dürfen dann 2 Autos oder wenn man die erweitert, also nochmal baut quasi, kann man sie umdrehen, dann können da 3 Autos drauf. Oh. Also plus nochmal die Felder drumherum, sind da schon richtig viele Parkplätze. Mhm. Gehen aber auch nur ins Erdgeschoss. Sure. Ja. So, dafür ist das da. Hiermit betritt man die Klinik. Betritt man die Klinik, braucht man zum Abstellen der Autos Parkanlagen hier. Wir kriegen nachher Geld für mhm. Behandlungen. Mhm. Wenn wir einen Park haben neben einem Behandlungszimmer, dann kriegen wir pro Parkanlage, pro Behandlung 2 Geld mehr. Mhm. Das steht hier vorne, erzähle ich gleich nochmal. Mhm. Ja, dafür sind diese Parkanlagen da. Kosten auch Geld. Genau. Die Parkanlagen sind keine Räume, genauso wie die Parkplätze keine Räume sind. Mhm. Das heißt, du kannst nicht darüber bauen, mhm. außer Parkanlagen. Mhm. Und du kannst auch sie zwischen 2 verschiedene Gebäude bauen. Sie zählen dann quasi nicht, dass das Gebäude ist dann nicht verbunden. Okay. Ja, also das würde erlaubt sein. Das ist die Bauaktion schon. Okay. Ziemlich simpel, ne? Und einen Parkplatz bezahle ich einfach mit... Ganz normal Geld. Da, zwei, kostet einfach alles 2 Geld. Genau. Baue ich dahin. Gut. Genau, du wirst mich fragen, aber was sind diese Röhren hier unten? Das sind die Transportsysteme. Das sind die Transportsysteme. Genau, genau richtig. Denn normalerweise... Wie fliegen Leute durch Röhren? Genau, richtig. Wir bewegen uns normalerweise immer Feld für Feld. Mhm. Ja, und das ist natürlich sehr aufwendig. Haben wir Patienten? Das sind die Patienten, genau. Oder wir können Röhren
Röhrensysteme bauen. Das erste Röhrensystem, was du kaufst, das gibt dir zwei. Ne? Und dann baust du die irgendwo in eine Linie. Also da muss noch ein Gebäudeteil sein. Ne? Also wenn es hier sowas wäre, so ein Gebäudeteil, irgendwo in eine Linie und dann die nächste Röhre kostet wieder $2. Die musst du jetzt irgendwo in einer Linie zu einem bereits existierenden Röhrensystem bauen. Ne? Du darfst auch kein zweites Röhrensystem anfangen. Die Röhrensysteme dürfen auch nach oben gehen. Okay. Aber es müssen immer in geraden Linien quasi müssen die Dinge funktionieren. Das würde ich könnte auch von da hier ganz nach oben, wenn ich da genau, schon ja, gebaut habe. Genau, das wäre auch funktioniert. Aber auch dann immer, also auch in neuen Gebäuden darf ich, das ist auch gebäudeübergreifend. Das kann auch gebäudeübergreifend sein, natürlich, genau. Okay. Du darfst insgesamt nur ein Transportsystem haben. Das ist quasi einfach eine Abkürzung, das ist quasi benachbart jetzt für die Patienten. Tatsächlich kostet das null Bewegung dazwischen. Das ist ein Feld quasi. Das ist noch nicht mal ein Feld. Also genau, das ist ein Feld. Also wenn ich ein Tier aufziehe, kann ich mir aussuchen, ob er hier oder hier ist. Genau. Das ist wie Schrödingers Katze. Absolut. Ja. Okay, cool. Man weiß nicht, ist er jetzt gerade in der... Wo auch immer er ist, genau. Kiste ist zu. Okay. Dafür ist das Transportsystem. Transportsysteme sind wichtig. Dieses Röhrensystem, ja. Merken. Gut. Gibt es auch eine Covid-19-Erweiterung? Die Antwort lautet ja. Aber noch nicht bei uns. Noch nicht bei uns, aber gibt es. Was ich auch ganz gut finde, weil... könnte manche Leute auch so ein bisschen auf den Schlips treten, die vielleicht gerade irgendwo im Krankenhaus liegen. Ne? Verständlicherweise. Also wir sind genervt, aber manche sind ja wirklich betroffen. Manche sind betroffen, es gibt ja 200.000 Betroffene gerade eben, also daher. Ne? Die würden froh sein, wenn die so genervt sein könnten, nur wie wir. Zweite Aktionsgeschichte, die du machen kannst. Das ist Leute anheuern. Genau, Leute anheuern. Inklusive Autos. So, und zwar bezahlst du einfach das, was drunter steht immer und nimmst dir diese Leute und stellst sie erstmal auf deine Eingänge drauf und bewegen tun sie sich dann später. Die Ärzte. Genau, die Ärzte. Genauso wie alle anderen. Du darfst dir einen Arzt nehmen und oder, wenn du möchtest, einen hiervon nehmen. Was bringen die? Die Ärzte brauchst du einfach zum Behandeln deiner Patienten und zwar immer zur entsprechenden Farbe. Ein weißer Arzt ist der Anfängerarzt, der steht hier noch gerade nicht. Der kann nur schnupfen. Der kann nur Schnupfen behandeln, genau. Und der rote Arzt, der steht hier auch noch nicht, das ist der Top-Mediziner. Der kann kurz vor Tod heilen, genau. Sollte es sein, dass da ein Arzt ist, der mit einem anderen farbigen Patienten aber zu tun hat, dann ist der vollkommen überfordert, egal ob nach oben oder nach unten. Okay. Das heißt, der rote Arzt kann keinen weißen Patienten einfach so behandeln. Er möchte halt sofort die Gehirn-OP vornehmen, aber der Mann hat nur Schnupfen. Und das macht er nicht, weil das ist einfach unter seinem Niveau. Nee, das kann er einfach nicht. Das kann er nicht, ne? Das kriegt er nicht hin. Dafür gibt es dann die Assistenten, die Pfleger. Ah, die kann er nicht sagen. Pro Stufe, die du benötigst, brauchst du einen Pfleger. Also wenn du drei also, für den weißen beim roten. Genau, wenn du also quasi, ne, es ist ja die Rot ist ganz schlimm, dann Orange, dann gelb, dann weiß. Wenn du es einen orangen Arzt hast und hast einen roten Patienten, brauchst du einen Pfleger. Und der muss mit demselben Raum sein. Ja, was wir bestätigen können, dass das sehr realistisch ist. Das ist auf jeden Fall realistisch, genau. Wir müssen nur noch kategorisieren, welche Farbe Marcel hat. Ja. Im Ernst? Also, ja. Aber ich glaube, Marcel ist schon mindestens grün. Grün? Das waren die Zombies. Also nee, hier, die Pfleger, ja. Da, ist das nicht auch grün? Das ist orange. Ah, orange. Mindestens orange. Ich sehe schon interessante Farbspiele bei dir. So, dafür sind die Pfleger werden immer teurer mit der Zeit übrigens. Ne? Ich glaube, die hängen nur dunkelgrün sind. Die haben alle gleiche Farbe. Oh Gott. Hier unten haben wir das technische Personal. Ja, das technische Personal. Farbton, also egal, wie sie anders aus. Genau, richtig. Die bringen dir nur Folgendes. Das technische Personal bringst du in deine Lagerräume rein. Ja. Nur da dürfen sie sein. Ja. Und die bringen dir dann nachher, dass du $3 pro technisches Personal weniger an Kosten bezahlen musst am Ende der Abrechnung. So wie es hier irgendwo stehen wird. Ja, das steht hier. Nee, Moment, es steht da. Nee, steht, wo ist es denn? Hier ist es irgendwo. Da, -$3. Irgendwo haben sie es gefunden. Ja, super. Genau. Okay, ja. Das ist ja gut. Also das ist 40 zum Aufbauen, aber so steht ja alles auf dem Feld. Ja, steht auch genau. 4 auf dem Feld. Alle Leute, die kommen in deine Klinik, bringen ein Auto mit. Und in dem Moment, wenn sie quasi ankommen, müssen ihre Autos geparkt werden irgendwo. Gut, das Parkplatzproblem ist ja auch realistisch. Ne? Wenn es keine Plätze für Autos mehr gibt, kannst du sie nicht mehr einstellen. Kann ich auch Busstationen bauen? Leider nicht. Das wäre eine geile Erweiterung. Gibt es noch nicht. Wird sicher kommen, wenn er dieses Video guckt. Wenn du Please das, make a bus expansion. Das wäre geil. Das muss ich auch mal anfragen. Bus. Wenn du die Leute dann platziert hast, dann ist das schon mal super, dann stehen sie da schon mal, alle rum. Aber aktuell können wir auch nirgendwo mehr parken, weil, oder sind das auch... Doch, das ist auch alles parken. Parkbuchten. Und da auch schon? Parkbuchten. Auch überall, es können überall parken. Wenn da ein Auto steht, kann ich dann aber kein Gebäude drüber bauen. Das ist richtig, genau. Okay. Ne? Genau. Und hier oben ist nichts Parkbuch, weil da sieht man auch keine. Genau. Ne? Wir sind ja nicht in Zukunft. Genau. Beziehungsweise, es wäre natürlich auch geil, wenn du so Parkhäuser bauen könntest. Die im ersten Stock werden und sowas, aber das geht alles nicht. Genau, das ist schon mal eine Problematik, wenn du irgendwo deine Autos hingestellt hast letztlich und möchtest da aber dann weiterbauen, dann geht das nicht. Mhm. Ja? Dann kommt man in der Spieloffensive, da wird es wahrscheinlich gehen, weil das ist über die Spiele entstanden. Wenn du
Wenn du einen Parkplatz irgendwo baust, dann darfst du in dem Moment, wo du ihn hinbaust, darfst du Autos umparken. Auf dem Parkplatz drauf. Patientengeschichte. Wenn du also, das hier machst. Hier immer da, das ist nur die Erinnerung, dass ich ein Auto bekomme. Genau. Hier kaufen, teuer, das ist Zufall, da können jetzt rote sein, die im Viertel. Es kann auch sein, dass da nur rote sind und oder wir dann roten für 0 kaufen oder für 3 kaufen oder für 1 kaufen können. Das heißt, man darf das nur einfach Runde machen? Das heißt Runde 1, Runde 2, Runde 3, Runde 4, Runde 5. Und diese Geschichte heißt, dieses weil Zeichen ist ja das gleiche wie hier. Das ist und das ist ja hier auch. Ja, das ist wahrscheinlich, das ist ja das Rundensymbol, oder? Es ist Spielrunde. Es heißt Spielrunde. Ja, also, genau. Das vielleicht mal einmal nur pro. Jede Runde wieder aufmachen. Also pro Runde werden quasi die weggenommen hier in der ersten Runde. Ah, okay. Ja. Wahrscheinlich dürfen wir, wir dürfen wahrscheinlich in der ersten Runde nur die kaufen hier. Das könnte Sinn ergeben. Das heißt, wenn man kann drei Ärzte, wir können insgesamt drei Ärzte kaufen, aber wenn wir insgesamt wir können ja vier Ärzte kaufen. Potenziell. Ja, aber wir könnten ja, wir machen ja das ja, alleine. Ja, genau, ne? Richtig. Aber das heißt, wenn wir es beide in der Arztaktion gemacht haben, und dann nehmen wir beide nochmal so eine Arztkaufaktion, dann kann der zweite Spieler es nicht machen und kriegt was dafür? Nichts. Der hat einfach Pech. Ne, der hat einfach Pech. Das musst du einfach. Wie wechselt der Startspieler? Je nachdem, wie die Siegpunkte sind. Ich bin immer Startspieler. Das gucke ich gleich nochmal nach, ne, die Geschichte. Aber letztendlich ist das auch unerheblich, weil du wirst da nicht so häufig drauf gehen und dir so viel von diesem Pflegefall. Ja, aber es ist ja, könnte ja sein. Es ist ja nicht interessant. Okay, wir kommen zu den Leuten hier. Also, wenn du dir Patienten reinholen möchtest, dann brauchst du dafür Wartepunkte. Wartepunkte hast du einen Wartepunkt. Ich dachte, die generieren die Patienten, während sie da sind. dass sie brauchen. Die warten ja schon hier auf der Liste. Das ist hier die, ne, das ist ja quasi. Ja, warten Sie, da habe ich noch einen Termin im. Du kriegst einen Wartepunkt generell plus einen Wartepunkt pro Eingang oder Heliport, den du hast. Also ich gerade einen Wartepunkt. Plus einen generell, den du hast. Also ich zwei Wartepunkte. So. Hier. Da. Genau. Pro Wartepunkt kannst du. Ja, darum ist es alles. Das ist das Problem. Es ist leider alles hier abgebildet. Pro Wartepunkt kannst du Folgendes machen. Du kannst die Sachen so miteinander tauschen. Ja? Ist die in der Station, wo man sie hat? Oder du kannst Sachen einfach so schieben. Wenn du nicht tauschen musst, weil da nichts ist, kannst du sie auch nur verschieben. Also tausch quasi mit leer. Oder du könntest auch so schieben. Das ist auch möglich. Oder du nimmst dir einfach diesen Würfel und legst ihn in den entsprechenden Aufnahmebereich bei dir. Aha. Ja, du hast alle Aufnahmebereiche hier. Sortiert oder auch wieder nach Farbe? Zufällig. Und diese hier, die werden zufällig verteilt. Okay. So wie sie ankommen. Und es ist so, dass du hier die Wartebereiche hast. In diesem Wartebereich ist immer nur Platz für vier Leute. Gut, also die kommen dann hier rüber. Klar, das klingt gerade alles total logisch und gut und einfach. Ich bin nur froh, dass ich die Regeln dafür nicht lesen muss, weil das alles sind bestimmt schon 15 Seiten Regeln. Ungefähr so, ja. So, wenn das jetzt alles abgeschlossen ist, dann bewegen sich die Leute. Ja. Und zwar heißt das Ganze einfach dann bewegen. Ne? Nach der dritten Aktion. Das ist dann, weil hier der Pfeil genau da geht, genau, ist, richtig. Also das Spielfeld ist echt übersichtlich. Ist alles drauf, es ist alles drauf. Also jetzt bewegen sich die Leute. Und zwar bewegen sie, sie fangen quasi an, entweder von hier aus loszugehen oder von hier aus loszugehen. Der erste Schritt in die Klinik, das ist dein erster Bewegungspunkt, der es kostet. Okay. Also nicht hier, um sie hinzustellen, das kostet nichts, sondern der erste Schritt in die Klinik, das ist immer der erste Bewegungspunkt. Ich kann auch beim Lager reingehen. Und dann gibst du, du könntest auch einen Eingang beim Lager machen. Das ist vollkommen egal. Oder über den Heliport, ist vollkommen egal, ne? Also auf den Heliport oder auf den, oder vom Heliport in die Klinik oder vom Eingang in die Klinik. Das ist der erste Schritt. Und ab da musst du für jeden Raum, den du betrittst, musst du quasi einen Zeitmarker dir merken oder ihn gleich wieder hier oben einfach eintragen. Ne, sagen wir mal, wir haben jetzt also hier einen Arzt, der startet hier, und wir haben einen Patienten, der startet hier. Dann bewege ich den Arzt jetzt hier 1, 2 und den Patienten 1, 2. Dann sind also vier und Zeitmarker, und dann würde ich hier oben hier auf die 4 gehen, was mein Zeitkontingent angeht. Okay. Dieses Zeitkontingent letztendlich hat folgenden Punkt. Ganz am Ende des Spiels, wenn das Spiel zu Ende ist, gucken wir, wie weit du gekommen bist. Ne, sagen wir, du bist hier bei der 25, bist also über die 8 rüber, dann werden dir 8 Siegpunkte am Ende abgezogen. Okay, das ist nicht progressiv, das ist einfach immer gleich. Ne? Genau, ist immer gleich, genau. Ja. So, das war's schon alles. Du wägst alle Leute. Du musst sie nicht wägen, du kannst auch hier welche warten lassen. Aber das gibt keinen Vorteil dafür. Ne, außer, dass du ein paar Zeitmarker dafür nicht ausgeben musst. Jetzt sind wir durch mit allen Aktionen. Das war quasi Phase, na, das sind ja hier nochmal, also du hast drei Aktionen, das ist Phase 1 quasi. Jetzt kommen wir zu Phase 2, Finanzen. Und das ist das Schöne bei dem Spiel, wir haben ja die Patienten bei uns jetzt drin, wir haben die Ärzte jetzt,
Und jetzt erwartet man so etwas wie Behandlung oder Heilung oder so etwas. Ja. Nein, die Phase gibt es nicht. Es gibt jetzt die Phase Finanzen und die Phase Verwaltung. Und dann ist der Drops gelutscht. Das ist ja nicht echt. Denn in der Phase Finanzen machst du Folgendes. Du guckst jetzt, ob in den Behandlungsräumen der Arzt mit der richtigen Farbe beim richtigen Patienten ist. Mhm. Ja? Oder, wenn er nicht die richtige Farbe hat, ob er genug Pfleger da hat. Mhm. Und wenn das so ist, dann nimmst du den Patienten einfach, nimmst ihn weg, legst ihn zur Seite. Das Auto stellst du hier wieder auf den Parkplatz drauf. Der ist mit irgendeinem Auto nämlich weggefahren. Entweder seinem eigenen oder dem vom Chefarzt. Das weiß ich nicht so genau. Ne? Ist egal. Und dann kriegst du das Geld für den. Für einen weißen Würfel 8, für einen gelben 12, für einen orangen 20, für einen roten 32. Und wenn da noch ein Park neben dem Behandlungsraum ist, kriegst du pro Park noch 2 Dollar mehr. Okay. Und das war's. Die Assistenzärzte, da muss ich auch mitschritten. Ja, ja, die müssen sich alle ganz normal bewegen. Mhm. Und das war's dann schon. Und so guckst du, dass du möglichst alle Patienten hiervon dann wegkriegst. Es gibt noch einen Spezialraum. Und zwar ist das die Ambulanz. Das wird hier erklärt. Bei der Ambulanz, da ist es vollkommen egal. Moment, das ist gar nicht die Ambulanz. Hier ist die Ambulanz. Bei der Ambulanz, nee, das ist auch nicht die Ambulanz. Die Ambulanz habe ich noch gar nicht hingelegt, finde ich gerade. Okay. Bei der Ambulanz ist es vollkommen egal, welcher Patient da drin und ist und welcher Arzt da drin ist. Die bringt einfach immer 3 Dollar. Okay. Immer 6 Dollar, Entschuldigung. Ambulanz, das ist da. 6 Dollar. Genau. Und da kostet es auch keine Bewegung nur, rein. Leute drin sind. Da kostet es für die Patienten auch keine Bewegung rein. Okay. Also da kannst du quasi einen Arzt reinpacken und einen Patienten. Und es ist vollkommen egal, welche Farben sie haben. Es bringt dir, wird dann der Patient weggenommen, es bringt dir halt dann 6 Dollar. Mhm. Das ist die Ambulanz. Damit haben wir auch schon das erste Sonderregelgebäude erklärt. Also das ist wirklich einfach nur das, was du kriegst an Geld. Jetzt nimmst du dieses ganze Geld und hast es quasi noch in deiner Hand. Denn jetzt musst du die Kosten davon bezahlen. Und zwar kosten die Ärzte dich Geld. Mhm. Die roten sind natürlich teurer als die weißen. Die kosten natürlich auch Geld, egal ob sie wen behandelt haben. Genau. Nicht. Natürlich. Dann kostet dich das Pflegepersonal 1 Dollar und die Hilfskräfte kosten dich 1 Dollar. Mhm. Dann musst du pro Raum, den du hast, 1 Dollar bezahlen. Mhm. Ja. Und wenn du Pflegepersonal hast, nee, hier Hilfskräfte hast, quasi das technische Hilfspersonal, dann bringt dir jeder, den du nicht, jeder, den du hast, musst du 3 weniger bezahlen insgesamt. Also du ziehst nochmal 3 von der Summe ab, für jeden, den du hiervon hast, der in seinem Raum steht. Okay. Wo steht das mit dem Raum? Das ist das hier einfach. Raumgarten bringt kostet 1. Genau, Raumgarten, also ein Parkplatz kostet 1, Parkplätze kosten auch 1, ein Garten kostet 1 und das hier ist noch der OP. Der OP ist ein Spezialraum. Wenn du ihn nicht benutzt, kostet er nur 1. Wenn du ihn benutzt, kostet er 3. Und wo steht da, dass ihr Raum 1 kostet? Das müsste das hier sein. Okay. Ja. Jetzt hast du das quasi diese Summe genommen. Sagen wir, du hast irgendwie 20 Marcel Geld verdient. Marcel fragt, wo der Rohstoff Kaffee ist. Der wäre tatsächlich sehr wichtig. Der ist in der nächsten Erweiterung. Hier hast du vielleicht 20 Dollar bekommen insgesamt. Mhm. Hier hast du jetzt 10 Dollar ausgegeben. Das heißt, es bleiben dir noch 10 Dollar. Mhm. So, und von diesen 10 Dollar kannst du jetzt überlegen, pro 3 Dollar kriegst du einen Siegpunkt. Die du ausgibst. Die dann. Du sofort ausgibst, genau. Ne? Beliebtheit heißt es hier. Mhm. Oder du kannst halt alles, was du möchtest, auf Sparbuch packen. Aber dann kann ich mir keine Siegpunkte kaufen. Vom Sparbuch kannst du allerdings nie wieder Geld runternehmen, um Siegpunkte zu kaufen. Das heißt, Siegpunkte kannst du immer nur mit dem Geld dir holen, was du verdient hast. Und das ist auch schon gleich Sparbuchgeld. Und das ist hier Sparbuchgeld sofort, ja. So, das heißt, dass du das 6-mal die Möglichkeit letztendlich dir Siegpunkte zu holen. Mhm. Jetzt machen wir noch die Verwaltung. Das ist die dritte Phase. Naja, da gehen wir hier, also wir gehen hier ein weiter, wir setzen den wieder zurück. Wir entfernen alle Patienten auf Rot, die kommen wieder zurück in den Beutel. Mhm. Alles andere rutscht nach, wie es immer nachrutscht. Jetzt machen wir Folgendes. Die Ärzte, und jetzt bin ich auf Marcel gespannt, die Ärzte, die in der Klinik am Arbeiten sind oder sich in der Klinik aufgehalten sind, die sind von den Patienten so gestresst, dass sie alle ein Niveau schlechter werden. Die Ärzte, die hier an der Universität sind, die haben die Zeit genutzt und weiter studiert und werden alle ein Niveau besser. Das ist ja wie schlecht. Das ist jetzt die Frage, genau. Dann werden die Pfleger entfernt. Das ist auch praktische Erfahrung, ich besser als theoretische Erfahrung. Auf jeden das Fall, ist wirklich natürlich. Unsinn, das ist ein ganz, ganz großer Unsinn. Dann passiert dies hier, wenn du ein Labor hast, das ist der nächste Raum, da darf ein Arzt rein. Arzt mal eins, ja. Der kann nichts anderes machen, außer dass er aufgewertet wird in dieser Phase. Und zwar 2 Stufen. Okay. Ja, dafür ist das Labor da. Dann passiert Folgendes mit den Würfeln. Die Patienten, die sich noch irgendwo hier befinden, auf deinem Tableau, die verschlechtern ihren Zustand alle um einen. Und die Roten sterben. Und die Roten sterben und das kostet 5 Siegpunkte. Dann werden diese Marker... Ich weiß, wo ich meinen, welcher Marker sich nicht bewegt bei mir.
Dann werden die Marker hier wieder, die Raummarker wieder umgedreht, sodass sie zur Verfügung stehen. Und dann gucken wir nach dem Startspielerreihenfolge, stellen ihn neu ein. Startspieler ist der, der hinten am weitesten hinten liegt. Und das war's. Zwei Räume habe ich noch nicht erklärt. Also Labor, da kannst du einen Arzt aufwerten in der Verwaltungsphase und zwei Stufen. Das hier ist die Notaufnahme letztendlich. Egal was für ein Arzt, egal was für ein Patient. Der Patient muss keine Zeit bezahlen, um dort reinzukommen. Und bringt dir nur $6. Dieses hier ist, das hier ist der OP. Und der OP hat seinen eigenen Assistenten. Also hier so einen, den musst du quasi dazu packen. Und wir haben hier noch diesen Raum, da darf keiner rein. Das ist sowas wie das technische Transportsystem. Wenn du das hast, dann kannst du immer drei Zeit abziehen. Und zwar, wann machst du das? Die Triage reduziert die Gesamtzeit für Bewegungen pro Runde um 3. Ganz wichtig bei den Kosten, diese werden erstmal nur mit dem in dieser Runde verdienten Geld bezahlt. Ja, ja, genau. Alle in der Klinik, außer die in den Laboren. Genau. Ich glaube, das hatten wir. Ne? Genau, in den Kliniken, genau, die in den Laboren nicht, weil die werten ja auf. Es darf immer nur einer drin sein. Blaue Räume dürfen nicht aneinander angrenzen. Diese gelten quasi alle als blau. Ne? Da darfst du keine Angrenzen machen. Und ja, ich glaube, das war's. Das war easy. Ne? Operationssaal machen wir mal ganz kurz. Also in der Finanzphase kannst du... Was war das hier nochmal? Achso, das habe ich noch nicht erklärt. Genau, am Ende des Spiels, das kommt ja auch nochmal, kriegst du, zusätzlich zu den Siegpunkten, die du während des Spiels kriegen konntest, kriegst du für jeden Arzt, der noch in deiner Klinik ist, kriegst du die entsprechenden Siegpunkte. Für jedes Pflegepersonal 1, weißer Arzt 2 und so weiter, oder Arzt 5. Dann kriegst du für jedes Gebäude, was du gebaut hast, neben dem ersten, kriegst du 8 Siegpunkte. Wenn es mindestens auf 2 Ebenen? Nee. Einfach nur... Ja, also eigentlich steht hier... Das ist einfach Gebäude, egal wie hoch. Genau. Brauche ich da zweimal und dreimal? Weil ich zweimal 8 Punkte bekommen kann, dreimal... Gucken wir nach. Also Gebäude. Für das zweite und jedes weitere Gebäude bekommst du je 8 Punkte. Voraussetzung ist, dass man dort tatsächlich Patienten behandeln kann. Das war's. Okay. Nee, Marcel, das ist doch Unsinn. Jemand, der frisch von der Uni kommt, noch nie ein Patienten war, ist auf jeden Fall mehr wert als jemand, der in seinem Leben schon 1000 Menschen behandelt hat. Also bitte. Der ist ja schon vollkommen fertig, der mit 1000 Menschen wahrscheinlich. Als ob der also praktische Erfahrung ist auch nichts wert in der Medizin. Muss das in der Theorie wissen und wenn das erstmal jemand vor mir steht, ich blute irgendwie, muss ich mir. Genau, und Kippung. Hier kriegst du Siegpunkte dann noch für Behandlungsräume auf den Stockwerken. Hier bringt dir jeder Behandlungsraum, das sind diese Räume hier, bringt dir im ersten Stock 2 Siegpunkte. Behandlungsräume im zweiten Stock 4 Siegpunkte, Behandlungsräume im dritten Stock 6 Siegpunkte. Genau, der Ärzte auch die schönen Aussichten. Genau. Und wenn du dann noch Patienten hast, leider in deiner Klinik. Dann wahrscheinlich, ne? Das wäre wahrscheinlich so. Wenn du noch Patienten hast, dann bring dir die Minuspunkte. Oh. Ne? Gut, das klingt jetzt nicht so komplex, wie ich erwartet habe. Nein, überhaupt gar nicht. Also, genau. Ich hatte trotzdem eine Stunde geklärt, auch nicht, aber. Außer, dass man gleich sagt, so, was? So, ich gucke nochmal ganz kurz zum Anheuer. Das war noch die eine Frage. Was soll ich tun? Also, wie war das mit dem Anheuern, mit dem Assistenten Personal einstellen? So, zahle die Einstellungskosten, nimm den oder die Mitarbeiter von vorn auf dem Spielplan. Einen Arzt einstellen und oder entweder eine Pflegekraft oder eine Hilfskraft. Die Einstellungskosten für Pflegekräfte entstehen oberhalb der Figur. Sie sind umso höher, je mehr Pflegekräfte schon eingestellt wurden. Du kannst nur Pflegekräfte aus der Spalte einstellen, die der aktuellen Spielrunde entsprechen. Okay, also wir dürfen in der ersten Runde nur die einstellen, dann werden sie weggenommen, in der zweiten Runde nur die. Dann werden sie weggenommen. Genau. Gut. Fertig. So, hiermit kann ich bauen, hiermit kann ich anheuern, hiermit kann ich bauen, hiermit kann ich Patienten holen. Die warten dann aber erstmal. Ja, genau. Patienten warten hier. Gebe ich hier erst aus. Genau. Immer nachdem man sowas macht? Nee, ganz am Ende. Darum ist der Fall quasi hier ganz am Ende. Okay. Ja. Und der muss schon irgendwo parken hier. Genau, der muss schon irgendwo parken. Und der steht hier schon. Genau, der wartet schon, der Arzt. Bei mir wartet der Arzt auch und ich darf meinen Parkplatz ja schon mal irgendwo platzieren. Die Stockwerke werden erst in der Profivariante richtig interessant. Das glaube ich auch. So. Gut. So, jetzt machen wir es mal Victoria Pater Style und gucken erstmal eine halbe Stunde, was der Schätzer das geschrieben hat. Nein. Und dann darfst du anfangen tatsächlich.
Am Ende spielst du seinen Doktortitel. Boah, das hasse ich auch mal beim Krankenhausaufenthalt. Jedes Mal, wenn du einen neuen Auto nach Hause kommst, hauptsache die Wahl kriegen Parkplatz frei. Das ist wie in echt, aber interessieren nur die Finanzen. Genau. Ja, darum lässt du dir ein Klinikspiel auch von einem Wirtschaftswissenschaftler erklären. Ja. Das hat schon seinen Grund. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich das Spiel dann abfeiere. Ich habe schon mal Ben behandelt. Ben war definitiv dunkelrot zu dem Zeitpunkt. Ja, nee. Oh Gott. Bitte? So schlimm war es nicht. Aber ja, tatsächlich habe ich mich ja schon mal nachgewiesen. Oh, das ist ja auch. Ich war das erste Mal in meinem Leben auch vor 2 Jahren im Krankenhaus, ja, glaube ich. War das während der Spiel, die Geschichte? Das war direkt vor der Spiel, ja. Ja, ich bin ja am Mittwoch, Donnerstagmorgen aus dem Spiel raus, aus dem Klinik raus und direkt zum Spiel hin. So wie man es machen soll. Da hat es auf jeden Fall eine Motivation. Ja. Also, wir nehmen uns jetzt unsere Plättchen und überlegen uns jetzt verdeckt, was wir in der ersten Runde machen. Auf jeden Fall. Ne? Aber wann ich was mache, ist ja eigentlich fast egal, außer dass es dann schon weg ist. Vielleicht schon weg ist, genau. Aber das ist das Einzige. Ja. Okay. Die müssen wir hier noch aufdecken. Hat Bus hat schon geschrieben, was ich tun soll? Nein. So. So. Den Garten möchte ich also in das Treatment legen. Genau. Weil da bringt es nur pro Behandlung, ne? Garten müssen immer neben dem Ding sein, dann bringen sie 2. Und hier kann ich 2 Ärzte drin haben, dementsprechend noch 2 Patienten. Genau. Achso, genau, die Leute dürfen nur irgendwie an bestimmten Orten sein, das heißt, ne, Ärzte dürfen sich quasi nur da und da. Aber das ist der vorgehende Startaufbau, deswegen darf ich das nicht mehr ändern. Mhm, genau. Weil es wäre eigentlich ja für mich besser so. Genau, zu machen, total, oder? Ja, das ist leider verboten. Aber das siehst du bei mir ja genauso. Aber ich könnte noch einen Eingang daneben bauen. Mhm, ja, aber andere schön. Sachen sind wahrscheinlich toller. Immer noch kein Tipp, das muss ich selber entscheiden. Ja, genau. Hast du dich schon entschieden? Ich habe mich schon entschieden. Ich kann auch sagen, dass ich bei meinen beiden Solo-Partien jeweils gebaut habe. Facharzt geworden bin. Facharzt? Mhm, genau. Ah, das sind wie viele Punkte? 60. Von? Von 80 plus. Schon nicht schlecht. Dafür habe ich aber erstmal das Spielziel nicht erfüllt. Also muss ich selbst so ein Spielziel noch setzen. Das habe ich erst dann im Nachhinein festgestellt, dass das so nicht so, jetzt mal zum Behandeln. Mhm. Die Ärzte können die gerade überhaupt nicht behandeln. Das ist richtig. Aber es kommen ja noch mehr Patienten dazu, ne? Jetzt nach unserer ersten Aktion ziehen wir eine Reihe Patienten, nach unserer zweiten Aktion ziehen wir eine Reihe Patienten, nach unserer dritten Reihe ziehen wir nochmal eine Reihe Patienten. Also kann ich mir jetzt Patienten holen in der Hoffnung, dass da ein Arzt zukommt und ich kann mir Ärzte holen in der Hoffnung, dass da Patienten zukommen. Genau, richtig. Es kommen bei beiden immer 3 dazu. Nee, die Ärzte werden immer nur aufgefüllt, wenn was weg ist. Aha. Du hast schon geschrieben, was ich tun soll? Was man ja auch solo spielen kann. Ich kann die Klinik empfehlen. Great. Aber ich weiß nicht, ob das nur 40 Euro kostet. Ich glaube nicht. Vielleicht in der normalen Version. In der Pizzakarton-Variante. Alle Spiele von Uwe Rosenberg. Die so viel kosten. Ja. So ein Ricola. Kein Raikot. Das können wir auch solo spielen. Ja, aber das können wir nicht empfehlen. Das können wir nicht empfehlen, tatsächlich. Oh, wir können, wir können Nussfjord sehen. Nussfjord ist super. Das kostet, glaube ich, nur 40 Euro. Das kostet und das ist solo nur 20 super. Minuten ungefähr. Ja, das ist der Wahnsinn. Und das dauert vor allem zu zweit auch nur 40 Minuten. Ja. So, und hier ist ja, wenn weg, dann weg, ne? Ja. Aber ich kann noch die nächste Ebene bauen. Mhm. Das kostet mich mehr Geld. Habe ich Geld am Anfang? 15 Geld. Geld. Genau. Und das Bauen von den Gebäuden kostet mich so viel, wie die Ebene ist. Genau. Aha. Mhm. Das hier war der, die, das... Damit verbesserst du einen Arzt um 2 Stufen, der da drin sein muss. Mhm. Aber erst für die nächste Runde dann. Naja, der verbessert sich dann erst hier in dem Schritt. Ja. Genau. Ne? Hier mit, das ist der OP... Der hat automatisch einen Assistenten mit drin. Ja, ein Arzt muss rein. Ich kann zum OP das mal kurz vorlesen. Also, Kapazität, ein Arzt, ein Patient, beliebig viele Pflegekräfte, denn es ist ja nur ein automatischer mit drin. Mhm. Ne? Er benötigt ein benachbartes Stationszimmer auf der gleichen Etage, der Operationssaal. Mhm. Und in der Finanzphase kann ein Arzt hier einen Patienten behandeln. Sind die Farben von Arzt und Patient ungleich, sind Pflegekräfte erforderlich. Der OP hat allerdings einen kostenlosen Pflegekraft fest eingebaut. Okay, ich mache einfach mal so. Also wie ein Behandlungsraum letztendlich mit einer eingebaut. Mhm. Gut, dann können wir es aufdecken. Ich habe hier Handshake. Ja, ich habe Patientenanwerben. Okay, dann beginne ich mal mit dem Handshake. Mhm. Du beginnst, weil das hier nach der Reihenfolge geht. Genau, ne? Wir gehen nach der Reihenfolge. Als erstes, ich nehme mir mal hier den gelben Arzt. Tipp, du kannst 2 Patienten holen, die erst nächste Runde behandeln, wenn sie gelb sind. Genau, die können ja auch immer schlimmer werden. Das, ne? Also ich nehme mal diesen einen Arzt hier, der kostet mich 1 Dollar. Mhm.
So, den stelle ich hier erstmal auf den Eingang hier noch dazu. Ich habe ja schon einen weißen Ast. Ah, dann muss ich den ersten nehmen. Ah, genau, du kannst nehmen, was du möchtest da. Und ein Auto fährt dann natürlich auch da. Mhm. So, und dann nehme ich mir nochmal eine Pflegekraft dazu. Mhm. Ja, die kostet mich... Ah, Moment. Du hast sie auf die Gelder, aufs Geldlager gestellt. Ich muss ein Jahr drauf. Ne, damit man sieht, wie viel es quasi hier kostet. Und was ist das, was oben drüber steht? Ich glaube, das ist das, was... Und da oben drüber das Geld? Das wäre für die Figur hier. Also wenn hier Figuren stehen. Ah, ja, genau. Nee. Weil mehr spielt dann, glaube ich. Nee. Oder? Das hier. Eine gute Frage. Gute Frage. Einfach nochmal extra Kosten, die man kauft, wenn man spielt. Ja. Eigentlich? Ich könnte auf jeden Fall das Forschungslabor besorgen und die Transportwege schon früh planen. Also, du kannst die Einstellungskosten für Pflegekräfte stehen oberhalb der Figur. Sie sind umso höher, je mehr Pflegekräfte schon eingestellt wurden. Tja, 0 Dollar vielleicht plus. Wir können es ja mal so machen. Also, wenn wir hier alleine spielen, dann würde einer da stehen. Mhm. Dann würde der kosten 2 Dollar wahrscheinlich. 1, 1, 0. Okay, das macht vielleicht Sinn. Und dann kostet der jetzt ein. Ach stimmt, ja, so ist es Sinn. Doch, dann ist es sinnvoll, dass sie also draufstehen. Weil der erste jetzt 1 Dollar kostet. Mhm. Genau, der nächste kostet dann 2 Dollar. Der drüber kostet 0, ist einfach anderes Artwork. So sieht es aus, okay. Ja, genau. Ja, für den bezahle ich auch ein. Und stelle den auch hier hin. Und der fährt auch im Auto. Und dann bist du dran. Mhm. Genau, du hast jetzt 2 Wartepunkte. Einen für deinen Eingang und einen generellen. Das ist diese Geschichte hier. Und die Wartepunkte brauche ich wofür? Um dir die Patienten zu nehmen. Weil die wie viele Wartepunkte kosten? Jeder Patient kostet entweder, wenn du ihn nimmst, einen Wartepunkt. Aha. Oder wenn du dieses Tauschen machen möchtest, so. Kostet auch einen Wartepunkt. Aber ich könnte mir jetzt den hier holen und hoffen, dass gleich mal ein roter Arzt kommt, der ich ihn behandeln kann. Ja, die roten Ärzte kommen ja erst wieder am Anfang der nächsten Runde. Die füllen wir jetzt ja nicht jedes Mal auf, sondern dieses Auffüllen machen wir nur bei den Patienten. Ah. So. Dann wollte ich natürlich den hier nehmen. Genau. Den will ich jetzt auch hier hin? Nee, der kommt in den entsprechenden Bereich, wo du ihn rausgenommen hast. Da. Nee, ich glaube, du hast ihn bei der Augenheilkunde rausgenommen. Ja, warte, ich denke aber mal ganz nicht auf, wenn da nicht aufgefüllt wird. Du kannst es folgendes machen: Du kannst einfach tauschen für einen Wartepunkt und kannst dir dann einfach diesen einen Patienten nehmen. Genau das wollte ich natürlich tun. Ne? Nur dafür brauche ich die Wartepunkte. Und der kommt jetzt tatsächlich dann in die Psychiatrie. Ja, meine ich ja. Dafür brauche ich die Wartepunkte. Genau. Zum Tauschen, und zum Nehmen. Okay. Genau, und Wartepunkte bekomme ich für Eingänge, Heliports, und einen generell. Einen, den ich immer habe. Okay. Genau. So, das war schon die erste Runde. Jetzt ziehen wir hier aus unserem Sack zusätzliche Patienten. Mhm, und füllen die auf. Bleiben da liegen. Und die bleiben so liegen. Mhm. Also hier kommt der erste hin, hier kommt der nächste hin und hier kommt noch einer hin. Ne, die rutschen auch mal sofort auf, wenn da was leer wird. Okay. So, und dann planen wir wieder. Achso, bei Gleichstand, wenn wir übrigens beide dasselbe haben, dann beginnt der Startspieler natürlich. Mhm. Seine Aktion. Okay. Ich möchte bauen. Ich möchte auch bauen. Ich möchte das Forschungslabor bauen. Auto nicht vergessen, stimmt, genau. Denn du musst noch ein Auto bauen für den Patienten. Danke. So, das, warte, ich wollte was kaufen. Das Forschungslabor was? Das Forschungslabor ist das, genau, richtig. Das ist das, womit du Ärzte aufhören kannst. Soll ich viel bauen? Ich mach das mal. Da kann ich jetzt auch gleich nur das Gebäude bauen, das macht gar keinen Sinn. Das ist richtig, das könnte ich dann neu, da kann ich auch keine neue. Es ist alles immer Psychologie, was hier unten ist. Nee. Neues Gebäude könnte was ganz anderes wieder sein. Ah, okay. Das ist so ein kleiner Campus, der da ist. Aber wenn ich die Ärzte jetzt verhindern will, dann. Autos kann ich jetzt dann umparken? Nee. Also die einmal gestellt stehen. Wenn sie einmal gestellt sind, ist denn, sie werden weggefahren. Oder du baust einen Parkplatz, dann darfst du sie umparken. Oh, aber hier kann ich auch parken. Du kannst auch da parken. Dann habe ich sie natürlich hier geparkt. Ich habe nichts anderes gesehen. Sehr gut. Macht das denn Sinn, den da jetzt einzeln hinzustellen? Bestimmt. Du brauchst aber einen Eingang dann. Und der Arzt, der quasi dann da rauskommt, muss erstmal wieder raus aus dem Haus laufen und dann wieder auf der anderen Seite rein. Oder vielleicht baust du ein Transportsystem was. Vielleicht. Ein Eingang ist aber auch hier kaufen irgendwo. Genau. Ja, ja. Das ist einmal sowas ist... Genau, du könntest jetzt quasi das Gebäude teilnehmen. Mhm. Das kostet dich jetzt erstmal 2 Geld. Mhm. Und dann könntest du auch einen Eingang kaufen, der kostet nochmal 2 Geld. Weil da zweimal steht, kann ich zweimal bauen. Genau. Jetzt habe ich es verstanden. Oder hier zweimal. Aber so ein Transportsystem kann man natürlich auch sich zulegen, ne? Weil der muss ja liegen bleiben. Mhm. Dieses Spiel wird ja absolut grauen. Es ist großartig.
kann ja so tun, mir später, kann ich jetzt schon ein Transportsystem bauen? Ja. Du könntest jetzt sofort als zweite Aktion ein Transportsystem bauen. Das kostet auch 2. Ja, genau. Ich könnte aber noch was hier kaufen. Genau. Also, kann also im Blauen nicht. Im Blauen darfst du immer nur einmal pro Runde, wie wir jetzt hier haben. Okay. Verstehe. Und den jetzt kaufen und hierhin bringt nichts. Ich könnte aber hier noch eins aufmachen, habe ich halt 2 Psychiatrien. Genau. Das lohnt sich wahrscheinlich nicht, weil irgendwann sind ja auch die Psychiatriepatienten einfach weg. Richtig. Und du hast ja auch eine Psychiatrie, ne? Genau. Aha. Hier könnt ihr jetzt aber noch einen Behandlungsraum nehmen. Mhm, genau. Da brauche ich aber ganz viele Psychiatriepatienten. Moment, Behandlungsräume. Behandlungsräume benötigt ein benachbartes Stationszimmer auf der gleichen Etage und mindestens ein benachbartes Lager. Also daher könnte er da nicht hin, er könnte da hin. Das ist ein Stationszimmer. Genau, das ist das Stationszimmer. Also brauche ich doch noch ein zweites davon. Ich könnte aber hier ein Lager hin. Du könntest da einen Behandlungsraum machen. Ja, yeah, genau, das könntest du machen, genau. Also so viele Optionen. Und das kostet alles so viel Geld. Nur die Frage ist, bringt mir das überhaupt Kohle? Also hier will ich jetzt auf jeden Fall noch einen Arzt kaufen, damit ich ihn aufwerten kann, aber Ärzte sind ja auch limitiert, das heißt, dann weg. Genau. Aha. Der kostet dich aber auch mehr Geld natürlich, wenn er aufgewertet ist, ne? Aber die Aufwertung, aber die bezahlen ist, das bezahlen sie ja zum Glück vorher. Aha. Ich werde am ersten noch über hart viel Minuspunkte machen. Genau, wenn du es nicht mehr bezahlen kannst, dann musst du das Sparbuch ran. Und wenn das Sparbuch auch leer ist, dann musst du Siegpunkte bezahlen. Och, und wenn du dann immer noch in Null angekommen bist, dann wird dir der Rest erlassen. Okay, das ist ja gut, dann habe ich die Hungerstrategie. Yeah. Genau. Bevor ich hier weiter überlege, suche ich einmal kurz hier ein bisschen aus. So. Das ist ja schön. Ich glaube, ich möchte schon mal so ein Transportsystem haben. Mhm. Und da stelle ich jetzt großartige da Idee. Und da. Ja, sehr schön. Genau. Und dann zahle ich jetzt dafür, und zwar 4 Geld. 4 Dollar, genau. Ja. Genau. 2 für den Raum, 2 für das Transportsystem. So, ich baue ja auch was. Und zwar baue ich. Steuergerätsensorte. Also, frag einfach deinen Steuerberater. Ich habe bei mir hier diese Geschichte so mit dem Lager und dem Stationszimmer und hier dem Behandlungsraum. Ja, also ich wollte keine 80 Tacken rausgeben. Mhm. Auto nicht vergessen, kriege ich da nämlich nicht. Zu Autos passt. Wenn du so einen Behandlungsraum baust, ne, dann kriegst du ja umsonst, wenn du möchtest, ein Lager zu, hatte ich erzählt. Ne? Mhm. So, mal nebenbei. Ich nehme die Augenheilkunde und dazu nehme ich ein Behandlungszimmer und kriege kostenlos ein Lager. Und schon was ich sicher tun soll. Das kostet mich wahrscheinlich auf Ebene 2. 4 Geld insgesamt. Nee. Also brauchst du noch auf Ebene 1. Nee, ich baue einfach hier nochmal. Das ist genau. Ein Parkplatz. Achso, hast du einen bekommen. Genau, damit habe ich angefangen. Und zwar machen wir das mal hier hin, genau, und dann kommt hier der Raum und der Raum hin. Mhm. Problem ist, da kommt jetzt keiner rein. Außer du kaufst irgendwann einen Handlungsraum. Es sei denn, ich kaufe mir jetzt mit der dritten Aktion, baue ich wieder und baue mir Eingänge, aber dann habe ich keine Patienten. Das wird sicher total großartig werden. Also daher ist es halt jetzt nicht nur klug, dieser Zug. Na gut, ich habe auch noch keine Patienten. Das stimmt. Und noch. Apropos Patienten. Ja. Ne, Patient hast du schon einen. Schon einen Warteraum. Da stimmt, der wartet. Und den kriege ich ja auch. Die können sich bewegen. Bewegungspunkte kriege ich. Das kommt nachher erst. Bewegungspunkte hast du so viel, wie du möchtest. Du musst nur immer hier weitergehen. Ach, dann ist das ja kein Problem. So, wir sind hier beim nächsten Schritt. Kostet ja nicht 5, musst du den rosa Raum trotzdem nicht bezahlen. Stimmt. Nee, der rosa Raum kostet ja nichts. Der kostet ja 0. Genau. Genau. Genau, der rosa Raum kostet auf Ebene 0, kostet der 0. Und auf Ebene 1 würde er dann einkosten. Oh Gott, hier, Mensch, da in der Kardiologie, da ist ja was los. So, letzte Aktion für Runde 1. Also. Fertig? Ich möchte eigentlich noch einen Arzt. Dann ist klar, was du machst. Aber ich kann ja jetzt einfach, ich kriege halt nur 8 Geld dann, ne? Gamer, dank dir trotzdem mehr. Weil schreibt man, hat das nicht genau erkannt. Das ist ja besser, wenn man was sagt. Weil ich glaube, in 80% Fällen habt ihr recht. Ja. Also den kriege ich jetzt auf jeden Fall behandelt. Ne? Ich kann ja den da reinstellen, kann Ärzte zu. Ja, genau. Das ist kein Problem. Das kostet mich einfach nur
1, 2, 3, 4 Punkte. Genau, Behandlungspunkte. Bewegungspunkte. Genau. Bewegungspunkte, genau. Was mich dann Siegpunkte kostet. Ja, aber ja nur. Also ein, wofür ich dann 8 Geld bekomme. Genau. Und bezahlen muss ich viel mehr. Ich sag mal, am Anfang ist so eine Klinik nicht so wirtschaftlich. Ja, ja. Ne? Manche auch wieder nicht. Das kommt mir gleich mal, gehört habe. Wie du es in Ruinen der Ruinen fahren musst. Ich könnte jetzt weiter an der Infrastruktur bauen. Mhm. Ich könnte mir Leute holen oder Patienten. Ja, wenn du dir einen Arzt holst, könntest du dir zum Beispiel dazu aber auch noch so einen hier holen. Aha. Ne? Der würde ja dann nachher bei den Kosten 3 Geld einsparen. Genau, ich könnte den Arzt gleich weiterbilden. Mhm. Aber der kostet mich erst später. Wann ist das Aufwerten? Das Aufwerten ist erst hier in der Phase und hier vorher musst du bezahlen. In der Finanzphase kriegst du und musst bezahlen. Und das ist orange, das wird zu rot. Genau, ja. Okay, ich glaube, ich mache mal ganz geheim. Ich gucke mal, was du dabei rauskommst. Gut, dann decken wir auf. Ich kaufe. Ja, und also du stellst ein und ich hole bitte Patienten rein. Genau, dann nehme ich den für 2 genau. Und hole mir noch den für 3 dazu. Und krieg ein kostet der noch. Ja, sind es gerade 3? Genau, ja. Und kriege aber noch 2 Autos dazu. Genau. Genau, das kannst du irgendwo hinpuzzeln. Also die gehen ja erstmal auf die Eingänge. Die Autos müssen irgendwo geparkt werden. Da hast du keinen Parkplatz mehr, weil an den Räumen sind ja keine Parkplätze mehr. So. Aber du hast ja, jetzt quasi hier noch einen Parkplatz. Ne? In der Zwischenzeit hole ich mir schon mal Patienten. Ich habe auch nur 2 Bewegungspunkte, was nicht so schön ist. Aber ich mache jetzt folgenden Move. Den will ich dir noch ganz kurz einmal zeigen. Den kann ich gleich hier reinschauen? Die warten alle erstmal draußen. Ah, natürlich. Also, erster Schritt für meinen ersten Wartepunkt. Ich nehme den Würfel hier und lege ihn hier rein. Mhm. Der rutscht nach. Mhm. Und für den zweiten. Gut, und fertig. Als hätte man das geplant. Wahnsinn, ne? Ja. Da waren wir auch schon hier und jetzt legen wir nochmal Patienten rein. Also macht mit der ersten Aktion Patienten gar keinen Sinn, weil da die Aufläufe zu gering ist. Ja, es sei denn, man möchte die Patienten, man möchte unbedingt Patienten haben. Noch nicht, ne? Und jetzt. Wenn du bekommst 10 Geld mit den weißen Patienten. Ich bekomme dafür 10 Geld, ja, weil. Genau. Weil dein Garten dran ist. Ja. Sehr gut. Genau, jetzt bewegen wir uns und ich fange einfach mal ganz kurz an, um das zu zeigen. Mhm. Also der erste Arzt hier betritt die Klinik, ein Bewegungspunkt, geht in den Behandlungsraum, 2. Bewegungspunkt. Mhm. Der zweite Arzt betritt die Klinik, ein Bewegungspunkt, betritt den Behandlungsraum, 2. Bewegungspunkt. Pro Behandlungsraum dürfen maximal 2 Ärzte und 2 Patienten sein. Jetzt kommen meine Patienten, die beiden zusammen einfach mal, ne? 2 Bewegungspunkte, 4 Bewegungspunkte. Also bin ich hier schon bei 8, Herrje. Mhm. Und dann habe ich noch einen Pfleger, ja, und diesen Pfleger letztendlich, den könnte ich hinschicken, wo ich möchte. Oder ich lasse ihn erstmal irgendwo, ja, ich lasse ihn einfach mal hier auf dem, ich glaube, hier können auch, dürfen hier Stationszimmer, Kapazität, beliebig viele Ärzte und oder Pflegekräfte, ja. Der darf auch einfach hier rumstehen, dann kostet er mich nur einen. Mhm. Und dann bin ich fertig. Gut. Dann bewege ich den 1. Genau, das war nur ein Bewegungspunkt. Den 1, 2, weiter. Das sind 3. Genau, 1, 2. Und den 1, 2, 3. Mhm. Genau, bist du bei 6 Bewegungspunkten. Jetzt kommen die Patienten noch. Ja, den muss ich auch bewegen, genau. Ne? Ja, auch 2. Genau. So, das war die Bewegung. Jetzt kommen wir zur Finanzphase. Mhm. Ich habe einen weißen Arzt und einen weißen Patienten, der bringt mir 8 Geld. Mhm. Und ich habe einen gelben Patienten und einen gelben Arzt, der bringt mir 12 Geld, sind insgesamt 20 Geld. So das Gefühl, ich liege von hinten. Und die... Du hast aber schon mal eine gute Infrastruktur investiert, das ist ja schon mal schlecht. Bei dir sieht es ja viel schlechter aus. Ich nehme ja 20 Geld, also davon muss ich jetzt Folgendes abziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 für die Räume. Mhm. Ja. Da waren es schon nur noch 13, die ich verdient habe. Ich glaube, da oben fehlen 2 Autos. Oh, für die Patienten. Mhm. Stimmt, dankeschön. Die Patienten hätten natürlich irgendwo parken müssen. Ich habe jetzt schon den Trick angewandt, weil sie ja gleich behandelt werden. Ich wusste, dass sie behandelt werden, also können sie gleich wieder weg. Aber eigentlich hätten die Autos hingestellt werden müssen. Das stimmt. Jetzt muss ich das Personal bezahlen. Der kostet mich 1, der Arzt kostet mich 1, der Arzt kostet mich schon 2. Sind also insgesamt 4. So, bleiben mir 9 Geld übrig. Mhm. Von diesen 9 Geld könnte ich mir jetzt Siegpunkte kaufen. Mhm. Mache ich nicht. Ich nehme die alle so komplett aufs Sparbuch. Dann ich, ne? Genau. Okay, ich habe hier nur den erfüllt, da kriege ich 8 Geld für und dann geht der weg und ein Auto. Plus 2, weil es am Park ist. Plus 2, also 10 insgesamt. Genau. Das sind auch schon alle meine Einnahmen. Genau. Dann zahle ich meine Ärzte. Da zahle ich dann ja 4 für. Genau. Dann zahle ich
Dann er kostet dich auch einen. Er kostet mich auch einen, juhu. Ja. Genau, und jetzt hast du noch 4 Räume. 5 Räume, weil der Park auch noch zählt. Ach, jetzt auch einen, genau. 5, aber ich zahle 3 weniger, weil ich so ein... Weil du schon so eine Hilfskraft hast, die einfach technisch da die Wartungsarbeiten übernimmt. Also kriege ich... Also musst du nur 2 zahlen. 2 zahlen, hab noch 3 über. Das hat sich ja gelohnt. Großartig, oder? Ja. Jetzt könntest du für die 3 könntest du einen Siegpunkt kaufen. Oh, nee. Gut, das war die ganze Finanzphase. Jetzt kommen wir zur Verwaltung. Der geht runter. Der wird zurückgeworfen. Warum also, steht da minus 3, 4 bis 1? Ich überprüfe. Da werden schnell immer eben 7 und die Hälfte an Einnahmen zusammengestrichen. Wann kommt die eventuelle Prüfung des MDK? Ach, das ist das mit der Beliebtheit natürlich, ja klar. Also du bewegst dich einfach vor und der hinten ist, der fängt an, der vordere ist, fängt an, irgendwer fängt an. Wir gucken mal, Beliebtheit erwerben in umgekehrter Spielerreihenfolge. Okay, ich hätte angefangen. Okay. Ja, habe ich auch. Ist das wichtig? Nein. Nee, vielleicht nicht, nee, ich glaube nicht. Nee. So, das war die Geschichte. Jetzt kommen wir zu den Ärzten, die hier sind. Der hier wird verbessert. Ne? Das wird ein roter Arzt. Und jetzt müssen wir quasi den hier rausnehmen und den roten Arzt da hinpacken. Dann wird aufgefüllt. Es kommen 2 neue Ärzte dazu. Mhm. Weil bei 2 Spielern halt, ne, 3 Universitätsplätze da frei sind. Und der hier kommt weg? Der kommt weg, genau. So, die werden hier aufgefüllt nach der entsprechenden Reihenfolge Rot, Orange, Weiß. Mhm. Aber alle, auch nicht nur die neuen sind. Nee, alle, genau. Genau, der kommt weg. Dann in jeder Arzt, der in so einem Labor ist, wird aufgewertet. Das ist bei dir also deiner. Genau, der wird jetzt rot. Genau. Den nehme ich dann hier raus. Genau. Und alle Ärzte, die sich sonst rumtummeln und gearbeitet haben, werden abgewertet. Es sei denn, sie sind weiß. Weiß kann nicht mehr abgewertet werden. Die sind quasi schon. Die sind schon fertig. Das sind schon die Basis. AIP da. Jetzt würden die Patienten, die man noch hätte, die würden sich verschlimmern. Mhm. Haben wir aber nicht mehr. Dann wird hier neu aufgedeckt. Startspielerreihenfolge würde jetzt sich ändern, je nach Siegpunkten. Wenn es keine Änderung ist, dann wird, glaube ich, einfach getauscht. Ist mein Plan nicht aufgegangen. Und ich bin da. Ja, zweiter Zug. Okay, spielt sich aber relativ zügig runter. Vielleicht mal loggen hier, ich habe das vergessen. Ich gucke nochmal ganz kurz. Passt die Spielerreihenfolge an, ihr spielt in umgekehrter Reihenfolge der Beliebtheit. Wer am wenigsten beliebt, ihr spielt zuerst. Genau, und... Ist auch schon hart eigentlich, ne? Bei Gleichstand spielt zuerst, wessen Markierscheibe weiter unten im Stapel liegt. Wenn sich die Spielreihenfolge gar nicht ändern, kommt der letzte Spieler auf Platz 1 und alle anderen rücken eine Stufe nach hinten. Ja, genau. Also, haben wir alles richtig. Haben wir alles richtig gemacht. So, jetzt kannst du mal gucken, wie viel Personal du hast. Du hast 3 Leute, 3 Autos, das passt. Die rote Reihe der Patienten abräumen, dankeschön, das haben wir nicht gemacht. Über Kopf ist das auch nicht so richtig gut zu sehen. Das ich haben wir natürlich hier vergessen, ne? Ja. Diesen Schritt hier. Also die rote Reihe wird abgeräumt und dementsprechend. Das sind noch 50 Spiele. Ich habe gerade mal festgestellt, ich habe dieses Jahr bis jetzt 130 verschiedene Spiele gespielt. Das fand ich schon nicht schlecht. Das ist gut. Ne? Also, gut, wahrscheinlich 50% davon hier. Ja, bei mir waren es 360. Ja, okay. Aber ich mache das ja auch noch in anderen. Ich wollte sagen, ja. Genau. So, genau. Dann kommt die erste Aktion dran. Okay, jetzt, wo ich es gecheckt habe, ist natürlich peinlich, wenn man das falsch macht. Ja, also, aber ich habe ja schon Ärzte hier, ne? Ja. Und die muss ich auch wieder bewegen zum Zimmer und verstehen. Wenn du sie hin und her bewegen möchtest, das ist richtig, ja. Wir füllen da immer erst dazwischen auf, ne? Ja. Genau. Das heißt, jetzt Patienten zu nehmen ist ungünstig, wenn man in die Psychiatrie möchte. Also wenn die Leute in die Psychiatrie holen möchte. Und höher bauen bringt mir mehr Punkte am Ende. Nachher für die Behandlungszimmer, genau. Für die Behandlungszimmer. Ja, genau. Aber jetzt mehr Kosten. Mhm, und ich nichts Geld. Genau. 13 Geld, du hast 18. Das habe ich zu sagen. Ist der rot? Der ist rot. Der ist rot. Der kostet auch, glaube ich, 4 leicht, ne? Bei Patienten kann ich mir immer nur einen Patienten kaufen. So viel, wie du Wartepunkte hast. Jeden Patienten nehmen kostet einen Wartepunkt. Wartepunkte war Parkplätze mal... Nee, nicht Parkplätze, Eingänge. Eingänge plus Heli plus ein generell. Oh, okay. Ich sehe schon, wo das Spiel hin will. So viele Möglichkeiten. Genau. Ich bin schon fertig. Aha.
kommt zurück, die rote Reihe der Patienten abräumen, kommt zurück in den Beutel. Genau, ich glaube, das habe ich auch gemacht. Das Einzige, was ich rausgelegt habe, die sind aufgerückt. Ach so. Die Einzigen, die wir rausgelegt haben, sind diese drei hier. Das sind die drei, die wir behandelt haben. Mhm. Weil die sind dann noch weg. Mhm. Das jetzt so zu machen, dass am Ende aufgeht, ist ja auch eine Kunst, ne? Ja, das auf jeden Fall. Wenn ich jetzt aber hier so ein Ding hinbaue, dann sind ja die Leute, die reinkommen, quasi sofort da. Die müssen mit einem Bewegungspunkt ins nächste Stockwerk halt gehen. Ich dachte, das ist kein Bewegungspunkt. Stockwerkwechsel doch. Das ist also da nur mit den, das war, das, dieses Beispiel hatten wir vorhin mit diesen Röhren. Ja, ich meine, ich habe hier jetzt eine Röhre drüber, ja, baue, dann wäre genau. Sofort da. Ja, das wäre sofort da, genau. Ich dachte, du brauchst einfach nur einen Raum hoch. Nee, dann... Ja, weil also das geht zapp zapp ab und schon ist der, ist wie bei Hallo Spencer, ne? Und da haben sie, glaube ich, Briefe durch die Luft durch das Röhrensystem geschossen. Hier machen sie das mit. Du wirst doch jetzt alle meine Pläne ruinieren. Davon gehe ich hoffentlich aus. Ich auch. Ja. Hyperloop haben sie letztens getestet. Wen? Den Hyperloop hier von Tesla. Von sind die ersten, sind zwei Mitarbeiter. Zwei sehr, sehr marketingtechnisch sympathische Mitarbeiter. Also eine Frau und ein Mann sind grinsend im Hyperloop gefahren. Hat Ben den Arzt jetzt so im Labor aufgewertet? Ja, wenn ja, bekommt er auch einen Sieg. Oh, dafür, oder? Dankeschön. Das habe ich noch nicht vergessen. Da, diese extra. Ja, genau. Das wollte ich in dem Moment sagen. Als dann bist du auch verdient Startspieler, weil ich führe, aber ich habe keine Punkte verloren. Ne? Vielen Dank. Ah, für gut. Ja, stimmt. Man kriegt dann vielen Dank, Gamer. Hier, ich mag ja mein Fachpublikum tatsächlich. Super, ja. Ja, ich habe mich entschieden. Du hast entschieden, ich auch, genau. Ich baue. Ich auch. Sehr schön, dann darf ich anfangen. Ja. Ich weiß auch genau, was du brauchst. Ist das so? Nein, weiß ich nicht. tatsächlich baue ich als erstes diesen Raum hier. Ich wusste es. Das ist der drei Bewegungspunkte wegnimmt. Von der Gesamtbewegung. Den gibt es auch nur einmal im ganzen Spiel. Den gibt es auch nur einmal im ganzen Spiel, genau. Also ich gucke mal ganz kurz. Die Triage nicht benachbart zu anderen sonstigen Räumen. Okay. Was ist die Triage? Triage heißt es ja. Ich weiß nicht warum, aber... Ist das nicht nochmal der Patient lebt oder der? Möglich. Reduziert die Gesamtheit für Bewegung pro Runde um 3. So, und diesen Raum hier, den baue ich einfach mal ins erste Stockwerk rein. Mhm. Und das kostet mich 3 Geld. Und dann baue ich noch einen weiteren Eingang. Das heißt dann nochmal 2 Geld. Mhm. Und den weiteren Eingang baue ich natürlich hier neben meinem Behandlungszimmer meiner Augenheilkunde. Ja, cool. Ne? Das Wasser hier ist noch von Karl trinkbar und. Die Chirurgie macht einfach nur, da kann ein Arzt rein und kann einen Patienten behandeln. Der OP-Saal meinst du? Also, nee, das hier. Achso, das Ding, das ist ja die Ambulanz, genau. Die Ambulanz hat den Vorteil, einmal, dass du, egal welcher Arzt welchen Patienten behandelt, du kriegst dafür aber auch nur 6 Geld. Mhm. Und dass die Bewegung des Patienten. Von der Aufnahme in die Ambulanz kostet keine Zeit. Und hiermit kann ich mit einem weißen Arzt einen roten Patienten behandeln lassen. Und damit kannst du mit... Nee, nur eine Stufe. Nur eine Stufe ist da inklusive. Ist nur ein Assistent ist da. Okay. Drin. Im OP ist ein gratis Assistent. Verstehe. Weil die Parkplatzproblematik darf man auch nicht unterschätzen, ne? Und die Autos von meinen Leuten, die gehen ja auch nie wieder weg, oder? Du kannst gerne deine Patienten mit den Autos wegfahren lassen. Mhm. Dann sind die Autos von den Patienten halt da. Aber generell, je mehr Personal ich habe, umso mehr Autos. Irgendwann steht das ganze Ding voller Autos hier. Schön. Das heißt, man kann gar nicht so viel, man sollte gar nicht so viel hier unten bauen, weil hier auch viele Parkplätze hin müssen. Mhm. Mhm. Okay, dann möchte ich jetzt gerne das hier haben. Mhm. Da kriege ich und kaufe mir noch, was war das hier? Das kaufe ich und nehme ich noch einen Behandlungsraum dazu. Genau. Und kriege gleich noch das dazu. Buy one, get one free. Genau. Genau. Aber das möchte ich jetzt gerne vielleicht hier bauen. Oh, schick. Und ja, dann kostet mich das aber 6-7 Geld. Mhm. Das ist wirklich schlau. Nicht schlecht. Man weiß es nicht. Marcel schreibt, in der Ambulanz ist es echt egal, welcher Arzt wen behandelt. Ja, das schafft das Spiel dann wohl auch sehr schön hier zu zeigen. Die müssen aber so, ne? Die müssen dann nebenan? Also der Behandlungsraum muss angrenzen an ein Lager und so, an die Station. So müsste es sein. Mhm. Ah.
Dann kann ich aber hier noch einen Behandlungsraum hinbauen. Dann kannst du da noch einen zweiten Behandlungsraum bauen. Ja. Das ist bestimmt gut. Sieben Geld. Parkplätze werden später sauknapp, ja. Naja, das Gefühl hatte ich in meiner Solo-Partie schon. So, zweite Runde. Als erstes möchte ich natürlich... Nee, das kann ich ja gar nicht bauen. Ich muss ja quasi in der Luft bauen. Ja, genau, oh. Richtig, ja, stimmt. Richtig, richtig. Ich ziehe schon mal nach. Mhm. So, drei Würfel, das ist der erste, das ist der zweite und der dritte. Und dann sind wir hier und wir dürfen schon wieder im Geheimen das ja aussuchen. Die Ärzte wechseln aber ihre Facharztausbildung nach Stockwerk. Die sind einfach gut. Noch Anfänger oder sehr gut, aber die können eigentlich alles. Die können ins Gehirn gucken, die können Knochen, die können Knie. Das ist denen vollkommen egal. Das ist ja schön. Oder gibt es eine Regel, die ich noch nicht gelesen habe, dass sobald ein Arzt ein gewisses Gebäude betreten hat, er da nicht mehr rauskommt? Wäre jetzt wichtig. Wenn es Plan geht, ich habe das schon gemerkt. Ja. Also, irgendwas in der Luft schreibt Nikolas, ja. Großartig. Das ist mir halt auch aufgefallen. Aber das ist ja auch moderne Architektur, also Überhang. Total. Ich habe mich auch gewundert, warum man hier, man hat doch extra diese Säulen. Richtig. Ne? Warum kann ich die denn nicht da drunter bauen? Machen wir mal was ganz anderes hier. Du machst was ganz anderes als ich? Da bin ich ja mal gespannt. Also ich hole mir Patienten. Ja, und ich hole mir Personal. Ah. Ne? Was ist denn da für ein Plan? Aha. Dann darfst du anfangen. Dann darf ich anfangen, ja. Ich muss davon ausgehen, dass du dir den... Dürfen Patientenräume denn übereinander sein? Dürfen sie es nicht? Ah, natürlich. Ach, Ken, Gott, je, natürlich. Dürfen sie auch nicht. Dürfen sie auch nicht. Das habe ich ganz am Anfang mal erzählt, dass natürlich das auch nicht geht. Ja. Das ist richtig. Das ist ja auch hier abgebildet. Genau, das stimmt. Ne? Also geht dieser ganze Plan hier überhaupt gar nicht. Der ganze Plan so geht leider gar nicht, das stimmt. Säulen gibt es auch mit der Erweiterung. Aber ich brauche ja diese Konstellation, um überhaupt behandeln zu können. Ja, das stimmt. Du könntest... Aber das Lager... Das Lager versorgt auch. Du könntest das hier weglassen und würdest das so machen. Mhm. Das würde funktionieren. Das würde gehen. Und das Lager kannst du entweder jetzt woanders noch hinbauen, wenn du möchtest, also nur hier, oder du lässt es einfach. Aber ich muss es da bauen, wo daneben? Gucken wir nach. Oder kann ich es auch schon gleich mal prophylaktisch auf Ebene 3 bauen? Auf Ebene 3 geht es auf keinen Fall, weil keine zweite Ebene dazwischen wäre? Auf Ebene 2 bauen. Wir gucken uns das mal an, wie das beim Bauen ist mit dem Gratisraum. Immer wenn du einen Behandlungsraum baust, bekommst du einen Bonus-Bauaktion. Du darfst sofort ein Lager benachbart zu diesem Raum bauen. Benachbart, ne? Benachbart, ja. Das heißt, das funktioniert sowieso. Kriege ich gar nicht, brauche ich aber auch nicht. Genau. Brauchst du nicht. Ja. Zahle ich ja auch, dann aber ein Geld weniger. Genau. Macht das denn wirklich Sinn? Das ist keine schlechte Idee, glaube ich. Meinst du? Ja, weil du hast einfach da oben eine weitere Etage jetzt. Mhm. Du musst nur gucken, dass du irgendwas noch hier hinbaust, damit dein System vielleicht da... Genau. Ne? Naja, ich guck mal, nehme mir das Geld. Buster schreibt, das Lager kann überall hin, aber das Lager kann hier laut nur, immer wenn du einen Behandlungsraum baust, bekommst du eine Bonusbauaktion. Du darfst sofort ein Lager benachbart zu diesem Raum bauen. Du musst das Lager ganz normal bezahlen und wenn du die Bonusaktion nicht nutzt, sofort verfällt sie. Also das klingt eher nach benachbart. Ja. Also nur wenn uns... normal baut wahrscheinlich. Wenn man es normal baut, dann ist es egal. Genau, über die Bonusaktion. Ah, stimmt. Das ist noch eine gute Idee. Du könntest es drüber bauen. Dann wäre es auch benachbart. Du kannst es jetzt instand in die Ebene 2 hier hinbauen. Nee, das war ja mein ursprünglicher Plan. Ach so, okay, ja. Also hier, ja, dann zahle ich aber jetzt 2 Geld dafür. Mhm, also genau. Minus 1 Geld. Ja. Egal. Da muss noch ein Lagerarbeiter rein, sonst bringt das ja nichts. Dann bringt es richtig was. Ja. Wobei das ja jetzt doppelt versorgt ist, aber da könnte ich hier jetzt so richtig... Wenn ich da... Okay. Aber hier, glaube ich, viele... Du warst so 5 Ecken komplizierter, als ich es in den letzten beiden Partien gemacht habe. Finde ich gut. So, jetzt aber, wir waren beim... Achso, mach's noch einmal kurz. Der Fernseher ist gerade wieder... Wieso ist denn schon wieder aus? Das ist noch keine 6 Stunden an. Also, ich darf Leute einstellen. Ich stelle ein... einen weißen
Arzt, einen weißen Arzt, einen gelben Arzt, einen gelben Arzt. Genau, was hast du? Genau, einen gelben Arzt für zwei. Mhm. Stelle ich ein. Und hier so einen für einen. Wieder zurück. Und die kommen natürlich samt Autos angefahren. Samt Autos. Und dann bist du dran. Ich hole mir jetzt Patienten. Mhm. Ich habe aktuell zwei Bewegungspunkte. Zwei Wartepunkte. Du hast, zwei Wartepunkte. Und damit kann ich mir den hier ranziehen und dann nehmen. Weil ich nur von da nehmen kann? Ja, genau. Also kann ich einmal tauschen für einen Wartepunkt und den hier hinstellen. Der kommt, weil du ihn ja aus dieser Reihe kommt, hast du genau, hier dahin. Und dann habe ich ja noch einen Wartepunkt über, oder? Nee, du hast ja nur zwei, ne? Nehmen ist auch ein Wartepunkt. Nehmen ist auch ein Wartepunkt, ja. Schade. Nehmen ist auch ein Wartepunkt. Das ist ja doof. Und du kriegst noch ein Auto. Wieder nicht gut gespielt, ja, will ich nicht. Der kommt auf jeden Fall im Auto. Hier wird wieder aufgerückt. Mhm. Ich merke auch gut beim Regelerklären, du bist jetzt der Erste, dem ich das erkläre, dass man auf ein paar Punkte, dass man da sehr genau nochmal drauf hinweisen muss. Zum Beispiel, dass Nehmen ein Wartepunkt ist. Aber das ist schon sehr, sehr limitierender. Vielleicht hast du auch gesagt, das ist ja schon so viel da. Das Nehmen-Wartepunkt kostet, habe ich gesagt, dass man den nur von hier vorne nehmen darf, habe ich glaube ich nicht gesagt. Das kann sein. Ne? Genau. Gut, dann. Aber sonst würde das ganze Switchen ja wenig Sinn machen. Das ist richtig, ja. Du kannst halt von irgendwo nehmen. Ja, aber so, trotzdem Wartepunkte. Wir sind, wir bauen. Die Autos sind echt anstrengend irgendwann. So und so und dann kommen wir zur dritten Karte. Ich bin fertig. Ich habe mir Parkhäuser gewünscht. Das kann ich sehr gut verstehen. Ja, die Parkhäuser habe ich mir schon ab der ersten Partie auch gewünscht. Vielleicht schreiben wir dafür die Regeln einfach mal selbst. Ja. Vielleicht kannst du da mal in Kommunikation mit den Leuten treten und es gibt eine Benz Brettspielblock-Edition. Da gibt es dann die Special Rules für Parkhäuser und was uns nicht alles einfällt. Geld ist nicht wichtig in dem Spiel, ne? Ja, nur das Geld, was du verdienst. Ja. Ja, sonst nicht. So, dann, ich hole mir Patienten rein. Ich hole mir Bauern rein. Super, dann darfst du anfangen. Ja, ich habe nicht durchgemacht, das Sinn macht. Ich gehe nur danach, was ich möchte. Ja. Ich möchte gerne ein Park hier, so ein Dings und ein Parkplatz. Das ist super. Das kostet mich viel Geld. Das kostet viel Geld, genau. Da habe ich noch zwei. Das ist ja schön. Da kann ich mir, also kann, das ist, Geld ist ja eh nur noch zum Ausgeben. Das ist nur zum Ausgeben da. Mit dem kannst du nichts anfangen. Das ist am ärgerlichsten, wenn du danach noch was übrig hast. Ja. So, ich habe einen Wartepunkt, zweiten Wartepunkt, dritten Wartepunkt, drei Wartepunkte. Den könnte ich jetzt auch hier bauen, dann brauche ich einen Bewegungspunkt weniger für den Patienten. Ne? Genau. Ja. Macht das Sinn? Ja, auf jeden Fall. Meinst du? Mhm. Warum ist denn hier der Eingang raus und da der Eingang? Das macht ja auch nicht so viel Sinn. Immer nur rein, man kommt hier nur rein, das kann auch. Okay. Super, so klappt das. Jetzt ist beides richtig. Gut, den Parkplatz könnte ich ja hier bauen. Genau, ja. Oder auch hier. Ja, genau, aber wer weiß, vielleicht wirst du ja noch einen Raum hinbauen. Und da kann jetzt einfach ein Auto drauf? Da können jetzt sofort zwei Autos in den Park werden. Sollen wir nochmal upgraden? Du kannst den Parkplatz noch upgraden, dann kommen drei auf. Das ist so. Wann? Ne, das ist wie ein neuer Bau dazu. Ah, okay. Jetzt kann ich sofort umparken einmal. Mhm, genau. Also könnte ich den und den da hinstellen. Genau. Zwei Stück, oder drei, okay. Also für meinen ersten Punkt nehme ich mir mal hier diesen hier. Zack, und packe ihn in die Psychiatrie. Mhm. Für den zweiten Punkt. oh, das wird ein bisschen hier Bewegung gleich benötigen, leider. Fürchte ich mal. Ach komm, wir machen das so, dass wir den hier tauschen. Nee, Quatsch. Ich bin ja Augenheilkunde. Das war der Plan. Augenheilkunde. So. Und für den dritten nutze ich dann den hier. Den hier oben. Jetzt sind wir durch. Dann füllen wir wieder auf. Füllen wir mal auf, genau. Nur zwei, weil das andere voll ist. Das voll ist, genau. Bewegung.
Bewegung. Ich fange nochmal an. Mhm. Der eine bewegt sich hier rüber. Zweiter Bewegungspunkt. Ja? Der bewegt sich hier rein. Zweiter Bewegungspunkt. Mhm. Der bewegt sich hier rüber. Dritter hierhin. Vierter Bewegungspunkt. Mhm. Der Patient geht hier direkt rein. Fünfter mhm. Bewegungspunkt. Die zwei gehen hier rüber. 6, 7, hier rüber, 8, 9. Mhm. Davon darf ich 3 Bewegungspunkte abziehen, mhm. also noch 6 Bewegungspunkte nach vorne. Boah, das ist ganz schön teuer diesmal hier. Von 9 auf 15. Und ich habe natürlich 3 Autos dazu bekommen, plus nochmal das Auto, nee, Personal ist abgedeckt, ja. 3 Wagen für die Patienten. Und los. Und du bist. Was so, bewegt sich bei dann dir? Dann kann ich ja 1, 2, 3, 4 machen. Genau. 5, 6, 7. Mehr brauche ich gar nicht machen, ne? Mehr brauchst du nicht machen, genau. Ich könnte den noch dahin bewegen. Ja. 7, 8. Genau. Weil ich will ja Punkte generieren. Das ist ja meine Punktemaschine, dann mache ich ja so viel mehr Punkte dazu. Also gehe ich da 8 vor und bin dann auf 16. Bist dann auf 16 und hast 4 Autos und 4 Leute in deinem Krankenhaus, ne? Ja. Ja, passt. Finanzen. Nee, 4 Autos und 5 Leute. Warum 5 Leute? 1, 2, 3, doch 4. 4, ne? Klar. Finanzen. Du bist, nee, Stadtspieler bin ich fange mal an. Mhm. Also, wobei das glaube ich ja. Wir da ein paar Module aus der Erweiterung noch besser. Ja, auf jeden Fall die Zombie-Erweiterung. Ja. Ich mache die feuerlösche Erweiterung, glaube ich. Was macht denn die? Ich weiß es noch nicht. Ich habe es noch nicht, aber schon mal. Irgendwas mit Feuerlöschen muss doch schon mal. Ist das denn? Wir spielen eine Runde. Wie ist das Feuerwehrspiel? Das Korb für das ist die Pandemie. Ja, gibt's da so. Mhm. Ah, ja, stimmt. Ja, ja, das mit den Feuerleuten. Gott, wie heißt das denn? Fireteam Rescue? Ja, doch. Ja, Rescue-Team oder nee, so? Fireteam? Ja, doch schon. Ich werde mal ganz kurz mal ein bisschen was machen. Und zwar, dieser Patient hier wird behandelt. Mhm. Das sind 12 Geld. Dieser Patient, der wird auch behandelt von dem entsprechenden Arzt. Das sind nochmal 8 Geld mehr, sind wir bei 20. Mhm. Und jetzt haben wir einen weißen Arzt, aber einen gelben Patienten. Mhm. Aber zum Glück hilft ein Pfleger. Das funktioniert also auch. Sind nochmal 12. Mhm. Sind wir bei 32. Das ist schon echt viel. Von 32 zählen wir ab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 für die Räume sind wir noch bei 24. Mhm. Und dann hätte ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 fürs Personal. Mhm. Aber 3 muss ich nicht bezahlen. Also nur 3 noch, die ich noch bezahlen muss, sind wir also von 26 auf 23 runter. 24, 21, oder? Moment, ich war bei 24, 21. So, 21. Genau. Ja, 21, genau. Und dann darf ich 21 Geld nehmen. Schon wieder hat sich irgendwie kein mehr Geld. Und davon kannst du jetzt gleich Punkte kaufen. Und davon könnte ich jetzt sofort Punkte kaufen in diesem Moment. Mhm. Und ich kaufe mal für 18 Punkte. Also behalte 3 Geld. Mhm. Und das sind 6 Siegpunkte dann. Okay. Ich dachte, Parkplätze kosten keine Gebühren, oder doch? Parkplätze kosten auch Gebühren hier. Mhm. Ist das ein Parkplatz? Das ist ein Parkplatz. Einfach... Doch, das müsste ein Parkplatz sein. Nee, das ist ein Raum und das ist ein Garten. Gucken wir nach. Wenn du einen Garten extra so ein Bohren bist, du Parkplatz auch extra. Schauen wir mal. Gucken wir mal in die Kostengeschichte. Es wäre natürlich schön, wenn Parkplätze kein Geld kosten würden. Keller für der vierte. Ja gut, dafür kannst du natürlich ewig erweitern. Ausgaben. Also Betriebskosten, jeder Raum, jeder Garten. Ja, stimmt, Parkplätze kosten kein Geld. Super, dann... Krieg ich einen. Freut mich natürlich auch, weil ich habe natürlich nicht einfach so ein Parkplätze gebaut. Genau, finde ich auch gut. Dankeschön. So, bei mir ist es recht ähnlich. Ich handle nur einen, ich darf aber auch 32. Ja. Dann kommt der weg. Was ziemlich geil ist. Genau. Oh. Jetzt muss ich aber viel bezahlen. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus Garten noch. 9, 13. Ja. Genau. Das war alles und hier... 10? Hier, genau, 10. Also kriegst du 22. Also kriege ich 22 und... Ja, das ist einer mehr, als ich hatte. Ja, gut, der ist ja jetzt deutlich weniger. Ja, das ist hart. Strategie scheint also aufzugehen da drüben. 22, ja, es war mega durchgeplant. Ne? Dann will ich nur eine Sache machen. Und du hast gerade wie viel ausgegeben? 18, ne? Ich habe 18 ausgegeben, ja. Ball, 6, 1 Punkt. Nee, 3 bringen. 3. Also ich habe auf jeden Fall... wie viel hast du noch? Ich habe noch 18 da. 18, nee, 13. Dann gebe ich mal 9 aus.
sind 3 Siegpunkte. So, dann Verwaltung. Will ich noch mehr ausgeben? 12, wofür gibt man Geld aus? Man zahlt pro Stockwerk. Räume, Ärzte. Ah, nee, ich lasse das mal so. Der kommt nach hier. Mhm. Der kommt hier runter. Mhm. Diese Reihe wird entfernt. Kommt wieder in den Beutel rein. Genau. So, dann kommen hier neue, ich gebe dir erstmal neue Leute rein. Eine. Also die werden vorher erst einmal aufgewertet, genau. Ne, aus gelb, aus weiß nach gelb. Wenn der Beutel leer ist, dann. Dann kommen keine mehr nach einfach. Okay. So, das war der Schritt, das war der Schritt, das war, die werden entfernt. Mhm. Dann produziert deiner, der noch in 2 Stufen aufgewertet wird. Um 2? Um 2 mal, ja. Oh. Achso, nicht von hier, sondern. Und du kriegst einen Siegpunkt. Dafür auch noch. Das wird dann orange, ne? Das ist wahrscheinlich rot. Genau. Ja, genau. Das ist gar nicht so schlecht, glaube ich. So, Ärzte, die nicht da im Labor sind, werden abgewertet. Das ist zum Beispiel der hier. Der wird wieder zu weiß und der rote hier wird zu. Und der ist auch viel behandelt. Orange. Dann werden die auch abgewertet. Ja, 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 ja. Wenn sie irgendwas machen im Krankenhaus, werden sie abgewertet. Okay. Darum, wenn sie arbeiten, ja, dann verursacht das Stress und das ist dann, ne? Das ist die Geschichte. Jetzt gucken wir, ob wir noch Würfel haben, die über Nacht gewertet werden oder sterben. Haben wir es nicht. Dann drehen wir hier das um, was wir gebaut haben. Und Startspielerreihenfolge. Du bist Startspieler. Moment, ich liege hinten? Ich liege hinten. Du hast wahrscheinlich, ich hab die weil falsch das gesetzt. Gelb aussieht. Ja, genau. So muss es sein. Ja. Du hattest erst einen, dann hast du jetzt 3 gebaut und nochmal einen sind 5. Genau, ich habe mir einfach 6 so gekauft. Das ja, ich wollte ja einfach der Startspieler sein. Das heißt, du bist Startspieler. Und das heißt nicht, dass du Dice Hospital. Minimal. Ja, Dice Hospital ist. Dice Hospital ist dann schon das bisschen einfachere Spiel. Bisschen einfachere Spiel. Möchte nicht sagen, schwächer. Ist halt einfach. Andere Ziele. Bei diesem Spiel ist es so, du musst halt erstmal sehr viel planen, was du machen möchtest. Und musst immer damit rechnen, dass dein Plan schief gehen kann. Weil der Mitspieler dir was wegnimmt. Genau. Ja, minimal, aber ja klar, wenn du eine Ambulanz machen willst oder so und der hat das weg, dann. Ich muss mal kurz in mich gehen. Ja. Oder? Ja, oder wenn man halt einfach einen Arzt braucht, weil man sich die Patienten geholt hat. Ich weiß nicht, warum das Helmet schon 1000 Tipps geben, weil der ist auf dem Fach. Ja, aber wirklich, genau. Mensch, moin Ralf, ja. Also die Regeln selbst, wenn man die jetzt noch einmal häufiger erklärt hat, die lassen sich relativ gut runter erklären. Das Board ist auch gut. Um sich daran zu orientieren, finde die Ikonografie jetzt nicht ganz so logisch gleich, aber das kriegt man hin. Eigentlich kann man hier wirklich ja alles Schritt für Schritt runtergehen. Aber man hat halt sehr viele Möglichkeiten, wo etwas schief gehen kann. Und wo man bei Barrage letztendlich weiß, okay, wenn mir da jemand den Staudamm jetzt wegnimmt, dann ist es halt schlecht. Und wenn nicht, dann ist es gut. Da hat man hier halt schon so mehr Probleme. Da kannst du den Arzt haben, dafür schnappt dir jemand die Patienten weg. Oder du hast die Patienten, jemand schnappt dir den Arzt weg. Oder ganz am Anfang kannst du nicht das bauen. Aber es ist halt immer nicht total, das ist wieder das Interessante, weil Barrage ist halt einfach, wenn der, ne, wenn dann jemand den Staudamm halt dir wegschnappt oder ihn oberhalb von dir hinbaut, dann kannst du quasi aufgeben. Hier hast du, glaube ich, schon immer noch, also zumindest auf dem Niveau, auf dem wir spielen, hast du immer noch eine B- oder C-Möglichkeit. Wir müssen übrigens unser Root-Video nicht zu Karl. Den Bandscanner haben wir hier zu viert gedreht und das ging super. Das war gut. Ich finde die Spielform sehr angenehm. Bei dem, ja, ja, also mir gefällt das Spiel jetzt zum Beispiel auch besser als Hallertau. Auf das Welten. Uwe, es tut mir leid, aber ja, wirklich. Auch wenn ich es natürlich gleich hart verkacken werde, aber das werden wir, das werden wir dann sehen. Mal gucken, mal gucken. So, so neue Runde. Wir fangen von vorne an. Wir machen, ja. Die hier werden nochmal nach da geschoben. Mhm. Aber der Schild jetzt hier, der kann jetzt ja stehen und. Patientenempfang, genau. Der kann da super Patienten empfangen. Der ist orange auch, ne? Der ist rot. Der ist rot. Tatsächlich rot, ja. Auch rot und orange ist schon sehr ähnlich, muss ich sagen. Mal kurz gucken, was Karl möchte. Ah, Sprachnachricht, ja, das ist jetzt schwierig.
Fertig. Ich kann die nicht mehr verbinden, ne? Nee. Aber hier könnte ich was hinbauen. Das wäre ein neues Gebäude dann, ja. Nee, also hier könnte ich was hinbauen. Ja, das darfst du machen. Diagonal ist nicht verbinden, ist nicht benachbart. Finde ich auch schön, dass es so eine schräge Ansicht hat. Ja. Also ist am Anfang jetzt ein bisschen verwirrt, aber dann, wie man gemerkt hat, am Anfang legt man vielleicht mal irgendwie was anderes irgendwie. Das ICH84, sehr schönes Spiel, das selber mit allen Erweiterungen, inklusive der neuen Covid-Expansion im Regal. Die vierte ist schon bestellt. Hier hast du ja quasi auch Aufträge. Also daher, man weiß ja hier, was man machen muss. Richtig. Ne? Man hat den Auftrag, man muss sich den Auftrag nur holen. Kann halt sein, dass man am Anfang sagt, okay, ich hole mir in der ersten Runde keinen Auftrag, sondern baue halt ein bisschen mehr. Das kann sein, dass das funktioniert. Das werden zukünftige Runden bringen. Warum ist das da? Weil es, wenn der Patient quasi dorthin geht, kostet das keine Zeit. Warum gibt es diese Regel? Das ist nett, aber warum? Weil, ne? Ja, und hier kann ich brauche, was ist das, ungleich? Hm? Der falsche Arzt kann nicht Patienten, aber nur plus eine Stufe. Einmal. Ja? Dann darf ein Arzt und ein Patient sein, egal welche Stufe. Vollkommen aber bringt immer 6 Geld. Es bringt immer 6 Geld, genau. Wenn du also mal irgendwie an so einen roten Patienten reingekommen sein solltest und der stirbt dir gleich weg, dann kannst du die Notversorgung in die Notfallambulanz schicken und da sitzt dann quasi der Student gerade frisch aus der Universität mit Abschluss und behandelt den und es funktioniert wunderbar. Kaufen kann ich mir hier aber immer nur ein Arzt nur, genau. Ein Arzt und ein hiervon von beiden. Wenn ich mir hierbei einen kaufe, kriege ich ja die Assistenten behalte ich auch die ganze Zeit. Ne? Die bleiben genauso da, ja, genau. Ah. Oh, ich muss bei mir ein paar Autos mal wegfahren lassen hier. Ich habe ja insgesamt nur 5 Leute, die hier arbeiten. Hier sind viel zu viele Autos. Das ist okay. Ja. Ich habe tatsächlich auch gerade, ich habe 3 Leute, ne? Ich verkaufe die 3 Autos, kriege dafür 15 Geld. Ich schiebe mal hier einen weg. Ich finde es aber so geil, dass quasi selbst wenn der Patient mit dem Heliport kommt, oder den Heliport, dass trotzdem ihm dann mehr das Auto hinterher fährt. Großartige Überlegung. Na? Also ich glaube, es ist ein Schieben. Ja. Ich mache so. Sehr gut. Bauen. Anheuern. Gut, ich fange an. Ich nehme einen Garten bei einem Eingang, das kostet mich 4. Hier sind die Gärten. Hier wird der Garten hingebaut. Und hier kommt der Eingang hin. Gut, dann möchte ich ihmchen haben und ihn hier. Der kostet dann 2, 3. Also genau, du hast ja den hier gekauft letztendlich da, der kostet dann 2. Ja. Ah, okay. Und also zahle ich 4. Ich fülle schon mal. Auch, ach, du hast die. Nee, ich hab die. Nehmen natürlich auch gleich die 2 Autos. Genau. So, neue Patienten kommen hier an. Oha. Meine Güte, was ist denn hier los in der Augenheilkunde, Mensch? Die, da gibt's sind ja alle schlimme Fälle. Ja, der Fehler mit dem Auto passiert echt am häufigsten, das glaube ich. Aber ich finde es. Vielleicht, wenn man das Spiel für 15 Mal gespielt hat, dass es einem dann echt auf den Sack geht. Aber so finde ich es immer noch lustig mit den Autos. Und es gibt einfach dem Ganzen eine nette Haptik. Sie haben sich so viel Mühe gemacht. Die Dinger sind angeschrägt. Die Personen sind da, fast in, ne? Also, mit dem Wagen und sowas davor. Gut, die Ärzte sehen aus wie irgendwelche Miepel. Da sieht man jetzt nicht, dass die irgendwie noch ein Klemmbrett unterm Arm haben sollen oder sowas. Ne? Den kann ich mir aber nicht zusätzlich kaufen, den muss ich stattdessen kaufen. Entweder Arzt oder so einen. Einen hiervon und einen hiervon. Da. Genau. Einmal eins davon. Genau. So, neue Aktion. Kann so einer auch einen Patienten aufwerten? Oder das geht nach oben und nach unten? Oder es geht nach oben und nach unten. Du wertest den Arzt hoch oder runter. Darum. Das war ja das Beispiel, was ich vorhin gebracht habe. Wenn der rote Arzt den weißen Patienten hat, brauchst du ganz viele von den Assistenten, die dir dann erklären, wie das funktioniert. Aber der muss natürlich im selben Raum sein, ne? Genau. Und von denen dürfen wirklich viele im Raum sein. Ich überlege mir in der Fantasie, wie das so gut wäre und gucke dann nachher in der Praxis, ob es funktioniert. Schade ist nur, dass die Spielerinteraktion recht mau ist. Das finde ich gar nicht. Also ich finde erstmal so ein Wirtschaftsspiel kann nicht noch viel mehr Spielerinteraktion haben. Aktienhandel und so, bla. Weil halt einfach, letztendlich ist es dann halt einfach zu
Und du bist ja schon so, also bei Interaktion würde auch bei dem nur bedeuten, ich kann dir wahrscheinlich noch irgendwas wegnehmen, was du gerne hättest und ich ziehe dich übers... Ja, und ich finde, das geht ja schon so ein bisschen, ne? Also ich gucke jetzt einfach mal, dass Ben ja Patienten braucht und dann gucke ich, wie viel Wartepunkte hat er, ne? Momentan 3 Wartepunkte, was kann er damit machen? Ich bin ja froh, dass ich mir nur über meine Sachen und das hier Gedanken machen muss und nicht noch da. Na gut, das ist ja erste Runde natürlich, ne? Aber das könnte später schon nochmal interessant sein. Nach 30 Minuten nehmen wir vielleicht, wenn ich irgendwie eine Rauchbombe reinlegen könnte, ein bisschen kühler hier, Parmesan in Grillkühler. Genau. So. Dann geht da noch was. Ja, da dürfen 2 drin sein. Hat Karl jetzt nochmal geschrieben, weil ich habe es nicht gehört. Gut. Fertig. Genau, gerade mit mehr Spielern wird das ein heißer Tanz um Ärzte und Patienten. Das glaube ich auch. Und dann hat man diese Interaktion. Ich finde, diese Interaktion reicht vollkommen aus. Ja. Aber gut, ich kann es auch verstehen, wenn man da noch ein bisschen mehr möchte. So das Level, was ich als angenehm empfinden würde hier. Glaube ich. Schon ein bisschen viel, aber es ist auf jeden Fall was, wo man sich reinfuchsen kann. Weil es gibt einfach so viele Optionen. Also ganz viel Kleinkram, der dann so ganz interessant zusammenhängt. Wo du denkst, ja, okay, wenn ich hier was hinbaue und so, das hat so viele Konsequenzen. Total, ja. Weil ich kann hier ja auch tatsächlich 2 Leute behandeln, ne? Das ist mir jetzt erst bewusst geworden. Boah, wenn ich den hier hochfahren will, das kostet auch richtig viele. Ach so, er hat auch geschrieben, schade ist nur, dass die Spieler zu richtig mau ist, aber man muss eh so viel grübeln, dass es wohl hier besser ist. Ah, okay, das hätte ich nicht weitergelesen. Ja, du hast vollkommen recht. Genau. Da sind wir ja alle einer Meinung. Ich hätte jetzt gerade 3 Wartepunkte, ne? Du hast jetzt gerade 3 Wartepunkte, genau. Ja. Und diesen Helikopter-Dings könnte ich hier hinbauen, ne? Genau, ja. Das würde mir noch einen Wartepunkt mehr bringen. Mhm. Und einen Patienteneingang mehr. Mhm. Du könntest den auch. Dann könnte der hier hinbauen. Naja, das geht auch. Ne? Das wäre auch erlaubt. Aber wenn ich ihn hier hinbauen würde, würde ich ja 1-2 ausgeben, um einen dahin zu bringen. An Bewegungspunkt. Wohin, wenn du ihn wohin baust? Wenn ich ihn hier hinbaue, kostet das 1-2 Bewegungspunkte. Ja, genau. Mhm, genau. Auch nicht uninteressant. Mhm. Man braucht ja auch gar nicht so einen Riesenqueen. Ne? Hier kann ich jetzt natürlich keinen Garten mehr hinbauen und hier hochbauen. Also Garten hochbauen bringt ja gar nichts, weil du kannst ja nicht gleich hier. Das dürfen nur nicht gleich übereinander sein, ne? Ja, genau. Unterschiedlich geht schon eher. Nee, geht gar nicht. Ja, du könntest ja hier wieder einen hinbauen, wenn du hier einen Garten hinbaust. Ja, okay. Ne? Das hätte man irgendwie schon anstrengend. Ja, aber ob das so. Das so lohnt. Ich bin auch tatsächlich bestimmt gleich fertig. Ich will so viel, ich will alles. Ja, ich habe ja auch irgendwie ein bisschen Geld. Das ist so schön an solchen Spielen. Will ich so ein Helipad? Ben baut schon in der Profi-Variante, ja, das stimmt. Was mach ich? Du baust schon in der Profi-Variante. Nee. Denk nicht ab. Brad. Also ich möchte ja gerne jetzt, wir haben ja noch, ich will ja Patienten haben auf jeden Fall. Vielleicht sollte ich mir die jetzt holen. Ben und könnte danach mit den 3 Gebäuden könnte Ben noch schaffen, das stimmt. 3 Gebäude? Ja. Ja. Bis jetzt hast du 2. Gibt es da extra was für? Frohe Gebäude, 80 Punkte am Ende. Echt? Ja, das ist doch dieses hier, wo ist es denn da? Aber im Moment, aber die Gebäude müssen so sein, dass sie Patienten behandeln können dann. Also das noch nicht. Ne? Du hast ja nur ein Labor, das kann ja keine Patienten behandeln. Ich habe eine Spielze. Gut, ich habe gewählt. Du auch? Hast du nicht gewählt? Ja. Das dauert immer wieder. Ja, anheuern. Okay, du fängst an. Gott sei Dank. So, ich habe jetzt 3 Bewegungspunkte. Die Bewegungspunkte, ja. Ja, also Wartepunkte. Die Wartepunkte sind ja auch egal, du bist ja gerade hier. Ach nee, warte, nein, du hast auch das gemacht. Entschuldigung, ja, du hast genau das gemacht wie ich. Ja, genau, ja. Ja, du hast auch 3, ne? Aha. Das ist ja, ich habe auch 3. Nee, ich habe 4 Wartepunkte sogar. Weil du noch ein Eingang mehr hast. Genau. So unverschämt. Es ist mir zum Glück vollkommen Wumpe, was du machst. Ich krieg auf jeden Fall irgendwas raus. Ja. Das finde ich nämlich sehr angenehm. Aha. Ja, also, den würde ich ja hier tauschen. Mhm. Einmal tauschen. Genau. 2-mal tauschen, 3-mal tauschen, damit ich ihn überhaupt in die Herzambulanz mir hier holen kann. Das stimmt. Das ist aber schon ganz schön viel. Ob sich das dann so lohnt? Ich glaube tatsächlich fast nicht. Ja, aber 32 Taler, ne? Ja, aber ich könnte mir stattdessen auch 2 gelbe oder orangene holen.
Das ist orange. Das ist auch. Ist das orange? Das ist orange. Weil ich, das nehmen ist auch nochmal ein Punkt? Ja. Naja, klar. Wenn, also ich würde einmal, zweimal, dreimal tauschen, genau, wären meine Punkte weg. Du könntest auch einfach so tauschen. Ich will ja zwei Orangen. Ah, zwei Orangen. Ja, das funktioniert nicht. Also zumindest nicht mit, dein, mit dem Einzug jetzt. Nee. Ob das dann so clever ist, das jetzt zu machen? Allein die Miepe und die Räume thematisch geht schon was nicht. Das stimmt. Es ist schon, es hat schon was Thematisches auf jeden Fall. Im gewissen Rahmen natürlich auch mal wieder nicht, das ist vollkommen obskur, aber. Wieso sieht man Karl nicht? Weil Moin Karl Markus, nicht weil Karl nicht da ist. Karl ist im Nachbarhaus. Und mich sieht man gerade nicht, weil die eine Kamera so begeistert vom Spiel war, dass sie einfach gesagt hat, heute genießt sie das Spiel einfach mal vollkommen. Ich habe das Gefühl, das war tatsächlich nach 10 Minuten Nachdenken trotzdem das Falsche. Oh, Karl ist doch da. Ach, lustig. Sehr schön. Karl ist da. Sehr schön, Karl. Karl, lern die Regeln gleich mal. Das wirst du in den nächsten Tagen mit Ben auch spielen dürfen müssen. Ja, hübsch, aber Rust, nennen wir ein paar Eurogames, die wirklich hübsch sind. Also ich vergleiche so Spiele dann gerne mit Coimbra und dagegen ist es super. Mhm. Aber gegen die meisten Eurogames... Also das hier schon hat schon was. Das ist hier das Gelb, ne? Das Thumbnail hat halt noch mal einen Namen. Okay. Hier steht bei uns... Naja, da steht mit Ben und Karl, nicht Ben und Karl. Hier steht lustiger sogar die Flo-Show, das finde ich sehr lustig. Dankeschön dafür. Die Flo-Show live. Mhm. Also, das ist, glaube ich, ganz gut gewesen, das jetzt zu machen. Darum nehme ich einfach mal... Was für ein Mist. Ich kriege den roten nicht. Ich will aber den roten. Okay, ich überlege, ne? Ich muss 1, 2, 3 und dann habe ich keinen Glück. Ja, wenn du nach mir dran wärst, dann wirst du den roten vielleicht kriegen, weil man kann sich ja denken, dass ich die Augenheilklinik auch bespiele, aber bist du halt leider nicht. Mhm. Ne? Ich wünschte, ich hätte einen Antrag zum Bild. Ich nehme mal einfach. Hübsche Rios, TFM. Brass, Neuauflage. Agricola. Agricola auf jeden Fall. Ich kann noch eintauschen, ne? Aber ich tausche mal den. Hallertau, Markus, das ist ein Scherz, oder? Was? Hallertau? Da war ein Smiley hinter. Ja, das sah ich dann auch. Aber Brass Neuauflage spitze. Also ich habe 3 gemacht. Schon gut aus. 2 gemacht. Aber also das, bei dem Board bin ich bei euch hier, das ist ein Funktionsboard, das sieht nicht schön aus, natürlich, ne? Das sind so, hat so kleine nette Gimmicks wie das hier so. Aber ja, das Board sieht nicht hübsch aus. Aber die Miepel, die Räume und so, schon, das, ne? Ist schon alles. So, hier wird nachgerückt. Ich habe leider gerade nicht gesehen, aber was du gemacht hast. Ich habe den weißen von hier genommen, genau. Den gelben von da. Ja. Ich habe einfach die beiden genommen, die da lagen und habe den noch einmal getauscht. Okay. Die beiden genommen, die hier lagen. Okay. Dann bin ich dran. Mhm. Und ich mache folgendes. Das ist der erste. Mhm. Das ist der zweite. Das ist der dritte. Ne, der rutscht ja da automatisch nach vorne. Ich habe ihn ja quasi hier mitgetauscht. Also er liegt ja hier, ne? Ach, der rutscht schon fast rein. Ja, ja, ja. Ah. Das rutscht sofort nach. Und das ist der vierte. Gut. Dann war das schon wieder das. Dann kommt mit hier nachgefüllt. Wiesem, Kosem, alles nicht hübsch, aber nicht hässlich. Übersicht und hat auch wirklich sind doch nicht gleich. Viele üble Patienten hier am Start. Mhm. Muss man sagen. Die nicht behandelt, die werden auch automatisch schlimmer. Die, ne? Werden auch nur automatisch schlimmer, ja. Das ist eigentlich nicht so schlecht, oder? Ja, wenn man da, ne, was machen möchte, dann ja. So, dann kommen wir zur dritten Aktion. Oh, für die Patienten brauche ich natürlich noch Autos. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5 und
zwei Patientenautos. Ärzte nichts machen, die werden auch einfach abgewertet, ne? Die werden alle abgewertet. Mhm. Ja, alle Klinik, die alle Ärzte in der Klinik sind, sind unter dem Stress. Ich kann auch nicht einfach hier zwei kaufen, ne? Nein. Kannst du nur noch einen kaufen. Also du kannst generell nur einen davon kaufen. Mhm. Was sagt mir, dass ich an meine Infrastruktur arbeiten soll? Und das war einfach der Ziel wie ein Assistent. Da ist ein Assistent gratis mit drin. Nicht aber ganz normal wie ein Behandlungsraum neben dem Stationsraum. Der braucht auch ein Lager? Das überprüfe ich. Ich glaube nicht. Das stand nicht dabei. Hat mich selbst gewundert. Aber der Operationssaal. Nein, der benötigt kein Lager. Der benötigt nur ein benachbartes Stationszimmer auf der gleichen Etage. Also könnte ich den hier hinbauen? Ja. Der könnte da hin. Und da kann ich behandeln, was ich will. Da kannst du so, gucken wir mal ganz kurz. Also was auf der Ebene ist natürlich. Ja, ja, genau das. Ja, ja, genau, okay, was okay. Auf der Ebene ist, aber ansonsten, genau, du hast halt einfach den Vorteil, dass da eine kostenlose Pflegekraft mit eingebaut ist. Ach komm. Und du kein Lager für ihn brauchst. Ja, ach, ich kann hier nicht durch. Das mache ich auch dafür. In der sechsten Runde ist okay. Ja die man hat durch. Die muss man hat durch. Ich baue. Ich auch. Okay, du darfst anfangen. Ich baue überraschenderweise das Ding hier. Okay. Und baue es. Hier hin. Das geht, ja. Das kostet ja. Dich drei Geld. Ich hatte mal echt viel Geld. Und dann möchte ich noch was bauen. Mhm. Ich habe schon gemerkt, dass mit diesen Dingern hier ist schon echt ganz wichtig. Und zwar, jetzt kann ich ja von den blauen keins mehr bauen. Ne? Genau. Mhm. Noch ein Parkplatz für später, das wird schon wirklich eng. Hm. Noch ein Eingang. Einen Eingang könnte ich auch hier bauen? Nein. Nur am Rand. Nur am Rand. Und da auch nicht, und, weil. Mhm. Genau. Bauordnung. Im Norden des Gebäudes dürfen keine Eingänge platziert werden. Transportsystem kostet immer nur 2, ne? Oh, Everdell ist sehr schön. Wingspan. Ja, Wingspan sind die Karten schön, aber die Spielbretter. Ja, doch, die Spielbretter sind auch nicht schlecht. Aber Marcel, das liegt einfach, du hast ja gerade genau, und ihr habt ja oben auch wieder Spiele genannt, wo man halt keine Funktionen erklärt bekommt auf den Spielbrettern. Ne? Das finde ich bei Euros, sobald du anfängst, die Funktionen zu erklären, wie hier, werden sie hässlich. Obwohl, das stimmt nicht ganz, bei Everdell hat man auch ein paar Funktionserklärungen drauf. Und trotzdem ist es nett. Es ist nicht nett, es ist großartig. Komm, ich baue mal für 2. Mach hier so Transportdinger. Die kann ich jetzt quasi hier hinbauen und hier hinbauen. Genau, ja. Sprich jetzt kannst du 1. Genau, das ist das Schöne daran. Ich baue ja auch, ich baue mir, was habe ich gesagt? Ich wollte hier so einen Behandlungsraum bauen. Und zwar baue ich den hier hin. Für 2 und ich baue auch ein Transportsystem für 2. Kostet mich jetzt nur 4. Bin ich fertig. Das muss man schon planen, dass du das auch dreimal spielst. Dann sind wir durch, dann, ne? Sind wir durch. Es kommen noch einmal Patienten rein. Wie schön. Dann dürfen sich die Leute bewegen. Und zwar bei mir müssen sich die Patienten bewegen. Und zwar bewegen sie sich hier rein. Das ist jeweils ein Bewegungspunkt. Und von da aus, flupp.
werden sie automatisch hier hingeschossen. Mhm. Der hier auch. Ich bin bei 2 Währungspunkten. Mhm. 3, 4, 5, 6. 3 davon ziehe ich wieder ab, habe ich 3 Währungspunkte verbraucht. Das ist schon nicht so viel. Dann gucken wir, was bei dir passiert. Mit deinem geilen Transportsystem, da wo die ganze Zeit die Patienten durchgeschossen werden. Also ich... Ah, das ist ja nur gelb, ne? Oh. Aber ich könnte ja so machen, dann könnte der das ja behandeln. Und ich könnte auch irgendwie so machen, dann könnte der den auch behandeln, wenn ich den damit reinstelle, ne? Ja, genau. Moment, ich habe es nicht ganz verstanden. Was? Ah ja, genau, du hast da den OP, genau. Genau. Hm, ja, ja, richtig, das klappt alles. Dann mache ich das nochmal so. Dann gebe ich hierfür einen Bewegungspunkt aus, genau. Hierfür zwei. Das sind drei. Wieso drei? Naja, einer plus zwei. Oder? Eins. Ah nee, der muss ja nur dahin, stimmt, da steht ja auch noch einer. Ja, also, super, also ja, eins hat zwei, genau. Die stehen natürlich doof hier. Dann geht der hier 3 rein, der 4, 5, 6. Achso, der muss, der kann auch, der muss, das ist von Eingang zu Eingang, ist egal. Achso, egal wo der steht. Genau. Also 5. 5. Das war's. Ne? 5 Führungspunkte. Von 16 auf 21. Mhm. So. Der Arzt darf noch in das Feld reingehen, damit wir nachher wissen, was da drin steht. Ja, jetzt kommen wir zur Finanzphase. Du darfst anfangen. Das ist nicht so viel bei mir. Das wird gleich viel. Ne? Ich würde gerade sagen. Ja, ja, also ich, die beiden hier versorge ich ja. 2 mehr habe ich tatsächlich immer. Sind. Ist das so? Gelb und Ding 20 einfach nur, ne? Genau, weil, aber der eine ist ja am Park noch, also ja? 2 mehr. 22. Ah, wusste ich. Hat er was ja eigentlich erzählt, ob er das Spiel auch hat, die Klinik, oder hat er da tatsächlich mal nicht zugegriffen? Ja, ich werde da nicht zugeschlagen. Nee? So, das behalte ich und die waren es verwischen. Genau. Nett, das so, wie viele Räume hast du? 7 Räume, ne? Das zeige ich auch nichts. Genau, 1, 2, 3, 4. 7 Räume und ein Park. 6, 7, 8. Genau, 8. Dann zahle ich dafür wieder 8. Genau. Und dann zahle ich noch für. Die beiden Orangen jeweils 3. Das sind 14. 16. Genau, und der noch einen? 17. Und der noch einen. 14. 17. 18. 3 weniger. 15. Genau, 15 darfst du zahlen. Damit habe ich 7 Einkommen gemacht. Wow. Gucken wir mal, was bei mir rauskommt. Bin mal gespannt. Also, ich habe hier einen gelben und einen weißen. Die kriege ich auch behandelt. Also, das wären auch zusammen 20. Mhm. Aber beide sind an einem Park dran. Mhm. Also 24. So, 24 Geld. Und jetzt kommt Folgendes. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Räume. Das ist auch richtig? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau. Leute, 1, 2, 3, 4, 5. Ich darf davon 3 abziehen, also muss ich noch 2 bezahlen. Ich habe einfach die billigen Ärzte bei mir. Mhm. Du hast 2 Orangen und ein Gelben. Mhm. Die haben halt nicht die passenden Patienten versorgt. Mhm. Jetzt werden die auch alle schlechter. Und dann bist du auf der da hinten. Der wird jetzt ja ein roter. Mhm. So, und dann würde ich sagen, gehen wir mal hier rüber. Gehen wir mal hier. Ah, es ist schon noch ein bisschen, was noch passieren kann. Wir gehen mal hier 7. Achso, hast du dir was gekauft gehabt? Oder hattest du dann alles rübergepackt, dein Geld? Was von den 7, die du noch hattest? Ich kaufe mir 2 EP nämlich, kann ich schon mal sagen. Mhm, kann ich freien Abzug auch. Ach, echt? Ja. Mhm. Ich kaufe mir mal... Wie viel willst du auf Sparbuch packen, ist die Frage. Klinik habe ich nicht, ich sehe kein Merkmal, weswegen ich es haben muss. Gutes Spiel. Ja, wahrscheinlich reicht ja auch die Klinik einfach. Vor Ort, das kann ich schon verstehen. Ich behalte mein Geld und mache nichts ohne hoffentlich richtig viel Asche. Gut. Verwaltungsphase. Der geht zurück. Der geht ein runter. Mhm. Das wird abgeräumt. Dann, der wird aufgewertet zu einem gelben Arzt. Da kommt ein neuer Arzt dazu. Mhm. Den hast du die Ärzte.
Die kommen raus. Deiner wird aufgewertet zu einem roten. Mhm. Alle anderen in der Klinik werden abgewertet. Das heißt, dein gelber wird ein weißer und der orangene wird ein gelber. Patienten, die wir hätten, würden sich verschlimmern. Haben wir nicht. Den Sprint sind wir fertig. Hier wird nichts mehr aufgedeckt. Startspielerreihenfolge. Du liegst weiter hinten, du bist vorne, du bist dran. Mhm. Und los geht's. Fertig. Oh. Ich mach mal so. Guten Appetit, Marcel. Gut, du machst so? Fertig? Baue. Mhm, okay. Ich stelle ein. Mhm. Dann darfst du anfangen. Dann baue ich mal das und das. Mhm. Den baue ich hier hin. Mhm. Und den baue ich hier hin. Das und dann kostet mich das 5, 7. Mhm. Ich nehme den Arzt hier. Mhm. Und hier einmal so einen Helfer. Das sind dann insgesamt 5. Und dann bist du dran. Also sind wir wieder dran. Achso, Moment, vorher kommen nochmal neue Steine. Fertig. Ich hole einen Patienten. Ich hole auch Patienten. Mhm. Du darfst anfangen. Dann nehme ich mal eins. Aber Moment, nee, das ist eben vor, genau. Das ist eine Sache, die man noch nicht vergessen darf. So, okay, jetzt kannst du. Genau, also ich habe insgesamt ja 1, 2, 3, 4, 5 Bewegungswartepunkte. Genau. Also tausche ich die beiden hier. Mhm. Eins. Und zwei. Und das ist ja hier so ein Arztding. Genau. Da. Dann rutschen die auf. Dann habe ich hier einen weißen stehen in der Augenklinik. Das heißt, ich nehme mir noch den für den dritten. Also nicht Augenklinik, sondern ne? Psycho. Mhm. Psycho. Und der ist ja nicht gelb, sondern das. Also kann ich mir den hier auch noch holen, weil das passt ja wunderbar. Mhm. Gut. Gut. Dann darf ich meine Punkte nehmen. Ich habe 1, 2, 3, 4. Ich nehme den hier für die Augenklinik. Das ist die 1. Jetzt macht er mit ihm aus. Genau. Die rutschen wir nach. Dann haben wir. Das hier ist die 2. Das ist die 3. Oh, noch drei Autos. Oh, hier geht ein Auto schon wieder gleich her, stimmt. Mhm. Und dann nehme ich hier noch einen von. Das ist die 4. Fertig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und nochmal 3 Autos für die Patienten. Wenn ich ein Parkplatz upgrade, werden die einfach von 2 auf 3 abgewertet, ne? Genau, ja, ist nicht so, aber der Platz ist halt eng, ne? Mhm. Ja, bei mir gibt es ja echt schon Probleme jetzt. Oh, 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 oh. So, letzte Runde. Also Moment, erstmal das hier wieder, neue Patienten hin. Ja, dann schon ein weiter, oder? Ja. Ja, genau.
ja gerade alles auf. Fertig. Aber um nach oben zu machen, brauche ich auf jeden Fall noch mehr. Aber man kann ja gar nicht so viel Struktur hier aufbauen, ne? Du musst dann unten wieder ein bisschen was gehabt haben, ne? Natürlich, genau. Wo du drauf bauen kannst. Aber ja. Ich könnte hier zum Beispiel noch so ein Dings nehmen. Genau, Behandlungsraum, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber da wir beide dieses Psychokram haben. Und ich habe noch 6 Geld. Und hier kann ich das also genauso aufbauen. Da. Erstmal. Nee, kann ich nicht. Hier kann ich jetzt kein Behandlungszimmer mit nebenbauen, ne? Moment. Also erstmal kannst du keins hinbauen, weil. Also wenn hier eins wäre, genau, könnte ich das nehmen. Genau, darfst du trotzdem daneben. Genau, das darfst du. Genau, und hier kann ich nichts drüber bauen, weil das ist der Parkplatz. Genau. Ja, es wird dann irgendwann schon nicht nett. Ich baue mal. Okay, dann du baust, okay. Mhm. Also du holst dir Leute. Nee, sorry, falsch. Hier, bauen. Du hast doch gesagt, genau. Genau. Dann bau ruhig. Dann hole ich mir hier einmal so ein, die kann ich ja hier hinlegen. Genau. Das sind 2. Mhm. Und hier drüber könnte ich den hinlegen? Oder muss der auch? Wohin? Dahin? Darf er nicht, 2 blaue nebeneinander dürfen nicht. Aber ich könnte noch so einen daneben legen. Auch wenn das eigentlich keine Funktion hat, außer dass das liegt. Ja. Du könntest auch, du kriegst jetzt ein Lager gratis mit deinem Behandlungsraum, den könntest du auch oben drüber packen, wenn du da nur was hinbauen möchtest. Dahin. Dann hättest du immer noch eine weitere Bauaktion. Kostet dich natürlich was, aber. Die kosten mich? Achso, die kosten nochmal, ne? Genau, einen kostet der. Also 1, also wäre ich jetzt bei 3 insgesamt. Genau, und hast noch einen Bau. 2. Etage, neue Station, sagt er, ja. Mhm. Wäre auch eine Idee. Ich muss aber angrenzen bauen. Oh. Das kann ich ja schon mal bauen, das kann nur noch keine Patienten aufnehmen, oder? Das kannst du bauen, ja. Aber ich habe nicht genug Geld dafür. Das würde dich dann nochmal, wie viel kosten? Nochmal 4. 4. Ja, das wären dann insgesamt 7. Ja. Aber ich sehe 6 in deiner Hand. Ja. Das funktioniert nicht. Kredite gibt's hier nicht. Ich habe auch nirgendwo noch was liegen. Na? Ja, spannend. Nee, aber so einfach geht's dann zum Glück doch nicht. Okay, mache ich das auch mal für 3. Ja. Tja, Ellen, als Bauchspieler. So, wir sind jetzt beide keine, die jetzt hier jeden Zug eine halbe Stunde durchgrübeln und trotzdem wird's. Aber es kann natürlich sein, dass wir total abgezogen werden würden von wem, der alles durchdenkt. Ich glaube, man kann das auch ein bisschen bauchspielermäßig. Ja, also ich spiele relativ, ich passe jetzt nicht hart durch, aber es ergibt sich, also du spielst ja nicht aus dem Bauch und sagst, ich mache einfach mal so. Ja, und ja, genau. Ja. Gut, ich bin durch. Schön, ich nehme mir Patienten und zwar habe ich immer noch 1, 2, 3, 4 Punkte. Ne? Und ich brauche ja da die Leute, genau, oder da hatten wir gesagt, das war egal. Also nehme ich den hier schon mal, das ist schon mal der erste Punkt. Mhm. Und dann tausche ich den mit dem hier hoch, das ist der zweite Punkt. Und dann nehme ich mir den hier nochmal, das ist der dritte Punkt. Und den vierten Punkt kann ich schon mal den hier dahin tauschen. Mhm. Und dann bin ich durch. Sehr gut. Dann wird nachgefüllt von den Patienten. Dann können wir uns bewegen. Genau, ich bewege schon mal. Das ist so einer. Mhm. Das heißt, der geht. Der landet mit dem Helikopter wahrscheinlich, oder? Warum das? Nee. Oh. So wär's. 1. Also der ist ja. Er geht rein, das ist die 1. Ja. Das sind 2. 2, genau. Dann geht der. Das ist sogar nur einer, genau. Mhm, sind 3. Also 3. Mhm. Dann geht der 4 da rein. Der geht rein, genau. Der geht 5 da rein. Mhm. Und der geht 6 da rein. Genau. 6 Bewegungspunkte. Mhm. Ich
von 21 auf 27. Mhm. Bewegung bei mir. Oh Gott, ich muss erstmal nach den Autos noch gucken, ob ich überhaupt so viele Leute... Ach, Mist. Ich kann die Patienten gar nicht unterbringen, weil ich keine Autoplätze mehr dafür habe. Oh. Das ist das, was ich gleich macht. Denn ich habe hier nur noch einen Platz, wie ich gerade sehe. Na, ich guck mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8, 10, was? Ich habe zwei Autos zu viel. 9, 10, 11, 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dürfen es nur sein. Einer muss wieder weg. Ah, hier, den einen. Habe ich mir nicht genommen. Oder ich habe ihn. Na ja, komm, ich habe ihn mir genommen. Doch, ich habe ihn mir genommen, aber. Nee, darf ich ja nicht. Ich darf ihn ja nicht mal nehmen. Ne? Gut, Bewegung. Der Arzt geht hier rein. Das ist die 1. Der hier switcht einfach rüber. Das ist 0. Der geht auch hier rein. Das ist die 2. Der bleibt da. Dieser hier. Geht hier rein, das ist die 3 und switcht hier rüber. Dieser geht hier rein, das ist die 4 und switcht hier rüber. Dieser hier, 5, 6. 6 Bewegungspunkte, 3 darf ich abziehen, habe ich 3 Bewegungspunkte. Ich hätte auch die beiden gar nicht hier bringen müssen, hier hätte auch gereicht, oder? Da hätte auch gereicht, das stimmt, ja. Dann bewege ich sie einfach nur dahin. Ja, das sind 2 Bewegungspunkte weniger. 2 Bewegungspunkte weniger. Genau. Das stimmt. Gut. Der OP, das ist der OP, ne? Genau. War da noch irgendwas mit Kosten eigentlich? Ich glaube schon, ne? Beim OP, das hatten wir vorhin, haben wir das vorhin nicht berücksichtigt, aber ist nicht so schlimm. OP mit Kosten? Der OP kostet bei Benutzung 3 Geld. 3 Geld, genau. Stimmt, ich habe ihn benutzt. Und du hast ihn benutzt. Dann genau. Aber haben wir übersehen, ist egal. Geht. Darum kannst du dir überlegen, ob du es jetzt machen möchtest oder ob du lieber die Bewegungspunkte ausgeben möchtest. Ja, ich möchte. Okay. Das sind ja nur 3 Geld, ne? Ja. Also 3 Stück statt 1 Geld dann. Naja, ne, ich glaube, ich mach das. Okay. Gut. Bedenken dann. Bewegt haben wir uns. Mhm. Dann kommen wir zur Finanzphase. Mhm. Fangen wir an. Genau, also ich habe alle 3 erstmal versorgt, sind 32, 2. Das ist ein Orangener. Das ist ein Orangener. Ja, Orangener, genau. 52, 60 Geld. Boah, Wahnsinn. Plus nochmal 2 mal Park. 4 Geld. 64. 64. Ja, Wahnsinn. Das ist offenbar ganz gut. Du hast wahrscheinlich was Ähnliches. Nee. Der rote 50, ist nicht zu knacken. 60. Und vor allem bist du 3 Leute und ich kriege ja auch nur 3 Leute, dadurch, dass ich quasi einen Arzt hier leider rumstehen habe, der nichts macht. 60 und dann zahle ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kenn ich. 11. Das ist schon nicht wenig. 11 dafür und hierfür dann nochmal 15. Und das sind 3, 18, 19, 20, minus 3 sind 17. Mhm, genau. Also kriege ich noch 8 wieder zurück. Ich habe bei mir den Orangen, den ich auswerte, und 2 weiße. Der Orange sind 20 plus 16 sind 36. Und ich habe ja den hier benutzt. Ja, dafür zahle ich nochmal 3 extra. 2. Nummer 2. Also statt 2. Ein, ja, genau. 20 für den einen plus 16 für die beiden weißen sind 36. Alle an Parkanlagen, also 6 nochmal dazu, sind 42. Mhm. Das ist schon ein bisschen Unterschied. Zu deinen 60. Gut, da ist auch nicht mehr so viel über. Ach. Aber ich muss auch viel bezahlen hier. Das ist auch ein riesen Gebäudetrakt hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Räume. Personal, der kostet 4, kostet 1, 5, 6. Das war ja besonders ehrlich. Einen roten, der kostet viel und hat nicht den roten gebracht, sondern ich musste sogar extra noch einen hinpacken. Das ist ja, aber gut, du hast mir den vorher weggeschnappt. Das ist ja gut so. Also 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minus 6 sind 4, die ich noch bezahlen muss. Ja, habe ich ein bisschen mehr. So, bei mir bleiben 29 über, bei dir? 45. Ja. Naja. Und ich. Aber das ist ja auch ganz witzig, weil so das, was man
Brunnen dein Geld ausgibt, da ändert sich ja nicht so viel dran. Zumindest was man so zum Kaufen braucht. Ja. Das ist ja immer relativ überschaubar, außer wenn man später auf die höheren Ebenen gehen will, dann wird es gleich deutlich teurer. Ja. Aber ich würde einfach. Ich mache hier mal 3%. 3 war das, ne? Ja. Ich kaufe mir mal 9 Siegpunkte. 7, 8. Dann gebe ich dafür 27 aus. Dann kriege ich noch 3 zurück. Was habe ich gesagt? 9, dann gehe ich auf 14. Genau, war es nicht, glaube ich, so, dass ich zuerst kaufen muss? Ich befürchte schon. Ne? Also nochmal. Der letzte Spieler. Das passiert zuerst. In umgekehrter Spielerreihenfolge. Genau. Genau. Ich zuerst. Wann bleibe ich hin? Punktemäßig? Ja, Spieler, aber Spielereihenfolge ist ja diese. Achso, die, okay. Ja, also daher. Hey, aber du bist Erster. Ich war hinten. Ah, nee, da. Hatte ich nicht weniger Punkte als du? Du hattest weniger Punkte, deshalb warst du, bist du ein Startspieler. Okay, gut. Ne? Und das machen wir jetzt in umgekehrter Reihenfolge. Weiß ich nicht so ganz genau warum, aber wahrscheinlich damit ich nicht von hinten jetzt sagen kann, ach, da mache ich genau noch einen mehr. Gut, dann kannst du das halt machen. Also daher, ich habe hier noch ein bisschen, was ich hier noch investieren möchte. Ich gebe mal 24 ab. Ja, genau. Okay. Da hatte ich 5. Das sind 8 Punkte. Bin ich bei 16. So. Fünfte Runde. Mhm. Die gehen weg. Der geht nach da. Die kommen hier rein. Kommen weg. Genau. Die werden aufgewertet zu 2 Orangen. Alles in den Kliniken wird abgewertet. Ah, das ist gut. Ja, das stimmt. Ich hätte gleich wieder für Nachschubanderung. Ja, das ist so Learning, ne? Mhm. Orange, weiß bleibt, weiß verschwindet nicht einfach. Nee. Das hier, dem wird schlechter, der wird zu einem Orangen. Moment, wo war er? Hier. Und fertig sind wir. Du bist wieder Startspieler. Ist das nicht zwingend, wenn du nicht so viel machen kannst, so wie es auch aussehen soll. Ich bin Startspieler. Und los geht's, ja. Du bist an mir vorbeigezogen? Ich bin an dir vorbeigezogen. Ja, naja, ich hätte jetzt auch dahinter bleiben können, aber da du ja, da ich ja eigentlich als erstes das festlegen muss. Damit noch aufgefüllt, ne? Nee, das wird ja erst da aufgefüllt. Ach, damit noch aufgefüllt, ja, das stimmt. Na toll. Das ist orange? Zwei orange, aber weiß genau. Du hast deine ganze Runde schon durchgegangen. Mhm. Mist, ich habe sie wieder schon alle aufgedeckt hingelegt. So, fertig. Kaufen? Leute holen. Gibt nicht so viele. Du darfst anfangen. Genau, ich kaufe mal den hier. Mhm. Und oh, der kostet jetzt schon. 4. 3. 3. Das ist der erste. Das ist der Preis. Achso, die stehen falsch. Ja, genau, der müsste ja hier auf dem Gate drauf stehen. So. Achso, okay. Also zahle ich dafür 5. Mhm. Für die beiden. Ich nehme mir. Und dann kommen die auch gleich wieder mit Autos an. Den hier. Und dann die da liegen. Okay. So, 4 Punkte. Passt. Gut. Dann füllen wir nach. Mhm. Ah, also, nee, bei der ist nicht, sondern hier. Okay, hier kommt der hin. Dann haben wir hier bei der. Und gut. Kann das machen? Das ist die fünfte Runde, ne? Okay. Mhm. Mhm. Am Ende gibt es keine Extrapunkte, du hast ja nur die Punkte abgezogen. Dann doch, das gibt es hier für Ärzte, okay. Für zusätzliche Gebäude, für dann ne, Behandlungsräume in höheren Stockwerken. Mhm. Da hast du ja einmal hier schon mal 2 Punkte. Mhm. Und dann noch Minuspunkte für Patienten, die sind. Ich bin fertig.
Aha. Oh, ich muss schon wieder für meine Patienten hier meine Arme. Gut. Autos, kannst du zu denen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hatten wir schon mal das Problem mit der 12, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neun, zehn, elf. Ach, glaubt man's denn? Ja, dann habe ich mir hier eben. Den einen da oben habe ich nicht genommen, den gelben. Ja. Ja, ich bin trotzdem fertig. Man braucht ja immer so ein paar Patienten, ne? Mhm. Ja, ohne Patienten läuft der Laden nicht. Bei mir ist hier aber schon wieder viel zu viel. Ne? Ich habe ja jetzt 2, 4, 6, 7 Leute. Und viel zu viele Autos. Die sind alle mit Taxi Autos gefahren. 2, 4, 6, 7. Dementsprechend. Weißt du, das Spiel wird jetzt nicht rund. Das ist ja doof. Großartig, wie es ein Gescharre ist um Räume, um Ärzte, um Patienten. Das hat natürlich nichts mit der Realität zu tun, aber. Nee. Einsam schieben hier die einzelnen Leute ihre kleinen Wegechen ums Eck herum, dass sie mal irgendwen treffen, mit dem sie reden können. Alle sind nur im Stress. Halbe Campus mit Autos vollgeparkt. Man will ja auch irgendwie Leute haben, die Geld bringen, ne? Ja. Das wären dann wieder die Patienten. Wie sagt das Regelheft so schön? Die Patienten liegen unter leiden unter einer was? Oh, was haben sie Schönes aufgeschrieben hier? Ich finde es nicht mehr. Aber unter irgendeiner dicke Geldbeutelkrankheit oder sowas. Ich finde es gut. Fühlt sich unten, also es ist nicht wie Kolonisten oder so, wo es wirklich so richtig harte Arbeit ist, sondern. Nö, es geht fast locker runter. Ja, ne? Also man muss ein bisschen planen, klar. Aber, ne? Aber auch gerade die ersten Partien. Ich baue. Ich baue auch. Du darfst anfangen. Ich fange an. Da sehe ich eine kleine Schwachstelle. Wenn man einmal Startspieler ist, dann kann man das auch ganz gut behalten, weil man ja immer hinten bleiben kann von den Punkten her. Richtig. Ne? Das, da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie ich das finde. Ja, auch hierdurch, ne? Weil der hinten ist, muss ja anfangen. Genau. Ob das so gewollt ist, man weiß es nicht. Ja. Also bauen. Ich hatte folgende Pläne. Ich wollte einfach bauen. Kommt irgendwas. Bauen ist schon super, oder? Ja. Auf jeden Fall. Ich kann ja das hier hinbauen, ne? Und dafür kriege ich gratis so ein Ding. Mhm. Und das könnte ich hier drüber bauen. Das ist richtig. Brauche ich eigentlich. Kostet nicht. Aber trotzdem. Also gratis nicht, sondern inklusive der Bauaktion. Die Bauaktion. Aber das brauche ich nicht, weil. Das brauche ich doch. Weil der ist ja gerade nicht versorgt. Den müsste ich ja hier irgendwie nebenbauen. Also will ich ihn rüberbauen, genau, damit er den versorgt. Das ist richtig. Aber ist es nicht in der Regel, wenn die Reihenfolge sich nicht ändert, wird die Spielerreihenfolge gedreht? Oh, das können wir nochmal nachlesen. Das ist ein guter Hinweis. Das würde mich dann 7 Geld kosten. So ist das hier nochmal hier. Also, passt die Spielerreihenfolge an. Ihr spielt in umgekehrter Reihenfolge der Beliebtheit. Wer am wenigsten beliebt ist, spielt zuerst. Wer am wenigsten beliebt ist, spielt zuerst. Dann der mit der zweitniedrigsten Beliebtheit und so weiter. Bei Gleichstand spielt zuerst, wer dessen Markierscheibe weiter unten im Stapel liegt. Würde sich die Spielerreihenfolge gar nicht ändern,
kommt der letzte Spieler auf Platz 1 und alle anderen rücken eine Stufe nach unten. Ah, Dankeschön. Tatsächlich ist das eine Regel, die nicht greift, wenn es einfach nur unentschieden ist, sondern sie greift, wenn sich die Reihenfolge nicht ändern würde. Okay. Ne? Also der Satz lautet, würde sich die Spielreihenfolge gar nicht ändern, kommt der letzte Spieler auf Platz 1 und alle anderen rücken eine Stufe nach unten. Gut. Okay, also ich habe das jetzt hier noch hingebaut als zweite Aktion für nochmal viel Geld. Wäre ich nur in der letzten Runde, wäre ich Startspieler gewesen. In dieser Runde bist du wieder Startspieler ganz normal. Genau. Wir haben es quasi einmal Und das ausgleichen. geht auch so, ne? Der kann auch jetzt hier Patienten Also, behandeln, Moment, das alles. kostet 4 Geld. Genau. Der andere Raum kostet auch 4 Geld. Ne, Hm, der ich steht habe schon. schon bezahlt. Ja. Ne, kostet auch gar nicht 4 Geld. Der kostet 4. Der kostet 4, aber der kostet 3. Genau, der hat 3 Ne? gekostet. Genau. Gut, das waren dann zwei Räume. Ne, das war dann einer Raum. Nee, ich habe erst den und jetzt den. Ach so, Und für den okay. habe ich auch gerade das, also gerade, Ah, also, ne, okay. ohne und dann, also drei Ach so, Räume aber du hast quasi. drei Räume gebaut. Und das waren dann vier Geld, drei Geld, also 11 Geld insgesamt, ne? Könnte ich hier oben, also ich brauche ja, kann ich hier, also könnte ich die für die Punkte hinbauen, auch wenn die nicht funktionsfähig sind? Die müssen funktionsfähig sein, ne? Weil sonst wäre das ja zu easy, Schau ich mal. Punkte machen. Jeder funktionsfähige Behandlungsraum und da hat sich die Frage schon erledigt. Ja, genau. Und für funktionsfähig muss so sein, ne? Der braucht Genau. ein Lager und Lager so angrenzen ein. und Station angrenzen. Genau. Also geht das da oben schon mal gar nicht mehr. Aber der hat ja das Lager drüber, also ist der funktionsfähig. Der Der ist würde mir 4 Punkte funktionsfähig. bringen. Aber Ja. ich könnte da nicht noch einen hinbauen, weil er darf nicht hintereinander sein. Genau, ja. Aber Aber sind 12 Geld, auf jeden Fall. die ich gespart habe. 4 Punkte. Ja. Genau, ja, richtig. Das ist ja schon eine Menge wert. Ich darf auch bauen. Ich baue eine Parkanlage und einen Parkplatz. Hier. Und das Ganze kostet mich 6 Geld. Nee, Quatsch, 4 Geld kostet mich. Okay, jetzt ging es so schnell wie nie. Was ist natürlich obvious, was ich jetzt mache. Und dann bist du schon fertig, genau, sehr gut. Ich schiebe das mal hier hin und fülle mal hier Leute nach. Genau, ich bin auch fertig. Ich habe mir Spiegel gehabt, ich brauche mir jetzt nicht mehr, weil ich so klein ziehe. Deswegen auch viel Zeit brauche. Ja, guck dir einfach mal die Erklärung von Florian, die war schon. Ich glaube, wenn man es dann aufgebaut hat, nachverfolgt, dann ist schon ganz gut. Hoffe ich, aber. Also ein paar kleine Schwächen hat man dann immer noch mal drin. Ja, aber wenn man Ne? schon mal so grundsätzlich weiß, wie Das das hoffe ich, dass läuft das und schon ich auch ein bisschen weiterhilft. Ja, zugucke. genau. Ne? So, wir nehmen uns wahrscheinlich beide Patienten. Achso, ne? Ja, Genau, ne? Patienten. Genau. Und du darfst auch schon anfangen. Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wartepunkten. So, 4, 5, Meine Güte. 6. Oh ja, 6. Genau. Und auch ein Parkplätze ohne Ende. Aber ich habe ja auch nur 4 Leute Ja, überhaupt. das stimmt. Aber du kannst auch trotzdem mehr nehmen. Die können ja in deinen Warteräumen stehen und Genau. denen geht's dann schlechter da. Also ich kann mir auf jeden Fall Genau, die sehr beiden nehmen gutes. für 2. Ne, der eine rückt ja nach, sind Genau, 2. ja. Kriegt dafür 2 Autos. Genau. Hierhin. Genau, die kommen dahin. Hier ist aber nur einer drin, ne? Genau, da kann nur einer rein. Aber hier könnte ich ja auch noch. Und den kann ich gleich irgendwie besser. Nee. Was heißt das? Plus steht einfach immer. Das ist ein ganz normales Das ist ein Ding, ganz normales Ding, ne? ja, die ändern sich nicht. Ja. Das heißt, ich möchte da oben noch einen hin haben. Den gelben kann ich da mit dem behandeln, ne? Der ist orange, gelb, der hat ja. Da brauchst du halt einen Assistenten Der für. mit drin ist. Ach, der mit drin ist. Wenn der drin ist, dann Genau. klappt das. Ja, genau, das klappt. Also kann ich mir den noch holen? Den musst du erst tauschen, weil momentan ist seine Augenheilkunde. Das ist richtig. Wären also 4 Wartepunkte. Wenn du denn so tauscht hier. Ja. Ja. Dann habe ich noch 2 über, ne? Ah, du hast ja auch noch Hilfe. Aber da könnte ich also aktuell kann ich ja die beiden hier und den kann ich da machen. Und den könnte ich noch zum Roten werden lassen. Oder ich kann den hier, weil ich den da ja hinschicken kann. Und damit könnte ich dann ja. Aber nee, gelb, der 2 Helfer würden auch gehen, ne? Aber bringt mir nichts. Zwei Helfer mit einem Zweihelfer kannst du mit weißen und gelben behandeln. Dann tausche ich einfach mal den und nehme den hier. Und Okay. stell den hier. Nee.
Hier waren die Wärme, ja. Ne, das war jetzt gerade wieder Augenheilkunde. Ja, das ist Augenheilkunde und der war noch. Genau, der war da, genau. Genau, und den konnte ich auch nicht nochmal tauschen vorher, dann hätte ich keine Punkte mehr gehabt. Das ist richtig. Ja. Und den kann ich jetzt nie tauschen, das heißt, der muss noch da sein. Genau, ja. Und das wird schon irgendwie gehen. So, und ich darf mir noch zwei Leute holen, weil ich nochmal zwei zusätzliche Parkplätze gebaut habe. Mhm. Ja. Oh, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Ja. Aber ich kriege jetzt insgesamt vier auch. Also ich zähle mal. Eins, zwei. Das ist der eine in der Augenklinik. So. Der ist weg. Hier haben wir den mit dem weißen. Und dann haben wir noch zwei weitere. Ich nehme mir also den hier. Den schiebe ich hier nach oben. Das ist einer. Und nehme mir, das ist der zweite. Den schiebe ich hier nach oben. Das ist der dritte. Und das ist der vierte. Und dann nehme ich ihn, das ist der fünfte. Habe ich fünf? Eins, zwei, drei, vier habe ich nur. Mist. Dann nehme ich ihn hier und packe ihn hier zur Augenhöhe. Gut, zwei weitere Autos. Dann kommen wir zur Bewegung. Genau, also die beiden hier bewegen sich einfach mal da rein. Kostet einen Bewegungspunkt. Und hier könnt ihr auch stehen bleiben, sind happy. Genau. Das heißt, der geht hier für den dritten Bewegungspunkt hin. Genau. Das war's. Und ich gebe noch für den vierten den hier. Okay. Und der blaue, der da vor der Tür steht, der muss auch noch irgendwo hin. Muss der? Ja, ja, auf Eingang stehen darf er nicht. Da kostet kein Bewegungspunkt. Doch, in Klinikbereich bewegen kostet immer ein. Stehen trotzdem. Also sechs. Da ist er flexibel. Sechs Bewegungspunkte. Von 25 auf 31. Genau. Ich habe keinen Riesenunterschied hier. Das sind halt drei Punkte. Das, ja. Da bin ich dran. Ich bewege den ersten hier rein. Das ist die 1. Dann bewege ich nochmal einen hier rein. Das ist die 2. Der hier switcht hier rüber. Das kostet nichts. So, die sind versorgt. Dann haben wir ihn hier. Der switcht umsonst hier rüber. Also wir waren bei 1, 2, genau, erstmal 2 Bewegungspunkte, dann das die 3, die 4, die 5, die 6. 6 Bewegungspunkte, minus 3 sind 3 Bewegungspunkte. Gut, abrechnen, du darfst anfangen. Genau, ich kann wieder alle versorgen. Das heißt, das sind erstmal nicht ganz so viel wie 40, ne? Ja. Also das eine ist ein gelber, das sind 20, 12, 32, 40. 20 und dann haben wir, genau, einen orangenen, 32 und dann aber zweimal noch Garten dazu. Genau, also 44, also schon signifikant weniger als vorhin. Ich habe einen orangenen, den kann ich versorgen, einen weißen, den kann ich versorgen, einen gelben kann ich versorgen, weil ich hier einen Helfer habe und noch einen weißen, den ich auch versorgen kann. Wobei die beiden hier von hier kommen. Machen wir es mal einzeln. Orange ist 20, der gelbe sind 12, sind 32, ein weißer dazu sind 40, noch ein weißer dazu sind 48. Die beiden hier bekamen jeweils plus 2. 50, 52 und die beiden kamen jeweils plus 4 wegen zwei Parkanlagen, also 56, 60. Lustig. 24 gehen wieder weg. Oh. Da ist nicht so viel übrig geblieben. Okay, da bin ich mal gespannt, was dabei jetzt bei mir rauskommt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 allein schon dafür. Und jetzt kommt das Personal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und der kostet 3, sind 9. Davon ziehe ich 3 wieder ab. Entschuldigung, 6 wieder ab, sind noch 3. Noch 3, die ich bezahlen muss. 3. Also ich habe schon mal 10 für die Räume bezahlen müssen und dann nochmal 3 fürs Personal. Also ich muss insgesamt 13 bezahlen. Wow. Also ich habe tatsächlich diese Runde 23 Geld gegeben. Okay, ich habe 35, 45, 47. Das ist schon okay. Kann man auch. Aber guck mal, also ich habe 47 Geld. Das heißt, ich gebe 2 hier hin. Ich muss ja wieder anfangen, ne?
und gebe 45, das sind 15 Siegpunkte. Das hole ich nicht wieder auf. Das glaube ich nicht. Okay, ich hole 16 auf 31. Du rechnest noch, ich mache hier schon mal ein bisschen den ganzen Kram, ne? Da fallen wir okay. Vom. Ist immerhin noch ein Blatt dran. Ja. So, hier kommt nochmal ein Arzt hin. Gut. So, letzte Runde, die Herrschaften. Schon, es kommt viel zu zeitig. Gemacht, gemacht. Das gemacht, das gemacht, das gemacht. Das wertet bei Ben noch auf und alles andere wertet noch ab. Der wertet noch ab und wird geändert. Das klappt aber auch hoch und runter, oder? Welches jetzt? Behandlungsraum mit dem hier? Oder geht das nur auf einer Ebene? Nee, das ist nur auf einer Ebene. Das ist nur auf einer Ebene. Aber Lager geht. Lager geht, ja. Okay, da, also hier kriegst du auf gar keinen Fall hin. Ja, genau. Und hier auch nicht, weil dann müsste ich ja wieder drei und hier gibt es keine Punkte dafür. Doch, zwei. Doch zwei. Zwei ist ja sehr lächerlich. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Der ganze Nordparkplatz wird geräumt. Achso, bei mir kommen ja auch noch wieder. Ich habe drei behandelt, ne? Du hast drei behandelt, ja. Wenn ich einen Parkplatz baue, dann kann ich immer Autos umsortieren. Genau, ja. Meine Patienten verschlimmern sich noch. Von weiß wird gelb und von gelb wird. Stimmt, mein gelber wird auch orange, ne? Oh, schade. Naja, dass er halt orange wird. Ja. Ach, ärgerlich, Mensch, wir wollen dir doch helfen. Jetzt müsste man schon mal genau wissen, was man tun will. Der wird ja auch gleich noch rot, ne? Ja. Das sind 8 Punkte, das sind 3 Werte, und so weiter. Eine Aktion machen werden. Hier gilt. Das. Ich guck mal, ich gebe einfach mal 12 Geld aus für immerhin 4 Punkte. 1, 2, 3, 4. Und wahrscheinlich ja feststellen, dass das alles. Oh, und mich, ja, bleib ich Startspieler. Du bist Startspieler. Ne? Du bist Startspieler. Es wechselt, stimmt, ich bin Startspieler. Ich bin Startspieler. Deine Leute werten noch sich ab oder auf. Genau, der hier wird rot. Und der andere wird gelb, der da im OP steht. Dein Patient hat sich schon verschlimmbessert. Genau, alles andere habe ich schon gemacht. Und dann kommen wir zur letzten Runde. Und ich bin fertig. Da kommen noch Patienten hin, ne? Nee, kommt gleich erst. Was? Kommt ja erst hin, die ersten Patienten. Aber wurde nicht nach der Phase nachgefüllt? Nee, da wurde. Die sind ja schon abgeräumt. Obwohl, haben wir da vergessen, welche hinzufüllen? Wir haben vergessen, da welche hinzufüllen, du hast recht. Das ist immer das, dass man quasi in der Phase hier keine Patienten mehr hinfüllen möchte. Da war ein Gelber noch. Und zwar ein Gelber war von mir noch zurückgeblieben. Den lege ich nochmal ganz kurz wieder hin. Hier lag noch einer, den ich da abgeräumt habe. Aber stimmt, am Ende davon. Ja, man darf das dann nicht einfach so runterhitzen, das stimmt schon. Stimmt, die werden dann, die kommen da hin, die werden dann entfernt. So, und die werden jetzt entfernt. Okay, also liegt da einer. Oh, das ist ja auch großartig. So, genau. Ne? Orange, kann ich auch nicht spüren. Okay. Gerade orange Augen halt wenig. Aber gut, kannst du einfach bewegen. Ne? Ist der rot? Der ist rot.
Du Startspieler, ne? Also auch noch ein Punkt mehr. Komm, ja. Okay. Ich hole mir Personal. Ich baue. Okay. Ich gebe 4 aus für den und 4 für den. Da hat wer Größeres vor. Das sind 2 Wagen nochmal. Hier konnte ich jetzt auch was anderes hinbauen, ne? Das muss keine Neurologie sein. Das heißt, ich kann. Ah, Moment, den lassen wir uns zurück hier. Entschuldigung, das ist hier wieder ein Platz. Das ist ein Parkplatz wieder in der Nähe. Ich brauche einfach Patienten. Entschuldigung, was? Nochmal? Also Parkplatz muss ich auch. Ja, das ist gerade der Mist. Das habe ich nicht bedacht. Jetzt klappt mein Geld auch schon wieder. Na, vielleicht auch. Also ich kaufe mir auf jeden Fall einen Parkplatz. Nee, Parkplatz. Ach, das habe ich ja noch frei. Ich habe noch 3 Parkplätze nur frei. Den kann ich jetzt auch Autos umschieben. Ja, genau. Ich will noch einen Punkt fürs Aufwerten. Oh ja, ja, stimmt. Gut, das war das eine. Das kostet. Der Parkplatz kostete 2. 2. Und dann. Dann kaufe ich nochmal. Hast du die gekauft? Nee. Den habe ich jetzt nicht umzudrehen. Wann endet das Spiel eigentlich, fragt Ellen. Jetzt, nach dieser Runde. 6 Runden spielt man. Namen Tobias. Und wir sind bei der zweiten Aktion gleich in der 6. Runde. Also Ben macht gerade noch die erste Aktion zu Ende. Das geht ja auch wieder nicht. Warte, von oben? Nee. Ich muss ja so über Eck bauen. Du musst über Eck bauen, genau. Doch, dann kriege ich ja, dann kann ich ja das hier nehmen. Was wirst du hinkriegen, genau. Das dahin und genau. Das dahin. Genau. Und dann später halt noch mit der weiteren Genau, Aktion. Ja, das stimmt. So, das sind dann nochmal 2 weitere Geld. Genau, also 6 insgesamt. Deine Spannungsstation steht noch auf dem Kopf, aber ansonsten. So, hier kommen die neuen Patienten reingeflogen. Juhu. Gucken wir mal, was wir dabei haben. Aha, also entweder haben sie nur Schnupfen oder sie haben ein halbes gebrochenes Bein. Spannend, spannend. Du hast nicht mehr so viele Parkplätze, oder? Ich habe nur noch 3 Parkplätze. Na, immerhin. Ja. Gut, fertig. Warte, das ist falsch. Ich baue auch nochmal. Sehr gut. Ich fange an, ich gebe 4 Geld aus für 2 Parkplätze. Und zwar einmal, ja, ist ja vollkommen egal, ich werte ihn auf dann. Also eigentlich baue ich einen 2er und werte ihn auf oder so. Und dann kann ich gleich umparken, will ich nicht. Reicht mir so. Ich baue jetzt auf jeden Fall nochmal. So ein Augendings hier hin. Für 2. Dann wäre ein Eingang, glaube ich, nicht so schlecht, ne? Und dann wäre ein Eingang. Obwohl, na gut, du kannst ja über den Lift kannst ja, du ja legen. Aber sind da viele Wegespunkte. Alles andere ist auch nicht so. Kannst auch eine Parkanlage bauen, wobei, nee, die bringt dir da wirklich gar nichts. Richtig. Ich brauche nochmal so einen Eingang, also gebe ich davon nochmal 4 aus. Und das brauche ich ein bisschen wieder hier hin. Das brauche ich da hin. Und da ist die ganze Kohle auch weg. Ja. So, letzte Runde. Fertig. Zack, zack. Da muss noch aufgefüllt werden. Ach genau, da muss noch aufgefüllt werden. Jetzt einfach nur nochmal Ärzte holen. Kein roter mehr dabei, aber ich glaube, es war auch kein roter mehr drin. Dann hast du, glaube ich, zuerst Patienten holen? Genau. Patienten holen. So, jetzt wird es spannend. Ich habe 5 Ärzte. Und diese 5 Ärzte würde ich gerne alle bedienen, was nicht funktioniert, weil ich leider nur 4 Punkte habe. Also muss ich die optimal ausnutzen. Also habe ich einen roten Arzt hier.
der irgendwo hin kann und einen gelben Arzt und einen, den ich noch zum gelben Arzt aufwerten könnte. Das passt schon mal hinten und vorne da nicht. Also nehme ich diese hier auf jeden Fall schon mal beide weg. Quatsch. Beide hier hin. Das sind zwei Punkte. Ich brauche auch gar nicht so viel, stelle ich gerade fest, weil ich habe ja noch ein paar Patienten bei mir drin. Waren die so? Oder waren die andersrum? Chat, waren die so rum oder waren die gerade andersrum? Oder gucken wir hier mal. Da, der Orange war vorne. Ja. Der Orange war vorne. Okay, also ich habe hier ja den Typen, der damit geheilt werden muss. Mit dem. Da geht er rein. Der wird dort geheilt. Mit ihm. Dann brauche ich noch einmal gelb. Da ist es egal, wo ich ihn hernehme. Und noch weiß ohne Ende. Oh, dass die Weißen auch wirklich gerade bei dir da liegen müssen, ist ein Grauen. Bei mir? Naja, in der Kardiogeschichte, womit ich mich nicht beschäftige hier. Also. Ja, so oft wie ich immer, wenn du Karl zugefallen hat, bis zum Schluss zu fahren. Zwei, eins, zwei, dann ist der gelbe weg. Und dann drei, vier. Ja, das ist das Einzige, was ich machen kann. Schade. Ärgerlich, ärgerlich. Aber mehr ist nicht möglich. Nee. Das ist dreimal. Ach, fuck. Dreimal orange. Das klappt sowieso nicht. Es ist ja eine Orange hier und ich habe einen roten, dafür brauche ich einen Typen. Okay. Ja, ja, ja. Also ich habe ja jetzt 2, 4, 6, 7. 7. Ja. Das heißt, ich. Ach, die Punkte sind das A und O. Nimm mir den hier für einen. Der kommt hier hin. So, jetzt kann ich einmal Auge, das muss ich auch wieder planen, ne? Einmal Auge in Orange. Orange brauche ich zwei Upgrades. Also zwei von denen hier. Cardio hat hier ein Upgrade drin. Das heißt, da hätte ich gern einen Orangen. Das ist ja kein Problem. Das ist ja schön tauschen. Also, wieder was zum Nachteil, dass ich jetzt Startspieler war. Also vorhin war es bei andersrum, da war es bei dir ein Nachteil. Einer von sieben. Das Herzding da, da muss ich zu weit laufen. Das kostet ja auch wieder alles Punkte. Ach, ich hätte ein weiß Mailbox statt einem gelben, dann hätte es geklappt. Nein. Das hier ist nicht das. Den zweiten nehme ich da hin. Dann. Tausche mal den und nehme den, sind vier. Dann habe ich die beiden versorgt. Dann rutscht der da hin. Dann kann ich ja. Da. Den kriege ich nicht verworren, ne? Und ich glaube, dann tausche ich einfach nur noch die beiden. Okay. Und das sind fünf. Den dahin. Okay, ja. Und das sind sechs. Ja, und einen hast du noch, aber der ist egal. Die Frage ist, ob ich vorher noch da einen hätte nehmen können, aber ich hab die eigentlich alle. Boah, es wird richtig viel. Es wird richtig Kohle bei dir da drüben. Oh. Ah, das ist schon. Einen roten zu haben und einen gelben und noch zwei Leute dann und noch einen extra. Das ja, ist aber schon... der rote bringt mir nichts, ich habe ja keinen roten Patienten. Ja, aber du kriegst die ja locker runtergestuft. Runtergestuft? Naja, mit denen hier kriegst du ja den Rot auf Orange einfach. Naja. Wenn du das machst. Obwohl, nee, das klappt auch nicht. Du kannst nur zwei orangene versorgen, ne? Nee, wieso? Ich kann einen orangen hier versorgen. Ja. Einen hier mit den beiden Leuten. Ja, also mit beiden Assistenten. Mit beiden Assistenten und für den anderen habe ich mir was überlegt. Aber das ist genau denselben Fehler wie ich. Das ist genau derselbe Denkfehler, den habe ich auch gerade gemacht hier. Bei mir fehlt auch einer. Genau, deswegen wollte ich das ja auch nicht tauschen. Sondern ich kann mir einfach den. Nee, wo lagen die? Die lagen irgendwie andersrum, ne? So? Genau, ja, ja, nee. Genau. So, also so, auf jeden Fall, dass ich mir den hier nehme, bei dem kann ich ja noch versorgen.
Wenn ich den Arzt entschicke. Ja, genau. Das ist zwar nicht so viel Kohle, aber... So, dann bewegen wir uns. Ich fange mal an. Mhm. Gehe ich jetzt Geld, wenn ich nicht alle Punkte ausgegeben habe? Das wäre schön. Erstmal habe ich hier nochmal genug Autos. Also der hier muss auf jeden Fall hier schon mal rein. Das ist ein Bewegungspunkt. Der muss hier rein, das ist der zweite Bewegungspunkt. Mhm. Und die beiden, dritter Bewegungspunkt und automatisch dann hier hin. Vierter Bewegungspunkt. Also dritter, vierter. So, das ist diese Geschichte. Vier Bewegungspunkte. Dann gucken wir, was wir hier machen mit den Ärzten. Also der muss hier rein. Fünfter Bewegungspunkt. Und er muss dann hier rüber. Sechs, nee, der geht automatisch. Fünfter, wir sind bei fünf Bewegungspunkten. Die können jetzt zum Glück hin und her switchen, das ist ganz gut. Er geht einfach hier hin. Und dann habe ich ein, ja, das ist echt beschissen. Ich habe zwei weiße Ärzte über und deshalb werde ich auch verlieren. Aber es ist okay. Ich glaube nicht. Zwei weiße Ärzte über und einen gelben Punkt. Du klingst ein bisschen wie Karl, du bist gerade. Nee, das ärgert mich natürlich, dass ich hier. Ne? 13 Punkte vorn. Das macht nichts, ich glaube, das holst du noch auf. Mhm. Aber es ist okay, es sind fünf Bewegungspunkte, davon darf ich drei abziehen, bewege ich zwei Punkte vorwärts. Da habe ich hier auch noch Minuspunkte. So, also ich kann jetzt auf jeden Fall den hier reinstellen. Mhm, für das ist die 1, genau. So. Dann kann ich ja den für 1 hier reinstellen. Mhm. Jetzt geht schon wieder nicht auf, oder? Hat das nicht eben noch gepasst? Nee, das passt deshalb nicht, weil wir die ganze Zeit nicht dran gedacht haben, dass du in die Augenheilkunde ja rein musst. Und in der Augenheilkunde hast du ja weder den Operationszahlen noch die Assistenten zur Verfügung. Dann dürfen wir uns beide über denselben Feger ärgern wenigstens. Aber nee, es geht auch nicht auf. Okay, dann hätte ich die anders tauschen können und den dahin stellen können, ne? Indem ich mir den hier noch geholt hätte, ja, und den hier nicht, den weißen. Ja. Und dann den genommen hätte hierhin, ja, und den dann hierhin gebracht hätte. Das stimmt, ja. Genau. Für immer noch zwei Bewegungspunkte. Ja, genau. Und dann könnte ich aber ja noch den kannst du da unten hinpacken, genau. Das ist der dritte Bewegungspunkt. Das ist orange, ja. Und den für den vierten Bewegungspunkt hierhin. Also hätte ich mir auch den gar nicht holen müssen, weil den kann ich eben. Nee, der wirkt sich gar nicht. Ach doch, kostet Bewegungspunkte, ne? Das ist kein Graues, man sieht schon gar nicht mehr. Ja, vier Bewegungspunkte, ja. Na, jetzt fehlt mir einer von denen, dann hätte ich noch einen. Mhm. Na gut, so ist es. Also 1, 2, 3, 4 Bewegungspunkte. Mhm. Gut, so, dann Zahltag. Ich fange an. Der Rote macht schon wieder denselben Mist wie beim letzten Mal, dass er wieder einen Patienten behandelt, der zu wenig bringt und deshalb auch noch ein Männchen braucht. Mhm. Also sind das wieder nur 20, aber er ist ja am See 22. Der Weiße hier behandelt für 10 den Nächsten. Das sind wir bei 32. Dann haben wir hier einen Gelben. 32 plus 12 sind 34, 44. Und dazu kommen noch mal 4 dazu. Sind wir bei 48. Oh, der schmerzt so doll hier, dieser eine. 48 nehme ich erstmal an Geld. Das sind 30, 40, 45, nee, nicht 48, 20 plus 20 plus 8 waren 28 plus 12 waren 40, 42, 44, doch 48. So, und davon muss ich bezahlen. Und zwar den hier mit 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Minus 6 sind 6 Punkte. Und die Räume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bleiben mir noch übrig 27 Geld. Gib noch einen Bewegungspunkt mehr aus, natürlich. Okay. Weil den hier hinbringen bringt mir auch einen Punkt, kostet mich einen Punkt, also kommt das gleiche raus. Okay. Dann mach ich es trotzdem. Nee, bringt mehr Punkte. Weil ich bringt mehr Punkte, weil zwei Punkte. Ja, auf. Genau. Ja. Ja. Okay, dann habe ich das noch gemacht. Und dann, ich bekomme 52.
Also du hast da 20 plus ein 8er sind 48 und 4 sind 52, genau. Genau. Mhm. Das zeige ich auch richtig viel. 4, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, ja. 28. 28. Ja. Minus 3. Minus 3, 21. Von nee, 28, 25. 25 von meinen 52. Achso, noch 26. 26. Lustig, so ein weniger ist es. Ja. Ich hätte es nicht gedacht. Ja gut, aber du kriegst jetzt gleich nochmal Punkte für die Stockwerke. Also ja, 4. Ja. Und hab hier einen, der gibt nochmal das kommt Minuspunkte. Ja, also das, genau, und du kriegst ja... Achso, ich muss ja nochmal ganz kurz hier für meine 27, die ich habe, kriege ich also 9 Punkte. Ja, ich auch. Bin ich auf 40. Und du kriegst auch 9 Punkte. Mhm. Nee, du hast nur 26 gehabt, oder? Ich hatte auch Geld. Ja, das zählt ja nicht. Das darf Achso, nicht dann 26. Das ist ja das Trick. Ja, genau. 26. So, okay. Endabrechnung. Achso, Moment, nee, einmal noch aufwerten hier. Diese Geschichte passiert ja auch noch. Das heißt, der Arzt hier wird zu einem Orangenen. Der Arzt hier wird zu einem Weißen. Der Patient wird kränker. Wird orange, bei dir wird aus orange rot. Achso, die behandelten Patienten kannst du nochmal bei dir mal wegpacken da. Autos hier weg. So, dann kommen wir. Hast du den Punkt schon genommen dafür? Nee, ne? Ja. Dass du das aufgewertet hast? Ja, ja. Ja, ja, genommen? Oder? Ja. Ja, machen. Nee, Bewegungsschutz habe ich genommen, den genau. Kann noch nicht. Okay, ja. Genau. Dann fangen wir hier an. Also, du hast, der ist noch nicht aufgewertet? Doch. Ist schon aufgewertet. Ja. Okay, okay. Also 8 sind... War da nicht ein Weißer drin? Ja, um 2 Stufen, oder? Ah, um 2 Stufen, ja. Genau. Das ist ja richtig geil. Also das Ding lohnt sich total. 8 Punkte. Also 8, 10, 12. Mhm. Und die noch 13, mal. 14. Okay. 31, 41. Mhm. Stop the count! Ich habe hier, der ist 3 wert, ne? Ne, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mhm. 13 Punkte. So. Dann pro Gebäude, also Gebäude 8. Beide 8 Punkte. Dann für extra Geschichten kriegst du 6 Punkte, ne? Da 4 und da 2. Ah, okay. Und die verliere ich gleich wieder für den hier. Das. Nee, da verliere ich nochmal 2. Bist du gehe ich hier runter. Genau, und dann kommt 6 dazu, dann bist du hier wie bei. Sind wir 6? Na, die 6 Punkte hat man dir schon gerade gegeben dir. Also die 2 und die 4. Ja, und dann habe ich hier wieder 8 verloren. Darum, ach, 8 verloren. Darum habe ich 2 nette Punkte. Gott, du hast 8 verloren? Ja, weil ich noch einen roten über hatte. Ah, der war zum... Okay, ich habe einen orangenen. Mhm. Das werden 6 Punkte. Auch nicht schön. Bin ich hier. Du bist da. Dann werden diese Punkte abgezogen. Mhm. Also dir werden 12 Punkte abgezogen. Und mir werden noch 8 Punkte abgezogen. Und zack, weg ist er wieder. Was ist das? Das ist die Zeit. Das ist das mit das ist das. Okay. Gut, ja, dann endet es damit. 37 zu 7, das sind nur... 35 zu 37 zu 47, ne? Ja. Schon ordentlich, also aber du wusstest ja, was du tust. Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Das ist auch schon. Aber ist gut, also gefällt mir. Ja. Das ist jetzt sowas, was ich vielleicht nicht zwingend für Spaß spielen würde. Aber... Das ist eine andere Art von Vergnügen. Naja, da muss man sich schon... Also da brauchst du halt auch so, wenn du halt so da ein, zwei Leute hast, die da Bock drauf haben, ist das schon witzig. Ja. Das musst du halt auch auf jeden Fall 2-3 Mal spielen, aber... Also... Und ja auch nicht so, also du musst halt viel lesen natürlich, weil das hat wahrscheinlich Tonnen von Regeln. Es gibt, ja, also 24 Seiten halt, ne? Ich meine, allein hier alles, ne? Ja, ja, also, ja, erklärt, ja, ja, ja. Wenn du es erklärt bekommst, ist es nicht kompliziert, musst du es selbst erschließen. Es genau. War halt schon so... Und bis sich dann auch so das Bild in deinem Kopf zusammenfügt, das ist halt schon wieder auch davor, so, was mache ich jetzt nochmal genau? Das ist so. Also das Schöne, was ich finde, ist, dass man Aufträge hat letztendlich mit den Patienten,
die du brauchst, und du hast Ressourcen, die du benutzt, um dieses zu lösen, nämlich die Ärzte. Genau. Ne? Und diese Ressourcen werden noch abgewertet. Das ist ja auch noch eine nette Geschichte dann letztendlich. Ne? Also verlieren in der Wertigkeit. So, und um diese Ressourcen nutzen zu können, brauchst du gewisse Bedingungen, das sind die Räume. Richtig. So ist es ja etwas runtergebrochen. Und damit kann man schon mal gut arbeiten, finde ich. Was es dann kompliziert macht, aber auch interessant macht, ist halt wirklich diese Mechanismen, erstmal das mit den Bewegungen. Das ist ja schon mal echt eine nette Geschichte, ein Solo-Game letztendlich. Mhm. Und dann halt diese Bauregeln, wie puzzle ich mir überhaupt diese Gebäude da zusammen. Richtig. Also das ist ja, ich meine, da musst du auch hart durchplanen, wie bei Hallertau musst du ja auch durchziehen, welche Ressourcen brauche ich jetzt und bla. Aber das macht ja keinen Spaß. Das macht ja keinen Spaß, weil es so auf so einer abstrakten Ebene ist. Ja. Du brauchst sie halt, um die so vorzuschieben. Genau, das sagt einem gar nichts. Richtig. Das, ne, es ist halt wirklich nur... Ja, okay, ich schiebe jetzt das, also es ist halt, ich schiebe das Gebäude vor. Ja. Was sagt das schon mal aus? Nichts. Richtig, ne? Hier und baust dann, du ja noch, es ist ja schon thematisch, ne? Du baust jetzt eine Station noch, musst die Patienten da durchnavigieren, das ist schon. Und vorher machst du ja nicht das große Gebäude, sondern was schiebst du vorher vor? Diese einzelnen Bereiche? Handwerkbetriebe, genau, das in ist die ja du noch, investierst. Man könnte sagen, die entwickeln sich halt irgendwie, ja, ne? Aber. Oh. Nee, und wenn ich hier dann sehe, das ist eine Zombie-Erweiterung. Gibt ja, eine Feuerlöscher-Erweiterung, was immer sie auch tun. Was gibt es denn noch? Das sind auch vier Bleiben. Es gibt noch die Blut-Erweiterung. Es ist definitiv ein reines Expertenspiel. Ja, das ist ein reines Experten. Da sage ich auch, dass es ein Expertenspiel ist. Anders als bei Prager. Das ist ein Kennerspiel. Bluttransfusion, Feuerlöscher, Workaholics, Zombies in der Klinik. Zombies in der Klinik, das muss auch. Du bekommst 9 Beliebtheitspunkte für jeden Zombie, der in deiner Klinik ist. Was für ein Schauspiel. Echt? Wie geil. Hammer. Ja, schön. Feuerlöscher. Jeder Behandlungsraum bezahlt 3. Müssen Behandlungsräume einfach nur mit Feuerlöscher ausgestattet werden? Deine oder? Klinik hat ein neue geheimnisvolle Geräte angeschafft. Okay. Das gab es noch nie in der Stadt, das weiß auch niemand genau, was Leute macht. Die Patienten zahlen trotzdem extra, um so etwas in der Nähe des Raumes zu haben. Es ist einfach so faszinierend. Sehr großartig. Jeder möchte einen Feuerlöscher in seinem Behandlungszimmer haben. Stimmt, aber auf jeder Runde darf ein Mitarbeiter bei Bluttransfusionen. Ein Mitarbeiter der Klinik darf Blut spenden, um die Blutbank der Klinik aufzufüllen. Im Gegensatz zu normalen Spielregeln erlauben Bluttransfusionen eine Zustandsverbesserung, also teilweise Heilung der Patienten. Mhm. Wer will das denn? Genau. Dann zahlen die ja weniger Geld, wenn sie so krank sind. Zollemonster schreibt, Solo fand ich aber Nemesis deutlich besser. Was? Also, finde ich interessant, aber den Vergleich finde ich auch echt spannend. Also, ja. Das sind ja auch zwei Welten. Also, ist ja komplett anderes Spiel. Und Solo ist das ja, was ist denn Solo anders als mit... Also, Solo letztendlich spielst du einfach gegen den Punktewert. Ne? Mhm. Dementsprechend dieser geile Nussfjord-Solo-Mechanismus, wo dann auch Felder blockiert sind, wo du auch überlegen musst, wenn du diese Runde das machst, dann kannst du sie in der nächsten Runde wieder nicht machen. Ja. Was ja großartig ist, weil es einfach total einfach ist und trotzdem dich behindert, weil du dich selbst dadurch... Ne? Sowas hat das hier leider nicht. Sondern das ist ja halt einfach wirklich nur, du spielst gegen das Spiel letztendlich und guckst, ne, wie viele Punkte du am Ende kriegst. Das macht Hallertau aber auch. Hallertau hat ja die Solo-Regeln, spielst genauso und nutzt einfach die Einser. Bisschen unterschiedlich ist auch, weil du dir auch ein Ziel setzen musst. Du musst ein Ziel haben, damit du es überhaupt gewonnen hast als Solospieler. Zum Beispiel ein Ziel ist, dass du halt alle weißen Ärzte bei dir im Krankenhaus hast. Okay. Oder dass es 3 Gebäude gibt oder sowas, die stehen dann da drin. Das finde ich immer ganz nett, weil so also kannst du quasi schon noch so ein bisschen Variation da reinbringen. Ja, aber diese Geschichte, dass du zum Beispiel jetzt auch in die Höhe gebaut hast, ich habe die ersten beiden Partien auch nicht in die Höhe gebaut. Weil ich da mich noch nicht rangetraut habe. Aber der Unterschied ist riesig. Also, dass du dieses Parkplatzproblem nicht hattest. Nö. Das hat mir manchen Zug kaputt gemacht. Aber ich habe das ja auch nie genutzt. Ja, aber das macht die Erfahrung, glaube ich. Ja, ja, klar. Das ist nicht genutzt. Also, ich hätte jetzt wahrscheinlich das auch nicht nochmal da, aber das hatte ich da ja. Das habe ich eigentlich nur gebaut fürs zweite Gebäude. Und da die ja Punkte zu, weil ich dachte, okay, ich weiß nicht, wo ich Punkte machen soll. Das sind 8 leicht für die Punkte. Total, da zahle ich irgendwie 8 Geld für oder so. Ja, ja. Das ist schon ein ganz guter Schnitt. Ja. Hier oben jetzt noch was zu bauen. Also hier, das ist auch schon... Also ein paar Sachen kann ich auch nicht sagen. Ob sie jetzt, zum Beispiel das Gebäude hier. Na gut, das brauchtest du, um das da zu machen. Ne? Genau. Aber hast du die Augenklinik auch mal gespielt? Ne? Oder warst du jetzt nie in der Augenklinik? Ja, okay, ja gut. Dann
Aber der Plan war ursprünglich ja hier noch so ein Ding für 6 Punkte hinzubauen. 6 Punkte sind im Spiel ja schon was. Mhm. Ich weiß nicht, also Solo-Mann ist ja halt fast doppelt so viele Punkte gehabt, ne? 80? Ich hatte Solo. Ne, 60. 60 Punkte hatte ich. Oh, gar nicht so viel mehr. Ja, weil dir halt einfach der Gegenspieler nicht die entsprechenden Marker wegnimmt. Das Richtig. Ist ja schon ein riesiger Unterschied natürlich. Dann nimmt, es gibt gar keine KI. Du spielst einfach. Es gibt gar keine KI. Nee, es gibt nur den Auftrag, den du erledigen musst und den darfst du selbst aussuchen. Und das kann sowas sein wie Bau 3 Gebäude. Okay. Und das ist dein Auftrag. Warum? Es ist keine richtig tolle Solo-Geschichte, weil es ja keine KI drin gibt. Sowas wie bei Lusfjord. Aber es ist okay, weil es halt trotzdem dir ermöglicht, das Spiel zu spielen und zu gucken, wie man das so ein bisschen optimieren kann. Ja, aber hat mir besser gefallen, als ich gedacht hätte. Hallo Marco! So, aber ich freue mich auf meine Dreier-Denker-Runde. Mit Deluxe-Edition kommen Stelzenpillen, schwangere Hausmeister und so weiter. Aber das ist auch schon die Deluxe-Edition, die wir spielen hier. Richtig, nur ohne Erweiterung. Na? Hab beides an einem Abend gespielt und solo gefallen mir solche Denker-Experten-Klopper einfach nicht. Ja. Aber Nemesis Solo, ich habe das einmal solo ausprobiert. Das war so, da fehlt, also ne, das genau, Nemesis lebt ja davon, fehlt. Dass ja. ich so, ne, dich irgendwie killen muss oder sowas und ja. Solo ist halt nur ein Pickup und Deliver gegen die Zeit. Ja, hätte mich auch. Was hat dir da Spaß gemacht? Richtig. Ich hätte auch, also, das wäre wie Battlestar Galactica alleine. Gibt ja eine offizielle Solo-Variante dafür. Echt? Ja. Okay. Von Fantasy Flight. Ja. Genau, aber das ist ja, also das ist ja ein ganz, also ich fand, das war ein ganz anderes Spiel als die mit mehr Personen. Einfach, dass du das Reiche kannst du auch Solo spielen. Will man's? Also es gibt Spiele, die klappen solo sehr, sehr gut und die, also zum Beispiel This War of Mine, die möchte man auch eigentlich nur solo spielen? Och, nee. Ich finde zwei schon. Ich will mit jemandem über die Sache reden. Ich will mich dann nicht hinsetzen und dann denke ich mir, warum mache ich das da, wenn ich mit dir darüber reden kann? Klar, da, also ich habe auch Under Falling Skies mit anderen mal gespielt. Ja. Das ist halt auch schon zu zweit irgendwie. Ist halt wie so ein Core-Spiel, das du halt eh durchoptimierst in alle Informationen offensichtlich. Aber bei dem Pandemic. Dann beraten wir auch alle, was wir am besten machen, natürlich. Weil hat so noch so jeder seinen Charakter, weil das ist ja auch eigentlich mehr allgemein. Gut, der liegt halt vor mir, aber was wir am besten machen, können wir auch einfach besprechen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch Leute gibt, die mögen diese Konversation gar nicht so doll, die mögen gar nicht diesen Austausch so doll, sondern die Rätsel wie bei Kreuzworträtseln. Richtig. Und so der Kreuzworträtsel-Typ. Es gibt ja auch Leute, die mögen Rosenberg-Spiele, weil sie eben vor sich hinspielen. Genau, richtig. Und so ein Spirit Island, wo du die ganze Zeit miteinander quatschen musst, was du jetzt am besten machst. Und Paleo spielst du ja auch kooperativ, musst auch die ganze Zeit miteinander reden. Genau, richtig. Deswegen finde ich das halt so gut. Na, ja. Ich mir ab, das. Achso, du hast noch gar nicht mit mehr Leuten gespielt wahrscheinlich dann. Ja. Also Nemesis mit mehreren Leuten, Wahnsinn. Großartig. Also richtig. Das sind epische Geschichten, die so ein Spiel erzählen kann. Davon erzählt man auch noch Wochen oder Monate. Richtig. Deswegen habe ich auch noch keine Rezension dazu gemacht, weil ich bin nicht dazu gekommen, eins zu machen. Da wollte ich mich hinsetzen, einen machen, nachdem ich das Spiel schon 6 Wochen nicht mehr gespielt habe. Also nee, eigentlich musst du es gerade vorher 3-mal gespielt haben, damit du so 2-3 Storys, weil davon lebt. Ja, es lebt halt nicht von der Mechanik, sondern damals, als ich den eingesperrt habe und die Granate reingeworfen habe, das war schon geil. Oder auch, also ich finde 4 ist eine super Zahl dafür, weil du dann genug Interaktion auf dem Board hast. Ich glaube gar nicht, ich weiß gar nicht, ob es 5 überhaupt geht. Das wäre mir schon zu viel, weil dann dauert es zu lange, bis du wieder dran bist. 3 ist auch schon in Ordnung, zu 2 finde ich es zu wenig, aber mit 4 Leuten, was haben wir da alles erlebt? Wirklich, du bist da mit einem zusammen, ziehst die ganze Zeit deine Runde und ne, man tauscht sich immer so aus, was man noch vorhat und dann sag mal, ist dir eigentlich aufgefallen, dass da hinten die ganze Zeit der hinten bei den Turbinen rumrennt? Was machst du denn da eigentlich? Ja, nix, ich wollte nur kontrollieren, ob die alles in Ordnung sind. Aha. Mhm. Ich würde sagen, gerne Captain. Du gehst jetzt sagen, ich will das nicht, doch. Genau. Wir haben das auch mal mit den Erweiterungscharakteren gespielt, die du ja nur für Aftermath verwenden sollst. Okay. Hat irgendwie nicht so. Ich glaube, die soll man auch nur im Aftermath dann verwenden. Ja. Das macht schon Sinn, dass das da drauf steht. Und dann solche Geschichten irgendwie, wie dass man sagt: Ja, komm, wir kämpfen noch gemeinsam mit diesem Gegner. Ja, warum bist du jetzt gerade links abgebogen zu der Kapsel? Auch so, nur so. Ich wollte mal kurz. Manchmal will man auch gar nicht, dass der andere stirbt, so als offizielles Ziel. Ja, natürlich. Aber du hast halt dein Ziel erfüllt, wenn du weg bist und wenn du stirbst, dann gehen ja die Rettungskapseln auf. Mhm. Ja, sorry. Mhm, genau. Da gibt es so viele schöne Gemeinheiten dabei. Mhm. So, jetzt sortieren wir das ganze Kram mal wieder ein. Mhm, weil wir jetzt ein paar mehr Sitzbeutel haben. Mhm. Ja, es wird tatsächlich keine Runde harter Top mehr werden. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber. Du wolltest doch gleich wieder los, ne? Stunde? Also bei 11, ja. So, genau. Wir können jetzt alles in den Zip-Portion jetzt zumindest mal reinpacken, dann ist es nachher weniger Sortiererei.
schöner Vergleich mit Yokohama, ist halt mindestens genauso viel Material. Also das Sortieren. Aber diese Sache finde ich auch so hammerlustig mit diesen Röhren, dass diese Leute dann da rumschießt und ja dieses Netzwerk dann da bauen. Hat das irgendwie thematische Erklärung? Kannst. Überhaupt gar nicht. Sie sagen sogar, es könnte Beamen sein. Das fand ich ein bisschen abstrus. Ich weiß okay. nicht, warum sie nicht auf das mit den Röhrensystemen gekommen sind, dass man da einfach so durch die Röhren geschossen werden. Das fand ich viel lustiger. Du kannst die Zylinder aber auch einfach als Teleportationszellen deuten. Ja, das fand ich irgendwie strange. So, Deluxe-Edition wäre natürlich cool gewesen, wenn tatsächlich hier die Patienten auch noch irgendwas gewesen wäre, aber okay, das wäre dann vielleicht zu viel des Guten gewesen. Ja, ansonsten Schwachstelle, Bonusplättchen. Bonusplättchen? Ne? Ja, hier diese Dinger, hier, wo haben wir sie? Ich weiß gar nicht, wo sie sind. Diese Dinge, die wir am Anfang gezogen haben. Ach so, ja, ja. Was bedeuten sie und wann setze ich sie ein? Das Spiel braucht auf jeden Fall noch in der, wenn man zwei Spieler spielen will. Ja. Ich freue mich auch sehr auf meine Mehrspieler, bis ich nämlich das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ja, aber es ist auch gut, wenn du das ein paar Mal solo vorspielst. Ich finde, der Haken bei Nemesis halt, das hat ja so viel. Ich habe die ersten vier Partien nur in den Regeln gehangen. Ja, ja. Und das macht dann auch keinen Spaß. Also vor allem nicht dem, der bei den Regeln hängt. Und es gibt ja so viele Sonder und hier und da. Was heißt da dieses Hans-Symbol? Aha. Muss ich bei Nemesis einfach darauf einlassen, dass die erste Partie einfach kein Spiel ist, sondern ein. Ja, also muss es halt auch, also muss es eigentlich gleich viermal in der ersten Woche spielen oder so. Ja, damit er alles damit drin, drin ist. Also ja. Ist halt so regelfit, aber ist da auch schon echt schwer. Da war ich auch sehr dankbar, dass ich das damals erklärt bekam. Und dass man sich das nicht anlesen musste. So, womit fangen wir an mit dem ganzen Kram hier? Komm. Ja, reicht doch nochmal ein paar Siebbeutel. Ja, hier ein paar habe ich ja schon. Ah, sehr gut. Aber sind jetzt zum Glück genug da. Richtig. Das braucht das Spiel auf jeden Fall aber auch. Okay, wir haben schon mal Blutplasma, hier ist es schon mal fertig. Und Feuerlöscher habe ich irgendwo gesehen, die sind auch fertig. Keine Ahnung. Was hast du gerade da? Autos. Autos, okay, genau, die haben wir auch schon mal in eine. Nehmen wir doch mal als nächstes weiße Ärzte. Aber die muss man eh auseinander sortieren, oder? Also wollen wir die zusammenlassen? Die können, ja die können wir auch in den Arztbeutel reinpacken hier. Ja. Was waren denn die lila Farben der erste? Die sind für eine Erweiterung. Die Workaholics. Ach, das sind die Workaholics, okay. Was machen die? Behandeln da zwei Patienten und müssen dafür aber zwei Stufen abwerten oder? Oder werten auf, umso mehr sie arbeiten dürfen? Dann nehmen die dann. Es kann immer nur ein Workaholic in der Uni sein. Okay. Sind doppelt so hoch normal, sind immer 8, weil immer ganz links steht, wenn mehr als einer verfügbar ist. Beim Workaholic passen erhöhte Kapazität für entweder weiße oder gelbe Patienten, es passen 3 gelbe oder 4 weiße Patienten rein. Was? Okay. Ein Workaholic kann in einer Runde in einem Behandlungsraum ohne Hilfe von Pflegekräften entweder einen roten Patienten heilen, oder bist du 2 Orangen, oder bist du 3 Gelbe, oder bist du 4 Weiße. Danach musst du ihn aber hinlegen, er ist total erschöpft. Ja, das glaube ich. Und zieh für jeden freien Platz, abhängig finde ich einen aus dem Beutel, sagen wir, Violett. Es kann immer nur einer drin sein. Das ist die Frage, wann er kommt. Das ist ein bisschen zufällig dann auch, ne? Ja, aber das lassen sich natürlich geile Kombos mitspielen, ne? Wenn das funktioniert. Wenn du dir vorstellst, dass du dann quasi Patienten ohne Ende holen kannst, machst du einfach so einen Raum, umgeben von 3 Parkanlagen am besten. Obwohl, das geht nicht. 2 Parkanlagen geht aber. Doch, 3 Parkanlagen. Nach oben, ja, genau. Das ist ja richtig gut. Weißt du, hier irgendjemand beschwert, wie andere Rezensenten dieses wirklich tolle Expertenspiel fanden. Das haben doch bestimmt schon 2, 3 andere Leute rezensiert. Und ist genauso wertgeschätzt wie wir. Wenn der ja jemand Infos hat, gerne teilen. Ne? Ansonsten werde ich das sehr schnell herausfinden. Lieder können praktisch nur einmalig eingesetzt werden. Lieder jetzt werden nicht abgewertet. Nutzt an sich vom Telefoncore. Inder ist nicht eingesetzt. Was für ein Material wird dafür eingesetzt? Die Bonusplättchen sind nur für den Spieler vorzusetzen. Ja, ja, aber es wird nirgendwo erklärt, was sie machen. Genau. Also wenn du irgendwie weißt, wo es erklärt wird, dann sag es uns bitte. Ach genau, und Rezensenten, also es gab zumindest ein Erklärvideo da. Gruß an, ich glaube Bastian heißt er, der Gast
Spielevorsteller bei Victoria Pater Spiele. Okay. Der aus Christrunde da irgendwie ist. Mhm. Und der hat das nämlich vorgestellt. Mhm. Und ich sag mal, er hat es in einer sehr ruhigen Art und Weise gemacht. Mhm. Aber das ist bei diesem Spiel ja wirklich durchaus nicht schlecht. Ja, also daher. So, Parkplätze hast du da schon, davon hätte ich hier noch ein paar. Oh, jetzt? Nee, das und sind keine Parkplätze, die hatte ich. Da. Da. Oh, und Eingänge habe ich auch noch zwei. Das könnte zu eng werden. Ah, probieren wir mal. Ach, das passt. Ah, sehr gut. So, dann haben wir hier noch Parks. Parks ist die Erweiterung angekommen. Mhm. Sehr nett, damit zu spielen übrigens. Die Nachterweiterung. Genau. Auch Kickstarter oder? Ach, auch Kickstarter. Ah. Na klar. Wenn man da einmal drin hängt. Leute, ich habe übrigens, das ist heute Montag. Ich habe heute noch 4 Zusagen von Adventskalender bekommen. Das wären so krasse Spielepakete. Es lohnt sich da auf jeden Fall reinzugucken. Einmal, wir haben ja sogar schon diesen Kosmos Adventskalender vorgedreht. Da habe ich auch einmal mittendrin gesagt, so übrigens, jetzt machen wir gerade die Verlosung für den Adventskalender. Nicht echt, damit ja? Die Leute auch da mal reingucken und wissen, was sie da machen müssen. Es gibt müssen. Also kleine Easter Eggs in deinen Videos. Richtig, richtig. Ja? So Crossover. Ja. Da werde ich mich da irgendwie noch reinschneiden oder so. Ich habe im Hintergrund irgendwie den Fernseher laufen, wo so ein Lagerfeuer drauf ist. Das wäre so lustig, wenn man einfach so eine Partie kurz unterbrechen würde und würde in dem Moment einfach dann... Richtig. So die Live-Partie. Übrigens, das könnt ihr euch für einen Tag machen. Wir müssen spielen live und sagen, Leute, ihr müsst heute den Stream gucken, weil da wird während des Streams dieses Megaspiele-Paket mit 8 Spielen von Skelet Games verlost. Ja. Da haben wir, glaube ich, ein paar mehr Zuschauer. Könnte klappen. Hier, wir haben irgendwo noch so ein Ding hier, wo auch mal du diese Räume hingepackt hast. Also ich habe hier ein paar. Haben wir die überhaupt schon? Hier da sind noch welche. Ach ja, hier sind, ist das hier durchmischt? Bunt? Das ist bunt durchmischt. Das ist bunt durchmischt, sehr gut. Hier haben wir nochmal einen. Ach, ich gebe zumindest das ganze Geld schon mal hier rein. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall, was das Aufräumen geht, dann um Längen weiter. Ja. Alles, was beim letzten Mal der Fall war. Natürlich findet man da nochmal so einen weißen Arzt, der irgendwo rumliegt. Natürlich. Ach, hier sind die ganzen Kettchen. Weil ich mir einen größeren Sitz bräuchte. Diese Bonusplättchen hier, um die geht es. Achso, ja. Hat irgendwer geschrieben, wo die können praktisch nur einmalig eingesetzt werden. Ja, aber. Achso, der Booster war vorhin auch schon dabei. Der hat ja vorhin schon mal das gerätselt, wo die aufgeführt sein könnten. Ja, ja, also, schönes Spiel. Regeln, okay, es gibt eine Menge, aber es ist jetzt nichts, was total unlogisch ist. Es sind auch wenig von diesen kleinteiligen Geschichten. Mhm. Und da steht meistens auch ein Spielertableau drauf. Genau. Da muss man halt dran denken, das fällt dann mit irgendwas auf. Das mit dem einen Geld zum Beispiel ist so eine Geschichte. Oder der eine Punkt, den man da bekommt. Jetzt weiß ich mit dem einen Punkt, genau. Das ist so eine Geschichte, dass das Geld sich immer ändert von Etage zu Etage. Mhm. Das muss man bedenken. Ja, also ich habe ein paar Sonderringe, aber nicht wirklich auch jetzt, dass es einen total erschlägt. Und daher vollkommen in Ordnung. Und, obwohl das Spiel jetzt so unhübsch ist, so schon hübsch von den ganzen Details. Also, ich weiß nicht, wie die Lichtblicks-Version aussah. Ich glaube, das macht schon mehr Spaß mit der Version. Ja. So, das heißt, ich warte jetzt, welches komplizierte Spiel du mir mal gibst. Na, ich glaube, Tricherion ist noch mal eine Stufe über dir. Ich würde sagen, das habe ich auch noch. Aber ich hatte das Gefühl, dass dieses hier mich erstmal mehr catcht und dass auch mehr auf deiner Liste draufsteht. Ah ja, auf jeden Fall. Aber mal eine schöne 8 Stunden 2 Partie Arkwright. Kennst du? Nee. Was ist das? Also 8 Stunden ist das höchste. Echt? Also es gibt kein komplexeres Eurogame laut Boardgame Geek okay. als Arkwright. Das auch von Stefan Risthaus, wo okay. noch dieses Novgorod war. Ja. Und hat ein Team aus Berlin gesagt, auch müssen wir jetzt so toll spielen, müssen wir spielen. Mhm. Können wir schöne 8 Stunden Partie zu zweit spielen. Hm. Auch erst mit Preisen festlegen ja. und die Figuren sind irgendwie so, Mensch, ärgert denn die Figuren, die da irgendwie. Also, es sieht absolut katastrophal aus, das ist glaube ich auch richtig dröge, aber soll quasi das Twilight Imperium für den Eurogamer sein. Und dann auch schon zu zweit funktionieren. Dann wird das irgendwann mal ja auf den Tisch kommen müssen. Vielleicht ja, ja. Jetzt wo ich ja weiß, ich habe jemanden, der da freudig sich in die Wege setzt, kann ich das mal anfangen, wenn der März ist. Mhm. Ja, das machen wir. Ja, ich würde sagen, das machen wir sogar vielleicht sogar im April. Im März ist aber schon voll. Wir haben allein schon mal im März wahrscheinlich eine Woche, wo wir, also wenn du Bock hast, also nicht die ganze Woche, sondern halt einfach so tagemäßig, Robinson Crusoe eigentlich. Ja, da können wir auch mal die Erweiterung, weil vor allem, wir können gleich die Erweiterung spielen eigentlich, ja. weil du kennst ja den ganzen anderen Kram, hast du die Erweiterung auch schon, ja, ne? Die haben wir aber so noch nicht gespielt. Die Mythos Tales Erweiterung, ja. Ne? Ja.
Ja, auch hier. Schatzkiste habe ich auch da. Ja, wir haben das Rezension-Video gesehen. Genau. Das Unboxing-Video, genau. Ich dachte auch, jetzt eigentlich danach wieder normal drehen müssen, weil danach habe ich mir das halt einmal angeguckt und hätte ein bisschen schlau aus. Ich habe ja neulich ein Kickstarter-Video gemacht, wo ich auch keinen, das hast du wahrscheinlich nicht geguckt, ne? Das ging auch nur live, ich habe es danach wieder offline gestellt. Okay. Also ich halt so, okay, ich wollte das halt mit Technik machen, dass ich vor dem Greenscreen live drehe. Da habe ich mir um 8 gedacht, machst du eben. Um 10:30 Uhr bin ich auf Sendung gegangen, weil das mit der Technik so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay. Dementsprechend habe ich mich auch nicht vorbereitet und dachte, ja, dann 12 Uhr einfach gemeinsam, gucken uns die Spiele an und dann gucken, oh, schön. Ja. Aber sich da hinsetzen und einen zu tun, aha, okay, ja, nee, Video, ja, nee. Nee, weiß ich auch nicht. Also danach hätte ich es einfach nochmal drehen können. Da brauchst du tatsächlich die Vorbereitungszeit, die du rein investieren musst, und dann kannst du schön. Also das wäre auch live funktioniert. Das hat auch live jetzt nicht funktioniert, weil ich irgendwie dann mit dem MacBook konnte ich das nicht machen, weil da ist der Rechner super langsam, wenn ich streame. Okay. Also muss ich es darauf machen. Aber da kann ich ja auf den Monitor gucken währenddessen. Also muss ich das Bild von da auf mein iPad spiegeln mit dem extra Programm. Ja. Dann hat das auch mal geruckelt beim Durchscrollen und so. Das war einfach nicht so schön. Nicht fein, ne? Also, jetzt haben wir sogar was Tüten übrig. Ich kann sogar noch ein bisschen was hier nach hinten packen. Ja. Da schreit jemand, yeah, Robinson. Und jemand fragt nach dem Wiederspielreiz. Alan, der wieder hier von dem hier? Oder von Robinson. Von Robinson auf jeden Fall. Robinson spielt Alan auch mal ganz viel. Ich glaube, der ist schon, das ist halt so eine Challenge. Man will es ja gewinnen, ne? Dieses hier? Ja. Ja. Ja, also, ja. Das hat schon vor allem, dass ich reinfühle. Ich habe das jetzt einmal gespielt und mir so, okay, hätte ich jetzt gerade Zeit und nicht noch 40 andere Spiele, Ich würde sofort eine zweite Partie spielen. Ich habe so viele Sachen im Kopf, die ich jetzt anders machen würde. Ich weiß nicht, ob ich sofort noch eine spielen würde, aber auf jeden Fall morgen spätestens. Ne? Also daher. Und zu Robinson. Bei Robinson gibt es ja das Standardspiel. Das Standardspiel hat sehr viele, also es ist halt toll, weil es neu ist. Ne? Weil es das erste Mal so in diese Richtung ging. Aber es hat halt sehr viele totale Ecken, wo du sagen kannst, so, wir haben anderthalb Stunden gespielt, wir haben alles super gemacht. Wir ziehen diese Karte, okay, verloren, wir sind raus. Ne? Das ganze Lager wurde weggespült oder sowas, was wir gerade wieder. Das ist halt sehr schade, aber das passiert. Und zweite Kante, hast du ja auch mal wieder erwähnt, dass es einfach Szenarien geht, die kannst du nur mit 2 Leuten gewinnen. Es gibt Szenarien, die kannst du nur mit 4 Leuten gewinnen. Das ist einfach so, da muss man sich halt abfinden. War halt schade, dass wir gerade diese eine Runde, die wir damals gespielt haben, mit Annika und Karl, dass das so eine Runde war, die wir zu viel gespielt haben, die man wahrscheinlich eher mit nur 2 Leuten spielen sollte. Dafür gibt es aber auch wieder andere, die man zu viert auf jeden Fall spielen sollte. Also, ne? Karl, Annika, wenn ihr Bock habt auf Robinson, ein schönes Abenteuer, dann würden wir uns mal das mit den, mit diesen Stämmen, mit den Barbarenstämmen oder die Kannibalstämmen sind das. Genau. Aber das ist generell beim Standardspiel so, das hat noch leichte Balance-Schwächen, könnte man sagen. Oder auch schwere, je nachdem, wie man das so sieht. Fahrt der Beagle. Erstmal, es baut aufeinander wirklich auf. Das machen ja die ersten 6 Abenteuer bei Robinson Crusoe nicht so richtig. Ne, da ist man halt auf der Insel, aber die Insel verändert sich ja irgendwie ständig. Gerade eben war noch ein Vulkan da, also sind einfach andere Inseln. Man hat einfach keinen Zusammenhang da. Bei der Fahrt der Beagle hat man einen Zusammenhang und das macht Spaß, weil es natürlich eine Kampagne ist, weil es stimmungsvoll ist. Und weil man die Erfolge, die man in dem einen Spiel macht, mit in das andere Spiel rübernehmen kann. Oder die negativen Effekte auch so ein bisschen. Es gibt da auch wieder so kleine Abschwächegeschichten, aber letztendlich hat auf jeden Fall eine Auswirkung von dem einen Spiel auf das andere Spiel. Und es hat alles eine Auswirkung auf die Endpunktzahl dann. Und es ist von der Stimmung großartig. Balance-Schwächen Robinson. Also ne, dieses, dass du manche Szenarien nur mit 2 Leuten spielen kannst, manche nur mit 4. Alles ist sehr, sehr schwer zu schaffen, dass du manchmal einen sehr hohen Glücksfaktor hast. Du ziehst irgendwie die eine Karte und die kann dir einfach das ganze Spiel dann kaputt machen. Ja, Solo ist es auch großartig. Ja, und ich weiß nicht, wie häufig ich diesen blöden Scheiterhaufen da, dieses Feuer im ersten Szenario. Ich glaube, wir haben 6-7 Partien gespielt, bis wir das erste Mal gewonnen haben. Es ist wirklich das Unbeugigste. Was spielen wir noch? Hau einfach was auf den Tisch, was eine Stunde ungefähr dauert, was du magst. Perfekter Moment? Nee, das dauert länger wahrscheinlich. Ich glaube nicht. Könnte man machen. Also unseres kommt erst später, daher. Könnte man mal ausprobieren, wie es so funktioniert. Mir macht Robinson immer wieder Spaß, auch wenn es manchmal sehr schwer ist, aber es schreibt halt doch Geschichten. Ja, genau. Und Robinson ist ein Spiel, was auch Geschichten ist, schreibt, wo du dich auf jeden Fall dran erinnerst. Und Fahrt der Beagle, großartig. Diese ganzen einzelnen Abenteuer, die es da noch gibt, davon habe ich eins erst gespielt. Da gibt es ja noch mittlerweile, was weiß ich, 8 Stück. Ne, King Kong, Filmcrew und die ganzen Dinge, die du gemacht hast. Ich habe vorher gegessen schon.
Dann würde ich einfach mal die Reste von dem Setzer kochen. Das waren die Reiswaren, die wir mal hatten, diese knackigen Gemüse. Ja, ja, ja. Das ist jetzt nicht mehr knackiges Gemüse? Ja, ich habe den Reis ein bisschen sehr zerkocht, aber okay. Ich habe damit Markus sehr satt bekommen, weil ich habe halt für 4 Personen gekocht. Okay. Und dann auch tatsächlich festgestellt, HelloFresh, also ich habe jetzt genauso viel Geld dafür ausgegeben, wie ich bezahlt habe, als ich das selbst gekocht habe. Das denkt man gar nicht, ne? Aber erst denkt es so, dass das total teuer ist, weil man halt einfach dann... Richtig. Ich meine, so Fenchel, halt 2 Fenchel kaufen kostet auch 4 Euro. Ja, ja, stimmt schon. Und bist halt schon... Und auch natürlich so diese, die halten natürlich länger, aber wenn du halt dann hier noch die Sojasauce kaufst und du kaufst noch das hier, ist halt auch irgendwie 6, 7, 8 Euro los und die Frage ist, wie oft benutzen das. Genau. Und natürlich der Witz dabei ist, so ein Ding hatte ich noch hier rumstehen. Da hätten wir natürlich vorher gucken können. So, was schreibt dann immer hier mit der Scheiterhaufen des Grauens? Ja, sehr schön. Und dann, ja gut, aber wenn die nicht zusammenhängen, ist das von Vorteil, um mit anderen Leuten zu spielen. Klar, natürlich, aber wenn du halt eine kleine Gruppe hast oder solo, dann macht es natürlich super Spaß, da so eine kleine Kampagne zu zocken. Die Bekannten sind bei Robinson, finde ich, viel schwieriger. Oh, wir haben eine Stunde Zeit, ne? Ja. Ja. Das hast du schon gemacht, das habe ich auch schon gesehen. Ja, aber nur für einen Spieler. Echt? So einer von uns darf jetzt mit denen hier spielen, der andere darf die Deluxe-Dinger. Ach, sind die nur einmal da drin gewesen? Nee, ich habe die Deluxe-Dinger, sind ja ganz oft bei gewesen. Ja. Aber das ist halt immer ein komplettes Set, dass du. Und ja. Okay. Danke. Dann pöppe ich das nochmal gleich hier aus. Bevor wir das alles da mühselig. Musstest du die auch bekleben einzeln oder wie war das? Nee, irgendwas war da. Nee, hier war ja diese Folie drauf. Die musst du abmachen. Diese Folie, auf das war's. Ja, ich habe die nicht ganz. Ich habe das nebenbei nur so verfolgt und habe immer nur gehört, irgendein Mist, der nicht funktioniert hat oder der lang gedauert hat. Das Innere muss eigentlich auch raus, weil das ist eigentlich viel zu viel. Gerade wenn du alle Deluxe-Sachen für Spieler drin hast, passt überhaupt nicht rein. Ja. Die Vulkanen sind auch ganz schön schwer. Hatte jemand von euch jetzt schon hier die Insel gespielt? Also die. Das, nicht die Insel, das mit der mit Z hier, die mysteriöse Z-Erweiterung statt Z. Das war ja der Grund, warum ich mir auf der Spiel digital kein Spiel kaufen durfte. Wieso? Naja, weil ich mir den Codex mal gesagt habe, wenn ich nicht alle Sachen, die ich mir auf der Spiel davor gekauft habe, auch gespielt habe, gibt es keine neuen Spiele. Das galt ja zum Glück nur für die Spiel selbst, das galt ja nicht für die Veranstaltung danach. Verstehe. Das kommt Stanleys. Auch als ich das hier gekocht habe, direkt Bedürfnis, einen Tee zu trinken. Einen Tee zu trinken? Ja, so wie Fenchel. Ah, ja. Ah, Fenchel-Tee ist doch ganz gut. Mögen sehr viele Leute gar nicht. Kann es aber sein, dass sie dir keine Stanleys dazu gepackt haben hierfür, keine Aufsteller? Oder sollen wir da auch die sehen? Nehmen? Ja, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Hier sind keine drin. Ne, die sind noch aber nicht im Spiel. Aber sie kamen dazu? Die waren auch schon im Spiel, ich habe sie wieder reingekriegt. Ah, okay. Hast du eigentlich dieses, was wir irgendwann mal gesucht haben, hast du das wiedergefunden? Was war das denn? Irgendwas? Oh je, ich weiß nicht mehr. Moskitos? Nee. Nee, aus irgendeinem Spiel hatten wir irgendwas mal gesucht, wo wir nicht wussten, wo du es abgelegt hast. Was war denn das? Du hast alles hier durchsucht. Weißt du, was ist 3 Wochen her oder so? 3 Wochen erst? Oder? Ich glaube schon. Ich kann mich da düster erinnern, ich glaube ja. Irgendwas hattest du, und hattest du das Spiel davor gespielt, also am Abend vorher hattest du es gespielt und du wusstest aber nicht, oder nee, ausgepackt. Prager Kapodregni. Die Drehdinger. Die Drehdinger, ja, genau, richtig. Habe ich gefunden in dem defekten Exemplar in der Spieleburg, das wir jetzt zurückgeschickt haben, wo ich fragte, wenn die nicht drin sind, ist das so schlimm? Nö. Und da hattest du die reingepackt und dann wieder zurückgebracht, oder? Also ich habe die da nicht reingepackt, ich habe sie dann zurückgenommen. Ja, da hast du sie drin gefunden, jetzt habe ich sie drin gefunden. Okay, gut, ja, okay. Das heißt, die anderen... Das ist ja ein Menge-Exemplar, so oder so, ne? Genau. Oh Mann. Also wir machen leider die Dinger jetzt kaputt hier unten, ne? Weil du, wenn man sie reinpresst, dann ist es leider immer so. Es sei denn, man würde sich jetzt hier Stunden Zeit nehmen und die da ganz... Aber selbst dann würde wahrscheinlich da immer unten der Rand kaputt gehen. Was sagt unser lieber Schild? Also, das kann so ein mehr Scheiß, der perfekte Moment, das neue Showtime.
Aber ich nehme mal an, dass, weil keiner Ja geschrieben hat, dass keiner von euch bis jetzt die Erweiterung von Robinson gespielt hat. Und es ist so lustig, man will ja diese Schatzinsel haben mit dem ganzen Kram, aber wenn man ehrlich ist, Robinson hat so viele Sachen, die alle noch draußen wären. Also braucht man nicht. Aber man kann es halt haben, ne? Es ist wirklich, da ist es wirklich nur, dass man will es haben. Oh, habe ich jetzt hier alles doppelt ausgetrüppelt? Ach ja, na toll. Okay, das kann weg. Das kann weg, das kann weg. Gut, hast du dir die Regeln hiervon schon durchgelesen? Oberfläche. Rudimentär. Also eigentlich. Ich habe keine Ahnung, wie Werfen genau funktioniert, oder Spielablauf ist super einfach. Ja, eigentlich machen wir das nur so, dass wir immer Karten, also dass wir quasi eine Karte aufdecken, wie das wieder weitergereicht wird. Genau. Die Geschichten. Was bei zwei Spielern jetzt entweder ein bisschen sinnfreier ist oder es gibt eine extra Regel dafür. Es gibt ja Karten für zwei Spieler, Karten für drei Spieler, Karten für vier Spieler. Ah, okay. Möchtest du die Deluxe-Dinger haben? So. Sehr gerne, weil ich habe nur die normale Version für mich bestellt. Dann spiele ich noch einmal mit den Deluxe-Dingern und freue mich. Dann brauchen wir das am Ende. So, das raus, das raus. Wir haben nochmal den feinen Pinkel. Haben wir den feinen Pinkel schon? Den haben wir nicht, komisch. Doch, haben wir schon, da ist er. Der Hund ist auch schon da. Und er mit dem Glas. So. Okay, all diese Sachen hier werden ja nur hingelegt, ne? Das ist alles nur Deko. Mhm. Auch die Weinflasche oder wird die Weinflasche, die ist ausgelaufen auf dem Tisch? Ich erinnere mich. Ah, das liegt auch noch, stimmt. Ne? Weil hier steht das ja, da denkt man, okay, jetzt können wir auch irgendwie verwenden, um das Foto zu machen. Mhm. Aber ja, obwohl, das stimmt, das könnte, damit könnte man auch was verdecken. Packen wir ruhig noch hier. Stimmt. Nee, es kann sein, dass es nicht hingelegt wird, dass diese Sachen tatsächlich stehen. Du hast recht. Hm, dreimal Liebling, wo ist denn der andere Liebling? So, das mit dem Liebling, das muss man irgendwie geheim reinschummeln, ne? Mhm. Und damit passiert irgendwas und dann kriegt man extra Punkte. Steck diese Karte zum Liebling mit Zeitpunkt in einen deiner Mappenwerte, diesen Gast pro Lieblingkarte einmal zusätzlich. Ja. Die Suppenterrine, super. So, alles andere ist fertig. Was fehlt an die Karte? Ach, natürlich, aber alles doppelt habe ich ja wieder ausgepöppelt. So, jetzt sollte es mal warm sein. Jockel, danke fürs Updaten des Titels. Und ich glaube, Show könnte ich hier bei diesem Spiel, also das andere vorhin, das war wahrscheinlich eher die Buchhalter-Show. Das hier ist die Puzzle-Show. Und das hier das ist nur ein Deluxe-Puzzle. Ja, du hast gesagt, es ist kein Partyspiel. Nein. Es kommt immer noch an, was ein Partyspiel ist, finde ich. Ja, aber das ist ein so weit weg vom Partyspiel. Also es ist daran eine Party, außer dass du es mit wie Leuten spielen kannst? Vier. Nee. Also, ja. Also es ist ein lockeres Spiel. Es aber auch nicht so locker, weil das ist schon ziemlich. Nee, es ist ein Deduktionsspiel. Es ist ein Spiel mit einem Party-Ambiente. Mhm. Hat man denn hier, ja, hier haben wir sogar die unterschiedlichen Untergründe. Und dann würde ich das nur mal, ich weiß nicht, ob man hier überhaupt irgendwas sieht beim Chat. Ich stelle mal. Naja. Ist eingefroren. Wir hängen gerade scheinbar. Mhm. Nö, ja, eigentlich nicht. Wir ja, hängen nur da hängt er, okay. Seht ihr uns noch? Lest ihr uns noch? Ich glaube, es muss so sein, ne? Die Leute, genau, das guckt auf mich. Mhm. So, und dann darf ich mir die hier alle einmal nehmen. Also, das Spiel lebt natürlich total von Artwork, Farben, Ambiente. Aber das kriegt es ganz gut hin. Mhm. Ich nehme mal die Bar. So, und diese Leute muss man schon alle aufstellen oder stellt man sie ruhig erstmal neben die sich? Die kannst du jederzeit stellen, wie du möchtest. Okay, super. Aber erstmal neben dich. Ja. Achso, und spielen wir schon mit diesen Sondercharakteren? Oder ich habe keine Regeln dafür gefunden. Dann lassen wir die erstmal weg. Marilyn Monroe kommt dann raus und hier Dick und Doof. Und haben wir noch wen als Filmstar? Ach ja, hier Chaplin. Ah, ist schon lustig gemacht. Ich habe das auch live verfolgt, als das da in der
Spieleschmiede war. Ich habe mich gefreut, dass da auch diese ganzen Extras noch dazu kamen. Und auch die Pflanze, dass die auch mit aufs Foto möchte. Naja, die Baum, der Baum hat sogar eine wichtige Rolle. Großartig. Ah, ich habe die Liebe gefunden, ja. Okay. Willst du jetzt aufessen oder soll ich mal ein bisschen was vorlesen? Du kannst schon mal ein Spiel vorbereiten. Ja. Immer drei Karten, einmal mischen und dann in diese Dinger hier. Den Stapel hier mischen? Mhm. Okay, das sind alle Charaktere, die es gibt, ja? Mhm. Summon. Ach, das sind diese ganzen Hinweise. Mhm. Ah, ja, ja. Das ist eigentlich Uluru. Irgendwie sowas habe ich schon mal gehört, dass das schon mal im Prinzip, das Prinzip schon mal gab, genau. Ja. Ja, aber schick gemacht. Und gab es das vorher schon mal? Und dass sie das jetzt auf Deutsch glaub nicht, gemacht haben? Ich glaube nicht. Sogar originär von denen, glaube ich. Mach ich mal so einen Stapel damit auf jeden Fall. Original von denen, okay. Mhm. So. Ach, genau, die Lieblingskarten hast du diesmal rausgenommen, ne? Mhm. Dass das wieder nicht aufgeht. So. Man könnte sagen, das holt mal wieder vielleicht eine andere Zielgruppe ab. Das auf jeden Fall. Das ist halt jetzt auch kein Spiel, wo du hart Regeln lernen musst, sondern das kannst du einfach direkt quasi losspielen. Ja. Und deshalb vielleicht ein bisschen Partyspiel. Vielleicht Gateway-Spiel, aber nicht Partyspiel. Ich weiß nicht, wenn du dir so eine Weihnachtsfeier vorstellst. Also nicht so eine betrunkene Weihnachtsfeier, sondern so diese Familienweihnachtsfeier. Mhm. Ne? Irgendwie zweiter Weihnachtsfeiertag. Willst du irgendwas, Familienspiel, ja. Genau, willst du irgendwie was draufpacken, was so ein bisschen ambientemäßiger mehr ist? Könnte ich mir das hier? Läuft dann noch Familienspiel. Ne? Läuft da Familienspiel? Familienspiel ist für mich Looping Louie. Nee, das ist eher Partyspiel. Nur ein Saufspiel. Das stimmt. Ah, ich bin mal auf deine Top 10 Liste der Familienspiele gespannt. Mhm. Ich habe tatsächlich auch schon mal meine Top des Jahres vorbereitet. Und da sind auch so 35 Spiele oder so drin. Mhm. Ich würde sagen, die sind gut, die sind empfehlenswert, die sind toll. Eine Nummer 1. Das war keins dabei, was ich sagen würde, das ist so die, also wenn ich jetzt ranken würde, würde ich wahrscheinlich bei irgendeinem Spiel sagen, das würde ich jetzt einfach so auf die Nummer 1 setzen. Mhm, also ich würde sagen, so, das ist die 1 für mich in diesem Jahr, weil die so herausgestochen hat. So. Nee. Das hat man auch sehr, sehr selten, oder? Das ist wirklich so ein einmaliges Spiel. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Spiel, was auf jeden Fall irgendwie mit in die Top 10 der All-Time. Ich meine, letztes Jahr war es die Crew und Cthulhu Death Medaille, finde ich einfach beide super. Ja. Da kommt halt dieses Jahr ein Etherfield zu mich, ist nicht auf Death Medaille Niveau. Es ist halt wieder halt theoretisch schon viel mehr, aber es ist auch viel kleinteiliger. Mhm. Und, oh. Ja, ich habe Etherfield bei euch noch nicht reingeguckt, weil ich mir nicht sicher war, ob ich das selbst mal spielen möchte und mich spoilern lassen will. Mhm. Aber dann kann man sich das Prolog-Video, glaube ich, ganz gut angucken, weil es keine großen Spoiler. Also da werde ich auch ein richtiges Video zu machen. Mhm. Kann man einen Vergleich zu Tainted Grail machen? Ja, aber es ist schon anders. Also es lebt auch mehr von der Stimmung. Das hoffe ich. Dies, also es hat A, mechanisch ist es viel besser, weil du hast halt diesen Deckbau-Aspekt drin, der so ein bisschen so Kong-mäßig ist oder so. Okay. Und du hast kein Menhir-Grind. Nee. Und wir, du hast ein bisschen Grind drin, dieser Traumphase, wo du immer diesen Traumspielplan du hast, und das ist auch nicht so, es ist schnell abgehandelt immer. Ja. Und die Story entwickelt sich halt auch so. Es ist halt so wie KLM, du wachst in einer Welt vor Dunkelheit, du weißt auch nicht, wer du bist, was du bist. Okay. Und du also weißt nicht mal, was du machen willst und du kennst nicht mal alle Regeln. Bei Magern steht auch manchmal drauf, im Laufe des Spiels werdet ihr erfahren, wofür die sind und wie die heißen. Ja. Und das Spiel will dann mysteriös und geheimnisvoll sein. Hat auch manchmal so, wir hatten mal so ein Labyrinth, wo wir die Teile drehen und verschieben mussten, damit wir richtig laufen konnten und so. Und bisher war jeder Traum auch anders. Das ist schön. So, dass man immer dachte, okay, ich will den nicht nochmal spielen müssen vielleicht, aber schon... Es hat schon Spaß. Einmal sehen, was drin ist, und wir erleben halt gerade so unsere Geschichte. Wir finden da draußen, warum was wir sind und wer wir sind, was wir machen. Ja. Da haben wir auch nur so Fragmente, die schon so ein bisschen darauf hindeuten. Ist natürlich gut mit Karl das zu spielen, weil der übersetzt einfach On the Fly. Mhm. Das ist quasi die deutsche Version da. Ja, ja. Und also ich weiß nicht, ob es 50 Stunden lang trägt. Aber ja. Aber jetzt ist es interessant. Weil das finde ich, abgesehen davon, dass Ellen gerade gefragt hat, was so leckeres Ess ist, ist es die Reispfanne, Gemüse. Genau, knackige Gemüsepfanne mit Fenchel. Und Etherfield ist doch nicht Platz 1 genug, fragt Jocke. Genau. Ja.
wenn du eine Partie spielst und so nach 2,5 Stunden, wenn du da das Gefühl hast, boah, es ist immer noch geil, das Spiel zu spielen, bei diesem Spiel, Art von Spiel, dann hat das Potenzial für was so Großes. Also ich spiele ja gerade Seven's Continent, weil das jetzt gerade die deutsche Version angekommen ist, ja. Und da ist es so. Genau, aber hast du da schon einen Flug komplett durchgespielt? Nee, also ja, den ersten Flug, es gibt so einen Promo-Fluch mit also rosafarbene Kristalle, so Energiekristalle, den gab es bei der deutschen Erweiterung. Achso, ich meine den ersten 10 Flug. Und den ersten 10 Stunden Flug habe ich noch nicht. Ja, weil der, ich meine, du kannst auch sterben noch 9 Stunden. Klar, okay. Du stehst dann nächste Saison. Dafür nehme ich Karte 577 oder sowas mit rein. Keine Ahnung, was sie macht, aber ich werde sie mit reinnehmen. Ich habe den Tipp gehört. Genau. Das finde ich ja auch schade. Aber da ist es so, dass ich halt nach 2,5 Stunden nicht sage, boah, jetzt lass es endlich zu Ende sein. Richtig. Aber dann ist halt die Frage, wie bei Tenet Ray auch. Tenet Ray nach 10, 15 Stunden war auch noch so, boah, geil, cool. Das wurde dann ja irgendwann nervig. Das wurde dann irgendwann nervig, das stimmt. Und das ist, glaube ich, halt bei Everfields bisher noch nicht. Ja. Ach ja, der Block, der alles fraß, haben wir gerade am Samstag gespielt. Großartig, oder? Wahnsinn, ja. Ich fand's super gut. Herrje, was ging da ab? Also diese Sidequests, die man immer zwischendurch noch kriegt. Lustige Sache. Und ich fand's, wie gesagt, viel besser als Mord in Excelsior. Das kam bei dir gar nicht an, das kam bei mir in der Gruppe aber total an. Echt? Ne? Also das fanden wirklich alle auch richtig gut. Dementsprechend sind die beiden... Weil du halt auch mechanisch, das sind interessante Sachen. Das war mechanisch war das Mord in Excelsior nicht interessant. Genau. Das war halt so vom... Und hier so dieses Setting auch so klassisch so 50er Jahre Horrorfilm, Amerika, ein bisschen Cypher-Horror. Ja. Großartig. Du hast das vorbereitet? Da könnten wir jetzt auch Stunden drüber reden, aber das lassen wir. Ich habe ein paar Karten übrig gehabt, ne? Es kommen nicht alle rein. Nee, es kommen alle rein. Drei Stück in jeden? Das funktioniert nicht. Ich habe total viele Karten noch übrig. Du hast die noch? Dann habe ich immer noch 3 Karten übrig. Dann fehlt irgendwo noch den. Okay. Ja. Gut, dann habe ich alle Karten vorbereitet. Dann kriegt jeder kriegt schon eins, glaube ich, ne? Jeder kriegt 4, 5 kriegen wir und 4 kommen in die Mitte. Jeder kriegt 5? Ja. Okay. So, ich weiß nicht, wie wir das jetzt interessant für den Chat gestalten können. Ja, das wird für den Chat total langweilig. Ja, und ihr könnt immer in beiden oben reingucken, bei mir auch so von der Seite. Ja, das ist doch schon mal ganz gut. Da zumindest. Und da fahren wir das Periskop auch mal ein. So. Jetzt brauche ich noch eine Lampe, die Licht macht. Oh. So, hier sind dann die ganzen Leute. Die stelle ich dir mal hier rüber. So, und dann machen wir noch einmal ganz kurz den Streamburner an, weil dafür können wir jetzt auch ein neues Video machen. Das geht ja ganz sehr schnell. Das Spiel wird auch nicht lange dauern. Also eine halbe Stunde. Je nachdem, wie lange man so braucht, um sich die ganzen Sachen zu merken. So, wir sind gleich wieder da. Bye. Bis gleich.